Ja, ganz herzlich willkommen zum LPR Medienforum. Es ist wunderbar, dass es stattfindet nach 15 Monaten Pause. Wir waren so ziemlich die Letzten 2020 und vielleicht sind wir jetzt auch online und vor Ort so ziemlich die Ersten. Online natürlich nicht, es gab ja unheimlich viel dazwischen. Ich begrüße Sie also ganz, ganz herzlich hier im großen Saal der Evangelischen Akademie und Sie in Ihren Büros oder an Ihren Bildschirmen, wo auch immer, zur Online-Teilnahme am LPR-Forum Medienzukunft. Herr Becker, Sie sind der Direktor der Medienanstalt Hessen und damit der Gastgeber und Veranstalter. Vieles ist in diesem Jahr ein bisschen anders, aber manches ist auch gleich geblieben. Was ist denn gleich geblieben? Gleich geblieben ist, dass wir in der Evangelischen Akademie in Frankfurt das Zukunftsforum ausrichten. Sie haben es ja eben gerade schon erwähnt. Der 12. März letzten Jahres war das Zukunftsforum ausschließlich in Präsenz. Und viele der Gäste vom letzten Jahr haben mir gesagt, das ist die letzte Veranstaltung dieser Art in Deutschland gewesen. Und jetzt sind wir wieder da. Warum sind wir auch vor Ort und nicht nur online? Weil wir ein Fenster zur Normalität aufstoßen wollten. Und daher auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier vor Ort und natürlich auch online an den Bildschirmen draußen. Und ich verbinde diese Begrüßung auch gleichzeitig mit einem Dank an Sie alle, dass Sie nach wie vor so ein intensives Interesse an dem LPR Zukunftsforum haben, was Sie auch hier in Präsenz äußern. Mein Dank geht aber auch an unsere Unterstützer und Sponsoren, ganz besonders die, denn ohne die Unterstützung wäre diese Veranstaltung überhaupt nicht denkbar gewesen, denn wir haben schon das eine oder andere in die Wege leiten müssen, um diese Veranstaltung hier vor Ort durchführen zu können. Mein Dank gilt aber auch der Hessischen Landesregierung, namentlich Herrn Ministerpräsidenten Volker Bouffier, der auch dieses Zukunftsforum wieder mit seiner Schirmherrschaft unterstützt. Vielen Dank dafür und ich wünsche uns für heute wirklich eine Menge Erkenntnisse. Ja, die brauchen wir, glaube ich, auch. 2009, das erste LPR-Forum Medienzukunft hieß die Netzgesellschaft und ging der Frage nach, wie junge Mediennutzer die Medienwelt verändern. Jetzt, 12 Jahre später, reden wir von Netzgesellschaft Reloaded und stellen die Frage, wie die gesellschaftliche Selbstverständigung wieder gelingen kann. Also es ist eine Frage, die den Konflikt, die Defizite, die Problematik in sich trägt. Was ist denn da aus Ihrer Sicht so schiefgelaufen, dass wir jetzt Reparaturmaßnahmen brauchen? Naja, es ist schon einiges in den 12 Jahren anders geworden, hat sich verändert. Es hat sich, ist vielleicht auch das eine oder andere schiefgelaufen. Sie haben dankenswerterweise nochmal die Veranstaltung in 2009 erwähnt. Dort gab es eine ganze Reihe von Hypothesen und auch Prognosen, teilweise zutreffend, teilweise weniger zutreffend. Eins traf allerdings schon zu, auch damals. Wir haben festgestellt, auch damals schon festgestellt, dass wir mit den Instrumenten aus dem Werkzeugkoffer der Medienregulierung und insbesondere der Rundfunkregulierung nicht wirklich weiterkommen. Das hat sich bewahrheitet und es hat allerdings dann auch 10 Jahre gedauert, bis Bund, Länder, neuerdings auch Europa, das eine oder andere gesetzgeberische Vorhaben auf den Weg gebracht haben. Ich will an der Stelle nur erinnern, der neue Medienstaatsvertrag ist in Kraft getreten Ende letzten Jahres und da sind schon einige Regelungen mit aufgenommen worden, die einen Fingerzeig in die Zukunft geben. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Einhaltung von journalistischen Sorgfaltspflichten bei Telemedienangeboten, das heißt also, es betrifft auch die Laienjournalisten. Wir haben neue Regelungen und erstmalig neue Regelungen, ich glaube auch europaweit, was die Medienintermediäre angeht und zahlreiche neue Regelungen im Bereich der Video-Sharing-Plattform und dergleichen mehr. Aber nicht nur dieser repressive Teil der Rundfunkregulierung spielt eine entscheidende Rolle. Nach wie vor hatten wir den Nutzer im Blick.
Und das hat sich auch in den letzten 12 Jahren natürlich herausgestellt. Es geht nicht nur um Netzwerkkompetenz, sondern es geht nach wie vor und verstärkt um Medienkompetenz. Das ist genau das, was Sie auch ansprechen im Moment. Ich glaube, wir müssen beide Seiten sehen, nämlich einmal die Möglichkeit, repressiv tätig zu werden, wenn wirklich mal jemand über die Stränge schlägt, auf der anderen Seite aber auch deutlich machen, es geht nicht ohne Prävention. Also wir haben ja nun eine Reihe von Begriffen, die zu Buzzwords der derzeitigen Situation geworden sind. Hass, Hetze, Desinformation, Verschwörungstheorien, Populismus, schwindende Diskursfähigkeit. All die Begriffe umreißen ja, dass der Prozess der demokratischen Willensbildung zumindest teilweise gestört ist. Was sind die Schritte, die aus Ihrer Sicht zu tun sind, um hier die nötigen Reparaturen einzuleiten? Ich glaube, wir müssen verstärken, wir machen ja eine ganze Menge. Und zwar seit vielen, vielen Jahren machen wir eine ganze Menge Einzelprojekte. Wir haben Kooperationen, also jetzt gerade hier in Hessen. Ich glaube, ich arbeite mit 5 oder 6 Ministerien mehr oder weniger eng zusammen, mit vielen, vielen Institutionen hier im Land, die sich mit Medien beschäftigt, die Medienkompetenz vermitteln. Aber ich glaube, wir brauchen mehr eine Gesamtschau für die Zukunft. Und ich bin auch dankbar, dass wir diese Kooperationen haben, nur wir müssen sie etwas stärker zusammenbinden. Da verspreche ich mir natürlich auch den einen oder anderen Impuls heute aus der Diskussion, denn ich habe den Eindruck, da gibt es sicherlich Dinge, die uns weiterhelfen können. Wir haben ja in jüngster Zeit aus zumindest 2 Studien erfahren, dass es mit der Informations- und Nachrichtenkompetenz in Deutschland nicht so weit her ist, wie erhofft. Die eine wurde von dem Berliner Think Tank Stiftung Neue Verantwortung durchgeführt. Die Projektleiterin Anna-Katharina Messmer diskutiert nachher mit uns. Und die andere Studie kommt vom Hans-Bredow-Institut im Namen des sehr ambitionierten Projekts #UseTheNews. Und beide kommen leider zu ähnlichen Ergebnissen, die ein ziemlich harter Aufschlag in der Realität sind. Kurz zusammengefasst, fast die Hälfte der Mediennutzerinnen und Nutzer können Informationen nicht verstehen, Nachrichten nicht einordnen, nicht entschlüsseln. Was heißt das für uns? Also zunächst mal, diese Studie oder die Ergebnisse dieser Studie haben mich echt überrascht. Das hätte ich nicht erwartet, dass so ein Ergebnis dort zutage tritt. Was heißt das? Das heißt genau das, dass wir im Grunde genommen unsere Anstrengungen verstärken müssen. Wir müssen weiterhin unsere Multiplikatoren schulen. Wir brauchen viel, viel mehr Projekte, um Nachrichtenkompetenz zu vermitteln. Ich will an der Stelle nur noch mal erwähnen, wir machen das seit gut 15 Jahren. Wir haben eine Meldung wird zur Nachricht, war einer der ersten Projekte, die wir vor, ich glaube, 15 oder fast 20 Jahren schon gemacht haben. Es gibt Nachfolgeprojekte dazu. Und deswegen bin ich so ein bisschen erschrocken, dass nachher dann solche Ergebnisse bei rausgekommen sind. Also irgendwas stimmt da nicht, da müssen wir nachjustieren an der Stelle, denn im Grunde genommen alle diejenigen, die sich proaktiv im Netz bewegen und insbesondere dort auch journalistisch redaktionell tätig werden, müssen in der Lage sein, sowas zu können. Ich finde ehrlich gesagt ähnlich erschreckend oder noch erschreckender eine andere Studie, die sich mit Lehrern befasst, die Medienkompetenz unterrichten aus dem letzten Jahr, durchgeführt vom Institut für Demoskopie in Allensbach. Und da zeigte sich, dass zum Beispiel ein knappes Drittel der Lehrkräfte der Überzeugung sind, dass Journalisten eine Lizenz zur Ausübung ihres Berufs brauchen oder dass ein knappes Drittel sagt, wenn man über einen Bundesminister schreibt, dann muss man sich das vom Bundesministerium genehmigen lassen oder die Bundespressekonferenz ist eine Institution, bei der die Bundesregierung für die Woche sozusagen die Medienthemen vorgibt und sagt, worüber berichtet werden sollen. Was machen wir denn damit? Das knüpft unmittelbar an dem an, was ich eben gerade angemerkt habe. Es geht um Ausbildung in dem Bereich. Auch das machen wir seit längerer Zeit, zumindest Fortbildungsveranstaltungen.
erinnere nur daran, also unser Medienprojektzentrum gerade hier im Rhein-Main-Gebiet hat eine enge Kooperation, also wir als LPR haben eine enge Kooperation, aber das Medienprojektzentrum führt es aus mit der Lehrkräfteakademie, da geht es um Lehrerfortbildung. Aber Fortbildung alleine reicht nicht. Wir brauchen Ausbildung, insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer, Medienausbildung. Wir brauchen sowas Ähnliches. Wir müssen sie befähigen für eine redaktionelle Gesellschaft. Das ist das A und O, denke ich mal. Und das fängt im Kindergartenalter an. Das gilt auch für die Erzieherinnen und für die Erzieher. Dazu bedarf es natürlich Rahmenbedingungen. Nun weiß ich auch, dass Universitäten selbstständige Einrichtungen sind, aber trotzdem sollten die Rahmenbedingungen, die Curricula für etwa die Lehrerinnenausbildung, sollten entsprechende Themen vorhalten und das müsste mit in die Ausbildung mit aufgenommen werden, weil solche Ergebnisse darf es definitiv in Zukunft nicht mehr geben, wenn diejenigen, die im Grunde genommen die Kompetenzen vermitteln sollten, das Basiswissen nicht haben. Ist dieses Stichwort redaktionelle Gesellschaft, was Sie gerade aufgegriffen haben und hier eingeführt haben, ein sehr griffiges Konzept, aus Ihrer Sicht ein sehr überzeugendes Konzept? Das ist ja nach meiner Erinnerung entwickelt worden in Australien und Perksen hat das aufgegriffen hier. Ich finde den Ansatz interessant, denn vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht mehr nur Empfänger sind, sondern wir sind ja alle Sender und ich hatte es vorhin erwähnt, viele werden ja selbst journalistisch tätig im Netz. Dazu brauchen wir das, um einerseits Informationen verstehen zu können, aber auch diejenigen, die im Grunde genommen Informationen verbreiten, müssen eben auch diese redaktionellen Fähigkeiten haben. Und wenn es da gelingt, ich bin gespannt, wie das weiter fortentwickelt wird, wenn es da gelingt, entsprechende Maßstäbe zu setzen, würde ich das durchaus begrüßen. Werfen wir vielleicht zum Schluss noch einen Blick auf die Entwicklung im Journalismus. Jeff Jarvis, einer der Vordenker des digitalen Journalismus, ist zurzeit jedenfalls auch ein heftiger Kritiker der Verfasstheit des Journalismus. Er sagt, der Journalismus erfülle seine Aufgabe, dem öffentlichen Diskurs zu dienen, nicht mehr, weil er auf die gewandelten Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer nicht hinreichend reagiert habe. Teilen Sie diese Einschätzung? Also sie ist genauso richtig, wie sie auch falsch ist. Natürlich gibt es nach wie vor sehr, sehr guten professionellen Journalismus. Also ich glaube, wer jetzt pauschal behaupten würde, das gäbe es nicht, der liegt falsch. Auf der anderen Seite entsteht natürlich nach meinem Empfinden so ein Gefühl in der Gesellschaft, auch Journalismus behandelt nicht die Themen, die uns interessieren, so heißt es ja immer. Ob das tatsächlich so ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist in der Tat ein Punkt, wo sich Journalisten drum kümmern müssen. Sie müssen nachfragen, ist das tatsächlich so? Behandeln wir hier Themen, die vielleicht die Masse der Bevölkerung, denen dies gar nicht so unter den Nägeln brennt, und vernachlässigen wir gegebenenfalls andere Themen? Und ein weiterer Punkt ist natürlich, ich muss als Journalist dort sein, wo meine Zielgruppe ist. Das ist in vielen Fällen erkannt, aber auch nicht überall. Zeitungsjournalismus, Radiojournalismus, Fernsehjournalismus ist gut, aber wir brauchen auch natürlich ganz gezielt einen Online-Journalismus und ich muss mich eben, wie gesagt, auch da präsentieren, in den sozialen Netzwerken, bei YouTube, bei Facebook und bei TikTok zur Not oder Instagram auch, eben genau da, wo die jüngere Zielgruppe im Grunde genommen ist. Vielen Dank für diesen kleinen Diskurs schon mal vorab und Sie haben uns wichtige Stichworte genannt, die wir jetzt versuchen zu vertiefen und ein Stück weit Antworten darauf zu finden. Vielen Dank, Herr Becker. Ich habe mich zu bedanken. Dankeschön. Sie dürfen hier ruhig klatschen. Ja, Sie haben es gehört, ein bisschen was ist anders als bislang beim LPR-Forum Medienzukunft und anders ist, dass wir in diesem Jahr ja ein Online-Auditorium haben und in diesem Jahr haben wir dann auch einen Moderator für diesen Teil. Mein Moderationskollege Friedrich Steen ist dafür zuständig und über ihn, meine Damen und Herren Onliner, können Sie sich beteiligen und Ihre Frage stellen
Und eins möchte ich noch sagen, bevor ich ganz kurz an Freddy Steen das Wort gebe. Falls Sie mehr wissen möchten über die Referentinnen und Referenten, die hier sprechen und diskutieren, Sie finden die Informationen unter dem Stichwort Referenten auf der Website unserer Veranstaltung. Freddy, bitte. Sie sind heute nicht nur am Rechner, sondern ganz physisch hier im Raum durch mich. Ich bin Ihre Stimme und wenn Sie heute im Laufe des Tages mitdiskutieren wollen, Fragen haben, dann nutzen Sie die F- und A-Funktion von Zoom Webinar. Das geht unten in der Mitte, da sind so kleine Sprechblasen und da steht F und A. Da können Sie draufklicken und alle Ihre Fragen stellen. Ich versuche so viele, wie ich kann, heute reinzugeben. Und wenn Sie mögen, kann ich Sie auch per Bild und Ton auf die digitale Bühne hochschalten. Aber keine Angst, dann chatte ich Sie vorher an, dann können Sie noch das Headset und das beste Kameralächeln aus der Schublade holen. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und wir kommen zum ersten Themenblock. Und der ist den Hauptpersonen, die Herr Becker schon vorhin angesprochen hat, gewidmet, den Nutzerinnen und Nutzern. Souverän unterwegs in der digitalen Welt ist der Titel und das ist ja schon sowas wie eine Zielbeschreibung. Wie sich das Recht auf Partizipation verwirklichen lässt, das wird uns jetzt Sandra Cortesi sagen. Sie ist Direktorin des Forschungsbereichs Jugend und Medien, Youth and Media, am Bergmann Klein Center for Internet and Society der Harvard University. Und das ist sie seit 2009, obwohl sie eigentlich aus der Schweiz kommend nur für einige Monate in Cambridge bleiben wollte. Dankenswerterweise ist sie in Harvard hängen geblieben und sie erforscht seitdem dort mit ihrem Team die digitale Lebenswelt von Jugendlichen und hat dabei eine große Reihe von Bildungsinitiativen gestartet und internationalen Kooperationen und sehr eindrucksvolle Studien vorgelegt. Und sie hat ein Konzept entwickelt, das heißt Digital Citizenship Plus. Und das zeigt, dass Partizipation in der digitalen Welt einfach viele Kompetenzen braucht. Herzlich willkommen, Sandra Cortesi. Ich wäre natürlich lieber heute bei Ihnen im Raum, das ist klar, anstatt hier in Cambridge bei mir im Homeoffice zu sitzen. Aber hoffentlich klappt es dann nächstes Jahr wieder. Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung, auch nochmals herzlichen Dank an Frau Scheithauer. Ohne ihre nette Betreuung hätte ich es heute sicher nicht bis in diesen Zoom-Raum geschafft. Aber nun zum Inhalt. Moment, hier auch noch die Zeit, damit das Schweizerische in mir würde es nicht zulassen, dass wir hier noch in Verzug kommen. Mein Name ist, wie gesagt, Sandra Cortesi. Ich bin in Südamerika, in Kolumbien, aufgewachsen und habe danach, wie Sie schon soeben gehört haben, bin ich lange in der Schweiz gewesen und dann nun seit 12 Jahren in den USA. Möchte mich hiermit auch gleich für mein Hochdeutsch entschuldigen. Ich bin etwas aus der Übung geraten. Nichtsdestotrotz freue ich mich, meinen Beitrag hier hoffentlich leisten zu können und ich hoffe, wir verstehen uns. Ich bin am Bergmann Klein Center tätig, leite dort, wie gesagt, das Jugend- und Medienprojekt, physisch in Cambridge, aber Sie sehen da an den kleinen Punkten, ich arbeite global in dem Sinne, beschränke mich aber im Alterssegment auf junge Menschen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Das vielleicht nur als Kontext, auch danach für die Diskussion oder falls Sie wie Herr Steen gerade gesagt hat, auch die F- und A-Funktion nutzen möchten, dann bin ich am besten quasi in der Lage, auch für dieses Segment Ihre Fragen zu beantworten. Nun aber zum Inhalt. Ich muss sagen, ich habe den Titel in dem Sinne selber gewählt. Also ich bin etwas mitschuldig, nun auch für meine erste Frage. Und zwar der Titel lautet ja, souverän unterwegs in der digitalen Welt. Und als ich angefangen habe, die Charts oder die Slides für heute zu machen, habe ich mir selber die Frage gestellt, wie souverän sind denn junge Menschen bereits im Netz unterwegs? Sie haben es in der Einleitung gehört, da gibt es viele kritische Stimmen. Aber ich komme eigentlich zum Schluss, oder meine Aussage wäre zumindest, ich würde behaupten, sie sind erstaunlich souverän unterwegs, für das, dass sie auch in einer
Welt navigieren, die nicht für sie konzipiert wurde, also nicht für ihre Interessen, Bedürfnisse und ihrem Entwicklungsstand entsprechend designt oder kreiert wurde. Manchmal ist es aber sehr schwierig, das so zu sehen. Zum einen sehen wir junge Menschen oft versunken, wie hier ganz oben links, versunken in ihren Geräten, in der digitalen Welt. Und es fällt uns vielleicht schwierig, auch nachvollziehen, was da genau passiert. Viele der Plattformen, wir haben es vorhin auch kurz gehört, zum Beispiel TikTok und so weiter, sind uns, ich bin nun 38, also auch noch nicht so alt, aber sind uns vielleicht etwas fremd geworden. Snapchat wäre ein anderes Beispiel. Und dann kommt es hinzu, dass vielleicht wir auch ganz unterschiedliche Nutzungsverhalten haben auf den gleichen Plattformen. Also hier in der Mitte ist zum Beispiel ein Screenshot des Instagram-Profils meines Sohnes. Und das sieht definitiv ganz anders aus als meins. Meins hat ganz viele Bilder und so weiter, also sehr viel Inhalt. Und er ist zwar extrem aktiv auf Instagram unterwegs, hat aber keine Bilder. Extrem medienkompetent, würde ich jetzt mal behaupten. Und drückt aber sein Verhalten und sein Verhalten sieht schlichtweg ganz anders aus als meins. Und das ist dann aus meiner Sicht sehr schwierig auch einzuschätzen. Hinzu kommt, dass wir es auch schon zu Beginn gehört haben, dass viele Studien sich sehr kritisch zum Medienverhalten oder zum Nachrichtenkompetenzverhalten von Menschen äußern. Das ist oft quasi auch im jeweiligen Fall nachvollziehbar oder ich kann es verstehen. Manchmal hängt das aber auch damit zusammen, dass insbesondere im Kontext von jungen Menschen diese Messinstrumente für die Erwachsenenwelt erstellt wurden. Also man nimmt etwas für Erwachsene und wendet es auf Jugendliche an. Oder es wurde in der analogen Welt erstellt als Messinstrument und müsste eigentlich ein Refresher für die digitale Welt erhalten. Aber das ist nicht immer der Fall. Und ich bin auch gespannt danach auf die Diskussion mit Frau Messmer, ob wir da zur gleichen Schlussfolgerung kommen. Aber es ist für mich durchaus eine Frage, inwiefern sind zum Beispiel Glaubwürdigkeit oder wer etwas geschrieben hat, noch die Schlüsselfaktoren, wenn es darum geht, die Kompetenzen hier zu messen. Wie aber auch schon zu Beginn gehört, ich bin durchaus auch der Meinung, dass es immer Potenzial nach oben gibt. Also man kann noch souveräner unterwegs sein in der digitalen Welt. Die Frage ist aber wahrscheinlich nun, okay, wie werden wir denn nun noch souveräner? Was braucht es dazu für Kompetenzen oder Fähigkeiten? Die gleiche Frage haben wir uns auch am Berkman Klein Center gestellt, vor etwa 2 Jahren, gefühlte 5, Covid-Zeit fast doppelt, habe ich das Gefühl, und haben dann ein globales Mapping, also eine globale Studie durchgeführt, wo wir unterschiedliche, über 45 Konzepte angeschaut haben, die sich mit der Frage befassen, was sollten junge Menschen, insbesondere in Schulen, aber auch außerschulisch, lernen, wenn es um das Navigieren der digitalen Welt geht. Also wir haben ein Mapping gemacht und dann gleichzeitig haben wir junge Menschen gefragt, wie sie dazu stehen, was aus ihrer Meinung nach unterrichtet werden sollte, und haben quasi so top-down, bottom-up dann eine Zusammenfassung gemacht. Diese Zusammenfassung können Sie natürlich lang und breit in einem Bericht lesen. Der ist öffentlich zugänglich. Der Link ist oben rechts. Aber die Schlussfolgerung ist, dass es 17 Felder gibt, die relevant sind, wenn es um das Navigieren der digitalen Welt geht. Und das sind Felder, ich werde jetzt nicht jedes einzelne durchgehen, aber da geht es von künstlicher Intelligenz bis zu Inhaltsherstellung, zu Daten, Safety und Wohlbefinden oder auch Sicherheit im Netz. Wie Sie sehen, das ist also sehr breit und die Definition jedes einzelnen Bereiches können Sie da beim gelb angeleuchteten Link genau nachlesen, was gemeint ist mit in jedem Feld.
Das sind thematische Felder und innerhalb dieser Felder wäre nun die Idee, dass man unterschiedliche digitale Kompetenzen lernt. Die Felder, die überlappen sich auch, also die sind nicht voneinander klar abgegrenzt, das ist auch so. Aber wie gesagt, es ist ein sehr breites Verständnis, 17 Felder ist allerdings sehr viel. Was aufgefallen ist bei diesem Mapping, bei dieser großen Studie, ist, dass insgesamt, würde ich wie gesagt sagen, ist die Meinung da, dass sehr viele unterschiedliche Themen thematisiert werden sollten. Also Sie sehen da die ausgefüllten Boxen als Beispiel. Das sind die Felder, die behandelt werden oder die Themen, die behandelt werden. Aber es fällt auf, dass manche Themen noch etwas zu kurz kommen. Und meiner Meinung nach sind das wichtige Themen. Und deshalb war es für uns auch wichtig, das in dieser Studie auch klar aufzuzeigen. Das sind Felder wie zum Beispiel die digitale Wirtschaft oder Daten, Computational Thinking oder wie gesagt, KI. Jetzt sind wir aber heute an einer Medienveranstaltung und Sie werden mich jetzt wahrscheinlich dann in der Diskussionsrunde fragen, ja, Moment mal, Sandra, was hat denn das jetzt alles genau mit Nachrichtenkompetenz oder mit Medien zu tun? Du sprichst da von KI und Daten und so weiter und so fort. Und ich wollte Ihnen einfach nur kurz zur Illustration zwei, drei Beispiele geben, die uns hoffentlich dann auch in der Diskussion weiterhelfen. Sicherlich bei allem im Zentrum steht das kritische Nachdenken über das, was man sieht. Das steht außer Frage. Aber zum Beispiel im Bereich KI könnte ja eine Frage sein, inwiefern verstehen eigentlich junge Menschen, dass ihre sozialen, quasi ihre Feeds in den sozialen Medien, ihre Wand oder was sie dort, die Inhalte, die sie sehen, von Algorithmen erstellt oder gesteuert werden. Und inwiefern sehen sie sich auch befähigt, diese Algorithmen zu kleinen Teilen etwas zu modifizieren? Also verstehen Sie zum Beispiel, wenn Sie mehr von X klicken, dass Sie dann auch mehr von X sehen und so auch zum Beispiel Minim steuern könnten, mehr Inhalte über Politik oder weniger Inhalte über Politik, mehr Inhalte von Frauen oder mehr lokale Inhalte zu sehen. Ich finde das zum Beispiel eine spannende Frage. Im Bereich über Daten hört man ja sehr viel, aber inwiefern verstehen junge Menschen oder fühlen, dass sie eine gewisse Selbstbestimmung über ihre Daten haben? Verstehen sie überhaupt, welche Daten über sie gesammelt werden oder welche sie freiwillig hergeben? Das ist keine einfache Frage, auch nicht für uns Erwachsene, oft nicht ganz transparent. Aber wissen sie danach, wenn sie verstehen würden, was die Daten sind, was sie damit machen könnten, auch insbesondere zugunsten oder im Wohle der Gesellschaft? Also könnten Sie soziale Projekte oder lokale Projekte damit starten. Eine andere Frage zum Beispiel zur digitalen Wirtschaft, auch ein Bereich, der sozusagen nicht thematisiert wird im Moment, könnte eine Frage sein, wissen zum Beispiel junge Menschen, wie sie heute noch Pfade einschlagen können im Bereich Journalismus? Was gibt es da überhaupt für Jobprofile? Wie kann ich mir über solche Jobprofile lernen? Wo finde ich das? Oder es könnte auch sein, verstehen junge Menschen, was die Businessmodelle von Unternehmen sind, zum Beispiel auch von Medienunternehmen. Wie gesagt, mein Background ist aus der Schweiz und dort verstehen sie zum Beispiel den Unterschied zwischen einer Bezahlzeitung wie der Tagesanzeiger oder einer gratis- oder werbefinanzierten Zeitung wie 20 Minuten und verstehen Sie das auch quasi auf der Inhaltsebene, wie das umgesetzt wird. Und dort habe ich durchaus noch viele Fragen. Und so könnte ich fast jedes der 17 Felder mit Ihnen diskutieren und Ihnen hoffentlich näherlegen, wie das auch mit Nachrichtenkompetenz oder Medienkompetenz und der Medienwelt insgesamt zusammenhängt. Jetzt werden Sie aber dennoch wahrscheinlich sagen, und da sind Sie im gleichen Boot wie mein Chef, Sandra, 17 Felder, das ist zu viel.
Das ist unmöglich integrierbar in den schulischen Alltag. Wir sind sowieso schon total überbucht. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir jetzt neue Sachen einbauen können. Also mein Chef hat auch gemeint, dass er die 17 Felder sah, ob wir das nicht auf 4 Felder bitte reduzieren könnten. Ich habe dann aber mich strikt geweigert und habe gesagt, schau, wenn wir das auf 4 Felder reduzieren, das machen viele andere, dann passiert genau das, was wir nicht wollen. Dann werden die Sachen gestrichen, die ich eben enorm wichtig finde und momentan noch nicht unterrichtet werden, wie die 4 Felder, die ich vorhin genannt habe und Sie hier auch nochmals auf dem Chart sehen. Ich sehe also in den 17 Feldern quasi ein Feature und nicht ein Bug, weil ich glaube, dass jeder die Bereiche anschauen kann und sich mit einem Feld identifizieren kann. Und ich glaube, das ist durchaus auch wichtig, weil ich der Meinung bin, oder wir als Forschungseinheit der Meinung sind, dass, wie gesagt, nicht alles in den Schulunterricht integriert werden kann. Man muss Prioritäten setzen, das ist nachvollziehbar. Und somit ist es auch wichtig, dass die ganze Gesellschaft sich an diesem Effort beteiligt, sowohl die Familien als auch außerschulisches Lernen und Coaches, Technologieunternehmen und auch andere Organisationen, aber auch die Politik. Jeder und jede kann einen Beitrag leisten. Es ist möglich. Die Herausforderung oder die Gestaltungsaufgabe ist dann dieses Lernen oder dieses Entwickeln der Kompetenzen, sei es nun schulisch oder außerschulisch, miteinander zu verknüpfen, also vernetztes Lernen zu ermöglichen. Das ist in der Tat eine große Herausforderung, aber gerne können wir auch das nochmals diskutieren danach. Ich bin ja dann in einer guten Runde auch mit Lehrpersonen, die das tagtäglich auch machen. Eine andere Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, okay Sandra, ich arbeite in einer Organisation oder ich bin Mitglied einer Regierung und ich möchte gerne mit jungen Menschen arbeiten, außerschulisch, und ihnen helfen, diese Kompetenzen zu entwickeln und wie gesagt noch souveräner in der digitalen Welt zu navigieren. Jetzt, wo fange ich an, wo beginne ich, was kann ich da für einen Beitrag leisten? Ich arbeite vielleicht nicht tagtäglich mit jungen Menschen und mir ist diese Welt unter Umständen etwas fremd. Auch das ist kein Problem und auch für das haben wir eine Lösung oder eine Unterstützungshilfe für Sie erstellt. Der Bericht ist gerade erst rausgekommen vor 3 Wochen. Den Link sehen Sie, wie gesagt, oben rechts. Der Titel der Publikation ist Youth Participation in a Digital World, Designing and Implementing Spaces, Programs and Methodologies. Und es ist wirklich eine Kurzanleitung, wie man solche Programme oder Methoden umsetzen könnte. Die 4 ausgewählten Beispiele in diesem Bericht, die stammen aus einer Forschung, die wir zusammen mit der ITU gemacht haben, eine globale Forschung, wo wir über Jugendliche in über 58 Ländern dazu befragt haben, was für Modelle sie interessant finden würden oder welche Modelle sie wertvoll finden würden, und haben dann basierend auf den 4 quasi populärsten oder wertvollsten Modellen diese Anleitungs- oder Unterstützungshilfe erstellt. Aber Sie sehen unten links quasi auch den Link zu der Gesamtstudie, wo Sie alle 15 unterschiedlichen Modelle anschauen können und mit unterschiedlichen Ideen spielen könnten. Oder Sie können mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben und ich werde Sie gerne dabei unterstützen. Ein Beispiel aus der Schweiz, wie gesagt, ein Land, mit dem ich mich verstärkt auseinandersetze, das ich persönlich spannend finde, insbesondere wenn es um Medien geht, um Medienkompetenzen, sind die Youth Labs der TX Group, also spezifisch das 20-Minuten Youth Lab und das Tagesanzeiger Youth Lab, das nun im September startet. Es ist ein Format, das junge Menschen mit Journalistinnen und Journalisten zusammenbringt und über eine gewisse Zeit
sowohl den jungen Menschen Kompetenzen beibringt und auch Unterstützungsleistungen in der Findung von Karrierechancen, unterschiedlichen Bildungsoptionen und Möglichkeiten, aber auch einen Raum ermöglicht, um voneinander gegenseitig zu lernen. Also auch Journalisten und Journalistinnen können digitale Kompetenzen von jungen Menschen lernen. Zum Beispiel, wie benutzen eigentlich junge Menschen TikTok, um sich über Covid zu informieren? Wie funktioniert denn das im Alltag? Und so quasi den Austausch zu ermöglichen. Das Youth Lab arbeitet jeweils mit 10 Fragen, hier nur 6 Beispiele aus Zeitgründen. Aber eine Frage, die ich besonders spannend finde, ist, wie stehen eigentlich junge Menschen zu traditionellen Variablen, würde ich jetzt einmal sagen, wie Vertrauenswürdigkeit oder Zuverlässigkeit oder Glaubwürdigkeit oder schnelles Zurechtfinden auf einer Seite. Sind das denn überhaupt noch die Variablen, die aus Ihrer Sicht die Schlüsselvariablen sind, wenn es um das Navigieren der digitalen Welt geht? Oder sind es andere Variablen, die Sie stärker priorisieren, wie zum Beispiel, wie teilbar ist ein Inhalt? Oder wie viel kostet denn ein Inhalt? Oder hat ein Inhalt viel Werbung oder nicht? Und genau auf solche Fragen erhoffen wir uns im Youth Lab eine Antwort zu erhalten. Falls ich Sie bis jetzt noch packen konnte, ich habe noch 2 Minuten, und falls Sie auch im Raum oder im digitalen Zoom-Raum diese Präsentation bis jetzt mitverfolgt haben, dann wollte ich einfach vielleicht noch eine Message auf den Weg geben oder da unten auch für die Diskussion einbringen, was mir sehr wichtig ist. Wenn Sie sich in der Lage befinden, wo Sie die Entscheidungen treffen müssen, über wie soll ich nun die Kompetenzen, die unterschiedlichen Kompetenzen balancieren oder priorisieren, wo soll ich den Schwerpunkt setzen, ich habe so viele Möglichkeiten, dann würde ich stark dafür plädieren, mich für mehr Partizipation einzusetzen. Was ist damit gemeint? Hier sehen Sie eine Tabelle von EU Kids Online. Die machen europaweite Studien zu digitalen Verhaltensweisen und auch Kompetenzen. Und es stellt sich dann heraus, dass in Europa insbesondere die Zugangsverhältnisse, also wie gut haben junge Menschen Zugang zum Internet und digitalen Geräten, sind eigentlich viel besser als an anderen Orten der Welt, kann man vielleicht so sagen. Also junge Menschen könnten durchaus sehr viel mitmachen online. Fakt ist aber, dass sie es nicht tun. Viele junge Menschen bleiben beim Konsumverhalten anstatt bei der aktiven Partizipation. Man spricht hier von Partizipationsleiter. Und wie Sie sehen, watching Videoclips, also Videoclips anschauen oder Musik hören oder das Browsen von Social-Media-Kanälen ist hier sehr, sehr allgemein. Also das sind Dinge, die junge Menschen sehr oft machen und dann aber zum Beispiel sich an einer Kampagne beteiligen oder protestieren oder über Politik zu diskutieren oder jetzt mal spezifische Gesundheitsinformationen zu suchen. Das kommt etwas weniger vor und dann noch viel kreativere Sachen, vielleicht wahrscheinlich noch viel weniger quasi darüber. Wieso ist das wichtig? Ich glaube, wir wollen eine aktive Gesellschaft. Irgendwann wollen wir auch aktive Erwachsene. Und aktive Erwachsene kriegen wir nur hin, wenn wir schon ganz früh auch bei jungen Menschen beginnen, quasi sie zu motivieren, sich aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen. Und da man heute nicht mehr einen großen Unterschied zwischen digital und analog, die zwei Welten quasi so getrennt voneinander betrachten kann, ist es wichtig, dass sie auch digital sehr aktiv sind. Jetzt ist das manchmal im Konflikt mit momentanen Debatten wie Privatsphäre oder mit den, wie gesagt, mit den Businessmodellen der Plattformen, und die nutzen unsere Daten und so weiter und so fort. Das stimmt alles. Nichtsdestotrotz
aktive Bürger und Bürgerinnen, aktive junge Menschen sind wichtig, und das kann auch ganz, das kann so sein wie ganz links auf dem Chart, wo es wirklich tolle Beispiele sind, wie junge Menschen zum Beispiel YouTube-Kanäle haben und sich gegenseitig Kompetenzen, sei es im Bereich Gaming, aber auch im Bereich der Wissenschaft, sich Kompetenzen beibringen, sei es junge Bloggerinnen, die über Umwelt und Klima sich quasi im Netz äußern. Also das sind quasi mehr die sophistizierten, aktiven Beispiele, aber es kann auch sehr simpel sein. Leute, junge Leute, die viele Selfies ins Internet stellen. Jetzt werden Sie vielleicht noch sagen, was hat jetzt Selfies mit aktiver Partizipation an der Gesellschaft zu tun? Ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Ich finde das wichtig, weil über die Zeit hinweg können viele Selfies oder viele Fotos von jungen Menschen auch einen gesellschaftlichen Wandel oder Diskurs ermöglichen. Ein Beispiel hier auf dem Chart ist im Bereich Gender, wo auch junge Menschen sich sehr viel einsetzen für unterschiedliche Gender-Identitäten und mit ihren Bildern ihre Perspektiven und ihre Ideen so auch besser sichtbar machen. Es kann auch politisch sein, wie wir bei Trump gesehen haben. Das finde ich natürlich auch sehr toll. Aber wie gesagt, ein breites Spektrum von Partizipation ist wichtig. Und wenn Sie priorisieren müssen, dann hoffentlich bitte Kompetenzen, die aktive Partizipation ermöglichen und junge Menschen dabei unterstützen, so noch souveräner die digitale Welt zu nutzen. Herzlichen Dank. Hier noch meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank. Applaus aus dem Raum. Erstmal sind wir natürlich beeindruckt, liebe Sandra Cortesi. Schweizerisches Uhrwerk funktioniert präzise, auch wenn es in den USA sitzt. Und vielen Dank für den positiven Input, der einfach zum Tun ermutigt. Schon Goethe hat gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, Tun. Ja, zu dieser Diskussionsrunde kann ich einen leider nicht begrüßen. Das ist Hessens Kultusminister Professor Alexander Lorz. Der sitzt gerade in Wiesbaden im Corona-Kabinett, das über die Neufassung der Corona-Verordnung des Landes zu befinden hat. Und er muss sich natürlich gemeinsam mit seinem Staatssekretär um den Bereich Schule und wie es da ab dem 27. bzw. 28. Juni weitergeht, kümmern. Er lässt sich herzlich entschuldigen, aber so ist das halt. Manchmal hat Regieren eben Vorrang. Mit dabei aber ist, wie vorhin schon angesprochen, Dr. Anna-Katharina Messmer. Ich begrüße Sie ganz herzlich in Berlin, genauer dort, wo sie arbeitet, nämlich bei der Stiftung Neue Verantwortung. Kathi Messmer hat in München Soziologie studiert und befindet sich arbeitsmäßig seit 2009 in der Hauptstadt. Und sie zeichnet, wie vorhin schon gesagt, verantwortlich für das Projekt mit der Frage Quelle Internet zur digitalen Nachrichten- und Informationskompetenz der deutschen Bevölkerung. Wie gesagt, das ernüchternde Ergebnis, ich zitiere nur einen Satz, mit 46% liegen die meisten Befragten im Bereich der sehr geringen oder geringen digitalen Nachrichten- und Informationskompetenz. Wir haben es gerade gehört, das gibt sicher Stoff für Diskussion. Sind das alles die richtigen Messinstrumente, die wir da anwenden? Aber lange bevor es solche Zahlen überhaupt gab, hat Kerstin Schröter sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, und zwar als Lehrerin für Deutsch und Gesellschaftskunde, und sie versucht in ihren Fächern, die sie unterrichtet, Informationskompetenz zu vermitteln. Sie selber war zuvor Journalistin und ihre Methode ist ganz einfach gesagt, ihre Schülerinnen und Schüler sind als Journalistinnen und Journalisten unterwegs und lernen weitgehend selbstbestimmt. Also dieses Konzept, gelebte Konzept redaktionelle Gesellschaft. Kerstin Schröter gehört zu den Mitbegründerinnen des Netzwerks Journalismus macht Schule und sie ist Co-Sprecherin dieser 2020 gegründeten Initiative, und zudem hilft sie Lehrern in der Aus- und Fortbildung in dem Bereich
Informationskompetenzvermittlung, Kompetenz zu gewinnen. Herzlich willkommen, Frau Schröter. Frau Schröter, ist sie denn da? Ja. Sie ist da. Ich sehe sie nur gerade nirgends, aber irgendeiner sieht sie, oder? Jetzt, hier ist sie. Frau Schröter, was sind die wichtigsten Erkenntnisse für Sie, die Sie aus Sandra Cortesis Vortrag mitnehmen? Ja, die wichtigsten Erkenntnisse sind, die Partizipation ist wichtig. Also man kann Schüler nur motivieren, wenn man sie beteiligt, wenn sie Teil des Ganzen sind. Und unsere Schülerinnen und Schüler sind ja nicht nur mit dem ersten Lockdown selbst zu Journalisten geworden. Also ihm wurde abverlangt, von heute auf morgen recherchiert mal Informationen selbstständig und macht daraus Videos, Audios, ganze Podcasts sogar. Und da ist natürlich ganz klar, dass da der Fokus drauf liegt, dass es allen Schülern ermöglicht wird, das Ganze zu lernen. Und übrigens war ich mit meinen Schülern schon 2017 bei Ihnen in Frankfurt. Es wurde vorhin schon angesprochen, dass Sie Medienkompetenzprojekte machen. Das war der School Media Day, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Da konnten meine Schülerinnen und Schülerinnen aus der ganzen Bundesrepublik in verschiedenen Workshops lernen, wie man schreibt, recherchiert und am Ende wurde daraus ein Blog gemacht. Genau solche Konzepte brauchen wir, dass die Jugendlichen selbst ins Tun kommen, weil sie voneinander auch super lernen. Und das Schöne an dem Thema ist, das Thema ist interessant für die Jugendlichen, die wollen das lernen. Also das müssen wir ihnen nicht hinterhertragen. Dafür müsste man aber vielleicht ein paar andere Themen aus dem Lehrplan streichen oder die Themen so verteilen, dass sie in anderen Fächern oder in vielen Fächern halt eben auch mit auf den Weg gegeben werden können. Ja, vielen Dank für diese erste Reaktion, Frau Schröter. Ich kann Ihnen sagen, Sie konnten es jetzt gerade nicht sehen, der Direktor der Medienanstalt Hessen hat heftig genickt, als Sie von Ihrer Frankfurt-Erfahrung berichtet haben und kommen Sie nächstes Jahr vielleicht dann doch wieder vorbei. Ich frage jetzt mal Kathi Messmer, was sie aus Sandra Cortesis Vortrag mitnimmt. Ja, vielen Dank. Das ist eine super schwierige Frage, weil ich ungefähr auf drei Dinge gleichzeitig antworten wollen würde. Ich greife erstmal tatsächlich den gleichen Punkt auf wie Frau Schröter, weil mich dieser Partizipationsgedanke auch am meisten beschäftigt hat, auch in unserer Studie, weil wir gesehen haben, dass, also wir haben ja die ab 18 Jahren erhoben, das heißt, wir haben in unserer Studie erwachsene Menschen befragt und eben gesehen haben, dass die 18- bis 29-Jährigen die kompetenteste Altersgruppe sind, wenn wir erstmal nur in die Altersgruppen schauen. Und wenn wir dann über Bildung sprechen, dann dachte ich mir immer, könnten ja eigentlich die LehrerInnen wahrscheinlich mehr von den SchülerInnen lernen an dieser Stelle. Und wir denken Bildung aber immer so rum, dass die LehrerInnen den SchülerInnen irgendwas vermitteln müssten. Und wir sehen in unserer Studie auch, dass Menschen digital nachrichtenkompetenter sind, die in ihrer Freizeit mit anderen Menschen über Nachrichten sprechen. Also das bestätigt auch die These, dass wir eben nicht einfach in einer digitalen und analogen Welt leben, sondern dass wir halt in einer Welt leben, in der es beide Sphären gibt. Und da sehe ich erstmal ganz, ganz viele Anschlüsse. Gleichzeitig hätte ich natürlich gleich eine Rückfrage, weil wir bei uns in den Daten gesehen haben, ja, die digitale Nachrichtenkompetenz sinkt relativ kontinuierlich und deutlich mit dem Alter, aber es gibt sehr, sehr krasse Bildungsunterschiede. Und da würde mich interessieren, ob sich diese Tendenz auf Frau Cortesi, die auch sieht, und da wäre aber auch meine Rückfrage, wenn ich überhaupt Fragen stellen darf, aber ja, natürlich, an Frau Schröter, wie da Ihre Erfahrungen sind. Also genau, gerade auch im Projekt Journalismus macht Schule, gehen die zum Beispiel auch an Grundschulen, an Haupt- und Gesamtschulen, weil das ist so das Thema, das mich ehrlicherweise am meisten umtreibt in den letzten Monaten. Vielleicht mal zuerst die Frage an Frau Cortesi. Unterschiede gibt es natürlich überall auf der Welt und Bildung ist wichtig. Mehr Bildung hilft meistens für quasi die Generierung von neuen Kompetenzen, das ist durchaus so. Meine Arbeit befasst sich auch stark mit südlicheren Ländern der Welt, Südamerika, Afrika, Südostasien, und dort sieht man die Unterschiede noch viel stärker im Bereich Bildung und Kompetenzen. An dem muss man arbeiten und es ist wichtig. In Europa bin ich da
leicht zuversichtlicher, sagen wir es mal so. Aber es ist sicher so, dass die Bildung insbesondere wichtig ist, auch für die Skalierung. Also wenn man will, dass junge Menschen bestimmte Kompetenzen haben und dass alle junge Menschen haben, dann ist es durchaus wichtig, dass das auch in den Schulunterricht eingebaut wird. Aber wie gesagt, ich sehe auch eine Chance in der außerschulischen Bildung, aber ich glaube, das war in Ihrer Bildungsfrage vielleicht so tangentiell mit einbezogen. Vielleicht noch zur anderen Frage, inwiefern sollten eigentlich junge Menschen die Lehrer und Lehrerinnen quasi ihnen Kompetenzen beibringen? Das ist durchaus interessant, gerade zum Beispiel im Bereich TikTok ist es sicherlich so, dass eine 15-Jährige vielleicht besser weiß, wie man ein TikTok-Video macht und wie man das genau verbreitet. Aber ich glaube, es hat sehr viele Dinge, die auch erwachsene Menschen besser jungen Menschen beibringen können, sei das jetzt zum Beispiel über die Werte der Demokratie und wieso das wichtig ist, oder sei es jetzt mehr ethische Fragen oder wie man nett miteinander umgehen soll, also mehr Wertefragen. Ich glaube, auch da können erwachsene Menschen einen großen Beitrag leisten, sind also nicht aus der Verantwortung entlassen in dem Sinne. Vielen Dank erstmal. Freddy, gibt es aus dem Online-Auditorium dringende Fragen? Bisher noch nicht, aber ich spüre schon, dass die Finger glühen. Und also wenn Zoom das übertragen könnte, dann würde ich ja alles vibrieren. Also ich melde mich, sobald was kommt. Prima. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, nach dem Messinstrument, den Sandra Cortesi angesprochen hat. Messinstrumente für Erwachsene, die auf Jugendliche angewendet werden. Und wir haben dann am Ende vielleicht doch mit Blick auf die Jugendlichen zu negative Ergebnisse. Könnte da was dran sein, Frau Messmer? Also mit Sicherheit, das war ja auch ein Grund, warum wir uns recht bewusst dazu entschieden haben, an der Stelle einen Cut zu machen und die erwachsene Bevölkerung zu befragen. Das war tatsächlich der eine Grund, dass wir den Eindruck hatten, dass es hier eben um unterschiedliche Kompetenzen geht, weil wir auch systematisch sehen, dass je jünger die Menschen werden, desto ausdifferenzierter und breiter ist auch die Mediendiät, also desto mehr verschiedene Medien werden zum Beispiel auch genutzt. Also das verändert sich einfach sehr deutlich mit dem Alter. Wir haben bei uns auch im Sample gesehen, dass ab einem gewissen Alter wechselt das auch, was die Hauptnachrichtenquelle ist, von online zu offline. Dann wird Fernsehen wichtiger, dann wird Radio wichtiger. Also deswegen war für uns klar, so, wir können keine One-Fits-All-Lösung entwickeln. Und gleichzeitig vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir über Messinstrumente sprechen, uns ging es eben nicht um die gesamte Medienkompetenz, sondern wir hatten wirklich im Fokus vor allem Nachrichtenkompetenz im Sinne politischer Nachrichten. Und ich denke, es ist immer wichtig, das im Kopf zu behalten, wenn man über diese auch manchmal ernüchternden Ergebnisse spricht an der Stelle, weil es eben ganz, ganz viele Bereiche, die zur Medienkompetenz gehören, so ein bisschen ausblendet oder hinten anstellt oder nur auf einen Aspekt hin betrachtet. Also wir haben uns auch für KI und Daten beispielsweise interessiert, aber vor allem im Hinblick darauf, wie Menschen, also ob Menschen zum Beispiel wissen, dass Google News eine algorithmische Sortierung vornimmt. Und deswegen hatten wir da einen sehr spezifischen Fokus, weil wir so ein bisschen aus der Policy-Arbeit und der Desinformationsforschung kamen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man den Fokus an der Stelle weitert, wir sehr viel mehr Kompetenzen auch positiv sehen können, als das jetzt in unserer Studie der Fall war. Frau Schröter, Ihre Erfahrung mit Konsum versus Partizipation, was Frau Cortesi vorhin angesprochen hat, wie erleben Sie das denn? Wie bereit ist denn, sag mal, Ihr berufliches Umfeld, also Ihr Kollegium, von wirklich auf Partizipation zu setzen? Naja, zuerst einmal kommt die Frage, wann sollen wir das denn doch machen? Man muss natürlich das in Häppchen servieren und auch so präsentieren, dass es in verschiedenen Fächern ins Curriculum kommen kann. Und es ist auch tatsächlich möglich, zum Beispiel das Thema Fake News kann man in Mathematik genauso thematisieren wie in einem naturwissenschaftlichen Fach. Natürlich ist es auch in Deutsch verortet oder in Gesellschaftswissenschaften. Das steht jetzt noch nicht so in den Lehrplänen, aber
ist auch nicht verboten, also steht auch nicht in Lehrplänen, dass das Thema verboten ist. Insofern haben die Kollegen auch eine eigene Verantwortung, aktuelle Themen aufzugreifen und mit Jugendlichen darüber zu sprechen. Und die Bereitschaft ist da, auf jeden Fall. Man muss ihnen nur den Weg zeigen, wie es geht, also wie man das in kleinen Häppchen auch präsentieren kann. Und vor allen Dingen müssen die Kollegen auch fortgebildet werden. Also ich merke das in meinen weiteren Fortbildungen, da ist ganz viel Wissen nicht da, was man erwarten würde. Auch wenn die Journalistinnen von Journalismus macht Schule an die Schulen kommen, sind sie teilweise überrascht, wie wenig über Recherche oder über die Medienlandschaft oder über Journalismus allgemein bekannt ist. Und da müssen wir ansetzen. Das Thema muss unbedingt so schnell wie möglich in die Lehrerausbildung und Fortbildung natürlich. Und dann ist es auch möglich, so wie ich das mache, also meine Schüler sind ja im Prinzip Journalisten, ich sehe sie als Redaktion an. Insofern arbeiten sie viel selbstständiger, viel eigenverantwortlicher. Und wir arbeiten zum Beispiel mit Pressetexten. Pressetexte lesen und verstehen, einmal die Woche 20 Minuten Zeitung lesen. Ich weiß, dass das oldschool ist und mir jetzt viele lächeln werden. Aber wenn es kein Internet gibt, dann nehme ich natürlich die Zeitung, um das Thema zu thematisieren. Und die Ideen, die von vielen Akteuren kommen, sind wunderbar, aber leider noch nicht umsetzbar in der Schule, wenn es keine WLAN gibt, wenn die Schulen noch nicht ausgestattet mit Geräten sind oder die Schülerinnen. Deswegen müssen wir sehen, dass wir nicht warten auf die Ausstattung, sondern wir können sofort beginnen, indem wir Jugendlichen zeigen, wie man Pressetexte zum Beispiel liest, versteht, aber auch selbst produziert. Das ist ja der nächste Weg, weil in jeder Prüfung, jeder Deutschprüfung zum Beispiel, ist es Thema. Also Jugendlichen müssen einen Pressetext schreiben, Zeitungsartikel schreiben oder ihre eigene Meinung wiedergeben. Und wenn das nicht gelehrt wird, ist es halt ein Problem dann auch für die Jugendlichen, spätestens in der Prüfung und vor allen Dingen im Leben. Denn, ich bin gleich fertig, die Jugendlichen wollen gern aktuelle Themen wissen. Das interessiert sie total. Und wenn ich sie frage, wollen wir diese Woche ein anderes Thema machen, dann finden die das nicht gut, weil sie sich durchaus informieren wollen. Denn Schülerinnen und Schüler lesen auch gern und informieren sich auch gern, wenn man sie lässt, wenn man ihnen die Zeit gibt und auch den Rahmen gibt. Ja, weil es auch ein wichtiges Instrument ist, zum Beispiel, um den Wortschatz zu erweitern. Also je mehr Texte die Jugendlichen lesen, umso größer wird ihr Feld und umso mehr trauen sie sich auch an schwierigere Texte oder Inhalte ran. Und das ist ja das Ziel, dass wir nicht auf die Jugendsprache verfallen sollen. Das ist auch in Ordnung, sie da abzuholen mit verschiedenen Formaten. Wichtig ist aber, wir wollen sie auch weiterbilden und weiterentwickeln in ihrer sprachlichen Entwicklung. Und dahin führen, dass sie auch schwierigere Texte angehen. Und das machen meine Schüler ab der 8. Klasse, 8. bis 13. Klasse. Und die Klassen, die ich habe, die zeigen die Gesellschaft wieder. Das ist eine sogenannte Stadtteilschulklasse in Hamburg. Da sind Jugendliche vom Förderbedarf bis zum Oberstufenniveau dabei. Und die werden alle auf ihre Art befähigt, daran teilzuhaben und das zu lernen. Ich glaube, jetzt würden ganz viele gerne bei Ihnen in den Unterricht kommen, Frau Schröter. Frau Messmer, Sie haben eben so zustimmend genickt. Ihre Studie ist ja auch im Grunde so eine Art Weckruf an viele. Was ist denn Ihre wichtigste Botschaft, die Sie so in Richtung politische Entscheidungsträger geben würden? Auch wenn Sie keine Politikberatung machen. Oh Gott, da würde mir so viel einfallen gerade. Ich glaube grundsätzlich, meine wichtigste Botschaft ist, und ich möchte die auch jetzt gerne einmal machen, unabhängig von der Politik, das Ergebnis dieser Studie ist nicht, dass Menschen dumm sind, sondern das Ergebnis dieser Studie ist, dass digitale Medienumgebungen sehr herausfordernd und komplex sind und dass von uns sehr, sehr viel erwartet wird. Und deswegen finde ich einerseits sehr schön, darüber zu sprechen, welche Kompetenzen wir vermitteln können und wie wir da rangehen können, wirklich von der Grundschule bis ins hohe Erwachsenenalter. Und die zweite Frage, die daran anschließt, und damit bin ich bei Ihrer Frage, ist, was für Rahmenbedingungen können wir schaffen, um diese Informationsumgebungen leichter zu machen? Und wie Plattformen zum Beispiel momentan agieren, ist eine sehr hochgebildete akademische Herangehensweise, die Menschen wie uns super naheliegend erscheint. Zum Beispiel auf YouTube unter einem Video weitere Informationen zu dem Kanal oder zu den Informationen, die in diesem Video gezeigt werden, anzuzeigen. Das heißt für mich als Nutzerin aber, ich muss jetzt noch mehr Informationen zu verarbeiten. Das heißt, die kognitive Leistung, die ich bringen muss, steigt nochmal.
Und deswegen würde ich gerne darüber, und das wird ein Suchprozess sein, den wir da durchlaufen, gerne darüber nachdenken, wie können wir sozusagen mehr Geländer schaffen, mehr Haltelinien, wie können wir Informationsumgebungen so gestalten, dass sie für uns an gewissen Stellen in einem guten Maße auch Komplexität wieder reduzieren. Das wäre für mich ein wichtiger Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, es gibt jetzt verschiedene Bestrebungen, Plattformen auch zu regulieren. Ich finde das erstmal grundsätzlich auch einen guten Ansatz, darüber zu sprechen. Aber Plattformregulierung sollte am Ende nicht so aussehen, dass wir den Plattformen noch mehr Macht und Verantwortung übertragen, sondern da würde ich mir eine sehr viel stärkere auch zivilgesellschaftliche Einbindung wünschen an der Stelle. Ich gebe das Wort mal an Sandra Cortesi. Geländer schaffen, hat Katharina Messmer gerade gesagt. Ich hatte eben, als Sie so Punkte aufgeführt haben mit zum Thema Computational Thinking, KI-Verständnis, Datenverständnis, dachte ich, wow, da müssen eigentlich ja erstmal die Erwachsenen ganz furchtbar viel lernen und verstehen, um diese Geländer dann auch zu schaffen. Wie konkret macht man das? Was sind da die ersten wichtigen Schritte? Sie haben ja vorhin Ihre Hilfestellung angeboten. Ich glaube, die ist jetzt gefragt. Es ist eine gute Frage. Und wenn man im Bildungsbereich arbeitet, glaube ich, ist es Teil des Jobs, sich immer wieder weiter auszubilden, auch innerhalb von neuen Themen. Jedoch ist die gesamte Gesellschaft gefragt, also lebenslanges Lernen hier als Konzept müssen wir ermöglichen, es ist wichtig. Und jetzt aber konkret, um Ihre Frage zu beantworten, im Bericht, den wir geschrieben haben, da geben wir zum Beispiel, da geben wir genau eine Hilfeleistung, wie baut man KI in den Mathematikunterricht oder wie macht man wie thematisiert man die digitale Wirtschaft innerhalb des, you name it, Geschichtsunterrichts. Und wir haben da konkrete Beispiele auch gegeben, um quasi den Start zu ermöglichen. Das ist meistens das Schwierigste. Aber ja, wir lernen nicht aus. Und mein Vater meint immer, wer rastet, der rostet. Also besser nicht zu lange rasten und diese neuen Themen auch einzubauen. Vielleicht nur noch kurz, was mir aufgefallen ist, auch bei den Inputs der Kolleginnen hier in der Diskussion, zwei Sachen. Zum einen fällt mir auf, dass wir den Schwerpunkt auf die Schulen setzen. Und ich glaube, insbesondere ist hier auch die Privatwirtschaft gefragt, von Medienunternehmen bis zur deutschen Automobilindustrie. Ich glaube, jeder und jede kann einen Beitrag leisten, um diese Kompetenzen auch bei jungen Menschen zu ermöglichen. Also hier den Call an die Privatwirtschaft. Und zweitens fällt mir auf, dass wir den Schwerpunkt immer auf Textformate setzen. Also können junge Menschen einen Artikel verfassen oder einen Artikel gut bewerten oder immer das Geschriebene, wie gehen sie mit dem Geschriebenen um? Und hier auch die Künste stärker noch ins Zentrum zu setzen, also die visuelle Bildsprache tun wir oft etwas vernachlässigen, die durchaus auch quasi eine Einstiegsmöglichkeit sein kann für die, die jetzt vielleicht sprachlich nicht auf dem gleichen Stand sind oder nicht das gleiche Interesse haben. Und vielleicht noch diese zwei Inputs zusätzlich zum lebenslangen Lernen. Vielen Dank. Ich frage jetzt mal hier in den Raum. Gibt es hier Fragen, Impulse, Diskussionsbeiträge? Herr Fasko ist der Direktor der Thüringischen Landesmedienanstalt. Am besten, Sie treten sich irgendwie zu einer Kamera. Ja, mache ich gerne. Ich bin auch im Nebenjob beauftragt der Landesmedienanstalt in der DLM für den Bereich Medienkompetenz. Und deswegen habe ich auch vorhin schon gezuckt, als ich, oder da konnte man noch nicht die Hand heben, als gefragt worden ist oder gesagt worden ist, wie wichtig es ist, die Kompetenzen der Jugend dann für später Partizipation, Verständnis für die ganze digitale Welt auch früh anzulegen. Und eine der großen Herausforderungen, ich komme jetzt aus Thüringen, aber auch unabhängig von den neuen Ländern oder den Jungen, ist ja, wie Menschen, die ein paar Tage älter sind als vielleicht Kids und Jugendliche, die Demokratie ja noch mehr praktizieren und auch
hoffentlich langfristig gesehen auch unterstützen wollen und sollen, wie wir diese Erkenntnisse in diese Zielgruppe bringen. Und ob wir, wenn es um Medienbildung der, ich sage auch mal, Erwachsenen, Eltern, Seniorinnen, Senioren, ob wir da Erfahrungen aus der Jugend stärker mit aufnehmen können in Projekte für diese Zielgruppen. Und da wäre eine Frage, es wurde vorhin im Intro kurz angedeutet, aber was die Essentials sind, was wir herausnehmen können aus medienpädagogischer Arbeit, aus Medienbildungsarbeit von jungen Menschen für diese wichtige Arbeit der, ich sag mal, politischen Bildung, der Medienbildung für Eltern und ältere Menschen. Von wem wünschen Sie sich jetzt eine Antwort, Herr Fasko? Ich denke, Frau Rodersi ist vielleicht da eine, aber auch gerne jemand anders, der es möchte. Frau Messmer hat auch die Hand gehoben und gibt Ihnen eine Antwort. Frau Schröter, Sie auch, ja, hatte ich eben gesehen. Und dann Frau Cortesi, bitte. Frau Messmer. Ja, danke. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und Frau Cortesi hatte an der Stelle ja schon so den Weg ein bisschen gelegt, mit den, dass man die Privatwirtschaft da in den Blick nehmen kann. Ich denke, ein wichtiger Faktor ist, die Menschen dort mitzunehmen, wo sie sowieso schon sind. Also auf den Nachrichtenseiten, in den Berufen. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, das Thema Informationskompetenz, vielleicht digitale Informationskompetenz, systematisch in Formate des lebenslangen Lernens mit aufzunehmen und eben auch in den Betrieben zu vermitteln. Und dann erreichen wir nicht nur junge Erwachsene, sondern wir erreichen dann eben auch ältere Erwachsene. Und was ich daran mag, ist, dass ich glaube, dass es gerade da so ein Umdenken stattfindet. Und ich weiß, dass es da jetzt einige Pilotprojekte gibt, die damit herumexperimentieren in den Betrieben und schauen, was da passiert. Das Zweite, und das fand ich interessant, war, dass wir ja wir haben aus dieser Studie, die wir gemacht haben, haben wir so eine Web-App gebastelt. Das war eigentlich nur so ein Just for Fun, wir machen das jetzt einfach Ding und haben uns da 3 Monate lang hingesetzt und haben das mit einer super guten Agentur entwickelt und haben festgestellt, diese App war super erfolgreich, weil offensichtlich Menschen total Lust darauf haben, so Tests und Quizzes zu machen. Und ich glaube, dass wir manchmal vergessen, dass auch erwachsene Menschen so ein Spielkind in sich haben und super neugierig sind. Und wir wissen von Nachrichtenseiten, dass auch da Quizzes sehr, sehr gut laufen. Und ich glaube, wir dürfen viel, viel mehr so lustige Projekte machen, wo solche Fähigkeiten auch für erwachsene Menschen spielerisch vermittelt werden. Wir denken immer, wenn die Menschen erwachsen sind, dann müsste das irgendwie nüchterner und ruhiger und überlegter werden. Aber wir haben in unserem Test gesehen, 2 Drittel der Leute, die den Test angefangen haben, haben ihn auch zu Ende gemacht. Wir haben super viele Rückmeldungen quer durch alle Altersgruppen per E-Mail bekommen, aber auch per Anruf. Und ich würde sagen, dass wir müssen das, glaube ich, groß denken und an verschiedenen Stellen Anknüpfungspunkte schaffen. Ich würde jetzt nochmal die Technik, unsere Technik bitten, das Chart dazu nochmal einzublenden, was vorhin schon zu sehen war. Herr Königs, geht das? Es geht. Hier ist es nochmal. Ich kann das nur bestätigen, es ist wirklich interessant, diesen Test zu machen. Also schauen Sie sich's an und viel Spaß dabei. Und jetzt kommen wir zu Frau Schröter. Ja, ich möchte nochmal auf die audiovisuellen Formate und Zugänge zu sprechen kommen. Die sind sehr wichtig, weil das ist, was die Schüler und Schülerinnen oder Jugendlichen auch interessiert. Darüber kriegen sie einen guten Zugang. Und die Partizipation, die könnte zum Beispiel darin liegen, dass die Jugendlichen, wenn sie es einmal gelernt haben, an Ältere das Ganze weitergeben. Die Methode heißt Lernen durch Lehren. Und so hätten alle was davon. Wir hatten zum Beispiel an der Schule das Projekt One-Shot-Video. Das hat die Medienanstalt und die Reporterfabrik gemacht. Mit über 100 Jugendlichen an einem Schultag haben sie gezeigt, wie Jugendliche mit einem One-Shot-Video, also einem ziemlich schnell gemachten Video, partizipieren können, indem sie da auch Politiker befragen, Inhalte des Videos waren politische Themen aus dem Bereich, aus dem Bezirk, wo sie wohnen. Und haben das dann den Politikern weitergegeben. Also insofern kann man das Leben und das Lernen und die politische Partizipation verknüpfen. Und wie gesagt, die Jugendlichen können, wenn sie es gelernt haben, das einmal zur Verinnerlichung an Erwachsene oder ältere Jugendliche weitergeben. Da müsste es Kooperationen geben. Frau Cortesi.
Vielleicht noch ergänzend zur Frage quasi von älteren Generationen und sollte man nicht den Schwerpunkt zusätzlich auch auf dieser Demografie legen. Ich finde das keine schlechte Idee. Wir arbeiten zum Beispiel am Berkman Klein Center, bringen wir Generationen zusammen, also die Großeltern mit den Eltern und den Kindern, und ermöglichen so einen Austausch und das gegenseitige Beibringen von Kompetenzen. Wichtig ist in solchen Momenten aber nicht nur, dass man den Schwerpunkt auf den Kompetenzen auf die Kompetenzen setzt, weil es dann oft in der Dynamik so ist, dass dann die Erwachsenen das Gefühl haben, sie haben immer recht. Sie haben sehr oft recht, aber nicht immer. Und es ist wichtiger, dass man quasi am Protokoll arbeitet. Also hört man sich gegenseitig zu? Kann man sich gegenseitig etwas beibringen? Es ist wichtig, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen und damit umgehen zu können. Es ist auch wichtig, sich nicht einig zu sein, gerade auch so in intergenerationellen Fragen. Im Moment arbeiten wir auch an einem zweiten Projekt mit dem Boston Museum of Science, wo wir die Gesellschaft zusammenbringen innerhalb eines Museums. Gerade auch unterschiedliche Generationen wollen wir da zum Diskurs einladen und zum Lernen von unterschiedlichen Kompetenzen. Wie gesagt, auch wie Frau Schröter und Frau Messmer schon erwähnt haben, das muss man spielerisch machen, da müssen die Künste, visuell und Audio, muss man irgendwie da die Senses stimulieren. Aber ich glaube, wir arbeiten daran und das ist ja auch das Positive an der Sache. Sie nehmen jetzt viele Anregungen mit, Herr Fasko. Er nickt. Ich frage hier nochmal in den Raum. Fragen? Und das Online-Auditorium staunt und hört aufmerksam zu. Das spüre ich, aber getippt wurde noch nichts. Gerne nochmal die Erinnerung über die F- und A-Funktion. Unten in der Mitte von Ihrem Zoom-Fenster, da können Sie uns hier Ihre Fragen durchsenden und ich gebe möglichst viele weiter. Wir sehen, das mit der Partizipation ist auch in Digitalien nicht immer so ganz einfach. Mich beschäftigt doch nochmal dieses Computational Thinking, Frau Cortesi, weil ich glaube, da steckt auch der große Paradigmenwechsel drin, den wir als Gesellschaft einfach vollziehen müssen. Wir müssen verstehen, was anders tickt in der digitalen als in der analogen Welt und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Nun ist das ja vielleicht in einem Umfeld um Cambridge und Boston herum ein bisschen anders und ein bisschen schneller als woanders, aber wie vermittelt man aus Ihrer Sicht diese andere Art des Denkens? Auch wieder eine sehr gute Frage. Ein spannendes Beispiel aus Cambridge, auch vom MIT, aber ist eine globale Plattform, ist zum Beispiel Scratch. Dort lernen Kinder und Jugendliche Computational Thinking auf eine ganz spielerische Art und Weise. Und es geht dort auch mehr um die Sprache und die Zusammensetzung der Sprache. Junge Leute machen dann kurze Videoclips, sei das zum Thema Tanzen oder Spielen, also in ganz unterschiedlichen Themenbereichen. An Schulen sieht man oft Bemühungen, das Thema Robotik noch stärker quasi auch in den Unterricht einzubringen und so dieses Computational Thinking, quasi Learning by Doing, mehr oder weniger Schülern und Schülerinnen näher zu bringen. Ich selber arbeite in diesem Bereich, aber kann nicht programmieren. Was ich spannend finde, ich glaube, nicht jede Person muss programmieren lernen, und das ist vielleicht eine kontroverse Aussage, aber vielleicht ein gewisses Verständnis für die Technologie und die unterschiedlichen Sprachen kann meiner Meinung nach sehr hilfreich sein, weil wir am Ende unter Umständen auch wollen, dass die Gesellschaft sich stärker mit den Technologien und was im Hintergrund abläuft auseinandersetzt. Und das ist sehr komplex, das ist sehr schwierig. Und man kann da am besten mitreden, wenn man ein gewisses Verständnis hat. Und jetzt muss man zu diesem Verständnis halt irgendwie dann kommen. Spielerisch ist es am besten, weil es ist
Es ist ein sehr komplexes, sagen wir mal so, um nicht sagen, trockenes Thema, das vielleicht nicht auch jedem und jeder liegt. Vielleicht ist es ja auch so, die Bedienbarkeit der Geräte ist ja intuitiv und wird immer einfacher und dahinter steckt völlig unsichtbar einfach diese hochkomplexe Technologie, die sich uns gar nicht so erschließt und vielleicht auch gar nicht erschließen soll aus Sicht der Unternehmen. Könnte da was dran sein an dieser Beschreibung? Das ist sicherlich so, aber ich glaube, es gibt auch eine Gegentendenz, wo man stärker zum Schluss kommt, dass man die Nutzer und Nutzerinnen schon zu Beginn stärker in die Technologie, in die Entwicklung der Technologien einbringen oder mit einbeziehen sollte, also quasi schon in der Konzept- und Designentwicklung, um auch zu verhindern, dass, wenn dann die Technologie implementiert wird, dass die für die jeweiligen Nutzer und Nutzerinnen vielleicht nicht genau so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und das funktioniert am besten, wenn man sich natürlich schon zu Beginn stärker mit einbezieht. Also ich glaube, das ist eine Gegentendenz und auch in Europa, speziell mit quasi so Youth-Centric Design oder Age-Appropriate Design sind die Konzepte, die man verwendet. Ist auch die Frage, wie macht man das bei minderjährigen Personen, also bei Kindern und Jugendlichen? Das ist ja nicht eine einfache Frage, wie baut man sie in ein Unternehmen ein und in die Entwicklung von Produkten. Ist nicht trivial, aber es geht eher in diese Richtung. Frau Schröter, wir haben ja eine ganze Menge an Begriffen jetzt einfach gehört, was alles zu tun ist und aus Ihrer Einschätzung. Also Frau Cortesi hat ja auch eine Menge Möglichkeiten genannt und Aktivitätsfelder und Kompetenzfelder, die sich, die entwickelt werden müssen, die bedient werden müssen. Wo stehen wir denn eigentlich aus Ihrer Sicht? Ja, ziemlich am Anfang, und ich finde, das kommt auch immer auf die Schule und auf die Region an. Es gibt ziemlich viele Angebote. Ich habe das neulich mal für Youth the News recherchiert. Da gibt es ein Projekt, ein Bildungsprojekt, das heißt One. Und da ist mir bewusst geworden, dass es so viele Angebote gibt bundesweit, die aber teilweise nicht bekannt sind. Also die Lehrer müssen davon wissen, die müssen die nutzen wollen und nutzen können. Und solange die Angebote noch so verstreut sind, ist es eine ziemlich Ungleichbehandlung von Jugendlichen oder von Lernenden bundesweit. Es gibt einige bundesweite Projekte, da kann man dran teilnehmen, aber viele Projekte sind leider noch regional. Und da würde ich auch gerne nochmal auf das Thema Robotik zu sprechen kommen, was Frau Cortesi gerade angesprochen hat. Es ist unglaublich interessant, wie viele Jugendliche das nicht wissen, dass sie das lernen wollen. Also man muss es ihnen auch geben und zeigen und man muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie programmieren lernen. Wie viele Mädchen habe ich in der Klasse, die gar nicht wussten, dass das ganz spannend ist, wenn man es ihnen nicht gezeigt hätte? Und bei uns ist dann was ganz Tolles passiert. Ich arbeite ja ziemlich offen im Unterricht und wir haben dann mit der Methode Design Thinking uns überlegt, wie wir eine Klassenarbeit umgehen können, weil ich wieder zu viel zu korrigieren hatte und die Schüler wieder zu viel zu schreiben hatten, kurz vor Weihnachten. Und da kamen ziemlich tolle Ideen. Also die eine Gruppe hat zu dem Buch, was wir gelesen haben, ein Video gemacht. Die andere Gruppe hat ein Audio gemacht. Podcast wäre zu viel. Und eine Gruppe hat tatsächlich programmiert. Die hat ein Frage- und Antwortspiel programmiert. Und das hat ihnen so viel Spaß gemacht, dass sie das auch zum Thema Demokratie gemacht haben und das in der Pause dann mit anderen Schülerinnen und Schülern gespielt haben. Also man muss den Schülern wirklich die Möglichkeit innerhalb der Schule auch geben, das ist ja unser Bildungsauftrag, diese Sachen zu erleben, innerhalb der Lernzeit, die man hat, weil man dadurch ganz tolle Sachen bei den Schülern aufgehen lassen kann. Und man muss sie halt anschubsen, das Ganze zu machen, weil in der Freizeit kommen sie meistens nicht dazu, weil meistens auch die Eltern gar nichts von den Angeboten wissen, die es vielleicht auch in den Ferien gibt. Und insofern muss es in der Schule vermittelt werden. Die Angebote müssen bundesweit sein, sie müssen kostenlos sein und sie müssen für alle zugänglich sein. Frau Messmer, Sie sind ja so eine kreative Person, die hört von einem Problem und
die findet dann irgendwie eine Lösung oder einen Projektansatz. Wir haben vorhin vom vernetzten Lernen gesprochen. Ich habe jetzt das Gefühl, wir brauchen so etwas wie eine neue Plattform, wo wir Initiativen zusammenführen. Haben Sie eine Idee dazu, was, wie wir das Problem, was Frau Schröter gerade beschrieben hat, lösen könnten? Ich habe die ganze Zeit natürlich, während ich zugehört habe, genau darüber nachgedacht. Ich habe es gesehen. Ich glaube aber, dass es dafür schon eine Lösung gibt oder zumindest angedacht ist, denn soweit ich weiß, soll ja diese digitale Plattform von Anja Karliczek, die vor 2 Monaten, glaube ich, ins Leben gerufen wurde, genau das unterstützen. Die haben einen Fokus breit auf digitale Bildung und das von der Schule bis ins Erwachsenenalter, aber ich glaube, das ist gerade in der Mache, genau das zu bündeln. Insofern sehe ich da für meine Kompetenz jetzt mal gar keinen Handlungsbedarf. Na wunderbar. Frau Schröter möchte mir aber eventuell gerade widersprechen. Insofern, bitte. Nein, widersprechen auf keinen Fall. Und das ist es ja, es gibt viele Projekte. Also ich selbst habe hier am Digital Learning Lab mit gebastelt, sozusagen inhaltlich haben wir das aufgebaut hier in Hamburg. Haben sich 30 Lehrer zusammengesetzt, die TU war dabei, die Behörde und eine Stiftung. Und wir haben da auch Unterrichtsbausteine schon den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt, schon vor 3 Jahren, also schon zum Glück vor dem ersten Lockdown, dass die Kollegen damit arbeiten können. Und das große Problem ist bei all diesen Initiativen, dass sie nicht genug publik sind. Es kommt nicht bei den Lehrkräften an, dass es sowas gibt. Und solange die Lehrkräfte das nicht wissen, können sie es natürlich nicht nutzen. Und es muss den Lehrkräften auch die Zeit gegeben werden, sich in sowas einzuarbeiten. Es wird so viel abverlangt, gerade von meinen Kollegen, wo man wirklich den Hut abnehmen kann und sich wundern kann, wie sie das alles wirklich noch schaffen, neben Homeschooling und Präsenzunterricht und also Homeschooling, wenn sie selber noch Kinder haben, Präsenzunterricht und Hybridunterricht und wieder neuen Konzepten. Da muss es wirklich jetzt eine Verschlankung des Lehrplans geben und mehr Offenheit für neue Themen, dass Kollegen, die Lust drauf haben, das auch machen und auch die Zeit dafür bekommen. Und es muss auch digitale Prüfungsformate geben. Eine große Kompetenz von Schülerinnen und Schülern am Ende der 10. Klasse ist, 3 Stunden mit dem Stift zu schreiben. Das ist keine Kompetenz, die wir jetzt noch brauchen und da muss ganz dringend was getan werden. Und die große Kompetenz von Lehrkräften ist, ich kann nur für mich sprechen, 4 Kilogramm Deutschprüfung zu korrigieren, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also ist jetzt nur ein Klassensatz. Wir müssen ganz dringend an neue Formate ran, damit die Schüler sich auch ernst genommen fühlen und das Gefühl haben, sie lernen in der Schule was fürs Leben, was sie wirklich auch brauchen. Ja, vielleicht eine letzte Frage an Frau Cortesi. Also wie bündelt man vernünftigerweise, vielleicht haben Sie da einen Vorschlag, einen Impuls, wie bündelt man diese vielen Initiativen zu etwas Größerem und wie macht man sie zugänglich? Ja, ich wünschte, ich hätte eine gute Antwort für Sie. Ich würde eher die Komplexität noch erhöhen. Wie bündelt man das auf globaler Ebene und nicht nur auf deutscher Ebene? Weil unter anderem fände ich insbesondere den Austausch auch zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen extrem spannend. Und das sollte ja heutzutage digital möglich sein. Also könnten wir das bündeln global. Die Politik ist da gefragt, aber auch internationale Organisationen, die UNESCO hat zum Teil solche Ansätze, UNICEF versucht es, aber ich glaube, an der Lösung sind wir noch nicht, aber die Erkenntnis, dass es im Moment noch etwas zu kreativ oder zu chaotisch, je nachdem, ob Sie das negativ oder positiv sehen, dass wir noch daran arbeiten müssen, das ist schon klar. Vielen Dank, das war eigentlich schon das elegante Schlusswort für diese Runde. Ich danke Ihnen sehr, Sandra Cortesi, dass Sie dabei waren. Ich danke Ihnen, Frau Messmer, Ihnen, Frau Schröter, für Ihre Diskussionsbeiträge und für Ihre Anregungen und Ihnen für Ihr Interesse beim Zuhören und nicht nur hier im Saal, sondern auch online. Wir haben jetzt eine 15-minütige Pause und ich sage auf Wiedersehen nach Cambridge, nach Berlin und in den deutschen Norden. Tschüss. Danke. Danke, ciao. Tschüss. Journalismus hat Öffentlichkeit herzustellen, er hat zu informieren.
zu bilden, zu unterhalten. Er hat die Mächtigen zu kontrollieren. Er hat für Durchblick zu sorgen, relevante Entwicklungen in der Gesellschaft aufzuzeigen. Aber das ist alles gar nicht so einfach. In einer Zeit, in der die Intermediäre die Einnahmequellen reduzieren, das Publikum reduzieren, die kommunikative Infrastruktur einfach anders ist und in dem der Journalismus, wir haben es gehört, in breiter gesellschaftlicher Kritik steht, vielleicht weil er von der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen oder vieler Menschen einfach zu weit weg ist. Und in einer Zeit, in der die Gesellschaft nicht nur immer pluraler, sondern auch immer gereizter wird und in der das junge Publikum eh woanders ist, muss der Journalismus sich also neu erfinden oder was muss er anders machen, um relevant zu bleiben für möglichst viele Zielgruppen und auf welchem Weg? Das Sender-Empfänger-Prinzip funktioniert nicht mehr. Was nun? Das ist die Frage, die wir an Anita Cellini richten. Sie ist eine ebenso erfahrene wie erfolgreiche Journalistin und Medienmanagerin und ihre Stationen kann man in ganz Kurzform mit Standard in Wien, Stern Online und NZZ beschreiben und danach hat sie verschiedene Stipendien, Studienaufenthalte und so weiter hinter sich gebracht. Sie hat sich ganz auf moderne Führung und Innovationsmanagement, also auf digitale Transformation in der Medienwelt spezialisiert und sie ist uns aus New York zugeschaltet und dort ist sie am Craig Newmark Graduate School of Journalism der New York City University für alle Weiterbildungsprogramme für Journalisten und Medienführungskräfte verantwortlich und vielleicht noch dies, sie ist seit Ende 2002 auch im Aufsichtsgremium des ORF, also ORF in Wien, wo sie eigentlich auch herkommt. Herzlich willkommen, Frau Cellini, und der nicht nur digitale Floor ist yours, sondern eben auch hier bei uns in der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für das nette Willkommen und ich freue mich, heute hier sein zu können. Nun, wenn Sie an den typischen Journalisten oder die typische Journalistin denken, dann kommt Ihnen vielleicht immer noch so ein bestimmtes Bild in den Sinn, so der Herr mit Hut und Krawatte, so ein bisschen die heroische Bob Woodward-Figur, beeinflusst von Film und Fernsehen und so könnte man argumentieren, das goldene Zeitalter des Journalismus repräsentieren. Auf die anderen da denkt man vielleicht an Journalistinnen und Journalisten, die hauptsächlich Schriftsteller waren, ihre Zeit damit verbrachten, kunstvolle Erzählweisen auszuprobieren, die Welt bereisen, ausführlich mit Informanten zu Mittagessen, vielleicht dazu auch ein Gläschen Wein oder eine Zigarre zu rauchen. Nun, wir alle hier wissen, dass diese Realität schon lange nicht mehr die Realität ist, in der sich Journalismus bewegt. Journalistinnen und Journalisten in modernen Newsrooms befassen sich mit Algorithmen und mit digitalen Apps, produzieren Videomaterial für Facebook oder YouTube, nehmen Podcasts auf ihren Smartphones auf, gestalten vielleicht Augmented Reality oder Virtual Reality Erlebnisse und sie arbeiten in Organisationen, die zunehmend unter Druck stehen. Mit sinkenden Umsätzen, immer geringeren Margen und das sieht man auch leider oft am Ergebnis dieses Journalismus und wie sich dieser Journalismus entwickelt. In Verlagen, die Kostenmanagement vor alles andere stellen, kämpfen unterbezahlte und gleichzeitig oft überqualifizierte Journalistinnen und Journalisten darum, die Geschichten ihrer Gemeinschaft weiter erzählen zu können. Nicht nur der Job von Journalistinnen und Journalisten verändert sich, sondern dementsprechend auch das Konsumverhalten, wie Sie alle wissen und selber auch erleben. Im 20. Jahrhundert waren Zeitungen, Zeitschriften, Radio, dann vor allem auch das Fernsehen oft Gruppenkonsumerlebnisse. Denken Sie an ein Sich-Versammeln um ein Lagerfeuer, auch wenn es die Form eines Küchentischs hat. Das Zuhören und Austauschen von Geschichten, um Lebenserfahrungen einzuordnen. Viele von uns, genau wie ich, erinnern sich daran, abends mit den Eltern gemeinsam Nachrichtensendungen zu hören, vielleicht beim Sonntagsfrühstück
über die Nachrichten aus der Zeitung zu sprechen oder eine Unterhaltungsshow samstagabends im Fernsehen anzusehen. Nun, wie kommt es, dass wir diese gemeinsame Erfahrung, dieses gemeinsame Erleben von Journalismus, diesen Gemeinschaftsfaktor vom Nachrichtenkonsum verloren haben? Und was macht das eigentlich mit uns und mit der Gesellschaft? Es hat viel damit zu tun, dass wir alle, einschließlich mir, Nachrichten heute komplett anders konsumieren. Sie lesen vielleicht das Wall Street Journal als Newsletter, die Welt als App, hören den Spiegel als Podcast. Wir alle sind ein bisschen zu mobilen Junkies geworden, könnte man sagen, an die kurze, schnelle Lösung gewöhnt, die uns eine Update-Push-Nachricht bringt und nicht wirklich daran gewohnt, für diesen Service zu bezahlen, von dem wir meinen, dass er weiterhin kostenlos sein sollte. Wir alle sind es gewohnt, Nachrichten, Journalismus dort zu konsumieren, wo wir es wollen, wann wir es wollen, auf dem von uns gewählten Mobilgerät, wann immer wir wollen. Man könnte also sagen, wir sind ziemlich anspruchsvolle Kunden geworden, nicht nur, wenn es um News geht. Mit dieser Veränderung entsteht aber noch etwas. Die Zeitung, die klassische Zeitung, das kuratierte Bündel, verschwindet Stück für Stück. Unsere Nachrichtenerlebnisse, und das ist nicht per se schlecht, werden immer einzigartiger, immer persönlicher, immer individueller. Um es einfach auszudrücken, Ihre Nachrichten sind nicht mehr meine Nachrichten. Denn wir konsumieren immer seltener das klassische One-Size-Fits-All-Bündel. Das große Unbundling findet statt und hat stattgefunden. Jede noch so kleine Information, jedes noch so kleine Nachrichten-Nugget reißt durch Likes und Shares durch die große weite Welt des Internet. Mit dieser Entflechtung, und das erleben wir alle in Medienhäusern, kommt es natürlich entsprechend zu Herausforderungen auf der geschäftlichen, auf der wirtschaftlichen Seite. Weniger Bündel, weniger garantierte Aufmerksamkeit. Werbetreibende mögen aber garantierte Eyeballs. Sie möchten wissen, wen sie erreichen, wann sie uns erreichen, was der potenzielle Kunde bereit ist zu kaufen, wofür er gerne Geld ausgibt. Nun, es stellt sich heraus, dass Google, Facebook und die anderen großen digitalen Plattformen diese Daten weit besser bereitstellen als traditionelle Medien. Was mit sich bringt, dass sie nun bereits mehr als 90% des Werbebudgets, verschieden in verschiedenen Märkten diese Zahl, aber immer sehr groß, für digitale Medien mit nach Hause nehmen. Die Krümel des Werbekuchens, die dann für klassische Medien bleiben, um die streiten dann die klassischen Medienhäuser. In den USA ist es ziemlich dramatisch. Vor allem kleine, lokale Medien verschwinden. Das Wort News Desert, die Nachrichtenwüste, wurde hier geprägt, um Gemeinden mit oft mehreren hunderttausend Einwohnern zu beschreiben, die überhaupt keine unabhängigen Medien mehr haben. Niemand, der politische Korruption aufdeckt. Niemand, der die Mächtigen zur Rechenschaft zieht. Niemand, der fragt, warum dieser Flughafen noch nicht gebaut wurde oder, wenn er gebaut wurde, vielleicht doppelt so viel kostet als geplant. Wem vertraut man in so einer Situation, wenn alle, die Informationen produzieren, eine Agenda haben und unabhängiger Journalismus verschwindet? Und somit haben wir als Medien eine weitere Herausforderung zu lösen, eine Vertrauenskrise. Wir alle kennen leider den Begriff Lügenpresse oder Fake News zur Genüge, der uns in den vergangenen Jahren begleitet hat. Und vereinfacht gesagt kann man sagen, Menschen, die alten Medien nicht mehr vertrauen, sich vom System belogen fühlen. Menschen, die Nachrichten ausschließlich in ihrer Filterblase konsumieren, in ihrem Netzwerk, das ihre Facebook-Feeds, ihre YouTube-Videos, ihre Webseiten für sie geschaffen hat, um ihre eigenen Ansichten zu bestätigen. Nun, es wäre leicht, zu leicht, diesen Teil der Bevölkerung einfach abzutun, als dumm, als Verschwörungstheoretiker.
Denn diese Vertrauenskrise sollte uns alle beunruhigen. Sie nagt an den Grundfesten unseres demokratischen Systems. Sie erodiert langsam, aber stetig unsere ungeschriebenen gesellschaftlichen Verträge. Genug Studien zeigen, dass ein Rückgang eines freien, liberalen Medienangebotes, das zuverlässigen, unabhängigen Journalismus bietet, zu einem Vertrauensverlust in anderen demokratierelevanten Institutionen führt. Der Strafverfolgung, Justiz, Rechtsprechung, Regierung, die Parlamente. Wir sehen die Auswirkungen dieser Verschiebung, wenn Rechtsextremisten oder Verschwörungstheoretikern, wie in vielen europäischen Ländern, inklusive Deutschland, zunehmend an Macht gewinnen. Social-Media-Plattformen, und darüber haben heute einige Kolleginnen und Kollegen schon gesprochen, basieren auf Algorithmen, die wir geschaffen haben. Algorithmen, die wir so entstehen haben lassen, dass sie Filterblasen erzeugen und verstärken. Denn das Geschäftsmodell digitaler Netzwerke liegt darin, viele Nutzer mit hohem digitalem Engagement zu haben. Nutzer, die ständig wiederkommen, um zu diskutieren, zu teilen, zu kommentieren. Soziale Netzwerke wissen, dass Menschen viel eher mit Inhalten interagieren, die ihren persönlichen Überzeugungen nahe sind, die bei ihnen Anklang finden. Wir haben also eine Welt gebaut, in der unsere Algorithmen entscheiden, was wir sehen und wann wir es sehen. Weil wir es gerne bequem haben und weil wir alle süchtig nach Bestätigung sind. Die Folge daraus, unser gemeinsames gesellschaftliches Verständnis davon, was richtig und was falsch ist, erodiert. Wir bewegen uns also in einer Welt, kann man sagen, in der Wahrheit relativ geworden ist. Zunehmend können wir uns nicht mehr sicher sein, ob das, was wir sehen, wirklich das ist, was wir sehen. Algorithmisch erstellte Videoinhalte, Deepfakes, sehen so authentisch aus, dass das menschliche Auge nicht mehr unterscheiden kann, ob sie von einer Kamera aufgenommen oder per Computercode gestaltet worden sind. Nun bin ich ungefähr in der Hälfte meiner Keynote und ich gebe zu, das war jetzt ziemlich dystopisch, oder? Ist also alles verloren? Müssen wir annehmen, dass wir ohne Qualitätsinformationen in eine düstere gesellschaftliche Zukunft blicken? Statt von Qualitätsjournalismus, dominiert von Filterblasen, von gefälschten algorithmischen Inhalten, eine Welt, in der wir nicht wissen, was gefälscht und was die Wahrheit ist? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir entscheiden können, wie unsere Informationszukunft und unsere Medienwelt aussieht. Die Superkraft, die wir als Menschen haben, als Journalistinnen und Journalisten, die Superkraft des Journalismus, die uns effektiver machen kann als alle Algorithmen zusammen, ist die Kraft der Verbindung, die Kraft der Empathie, die Kraft der Gemeinschaft. Wir können Menschen dieses einzigartige Gefühl der Verbindung geben. Das Geschenk, unsere Menschlichkeit, unsere Gedanken, Hoffnungen und Sorgen miteinander zu teilen und gemeinsam daran zu arbeiten, besser zu werden und diese Probleme zu lösen. Aber dazu müssen sich Medien verändern. Sie müssen sich als Anwalt der Community sehen, als, und ich sage jetzt das Wort vor dem vielen Journalistinnen und Journalisten und vermutlich auch Medienmanagerinnen und Medienmanagern graut, als Serviceeinrichtung für ein besseres, informierteres, ermächtigteres Leben mit gesellschaftlicher Teilhabe. Nutzerorientierung, der Fokus auf neue Produkte, die tatsächlich Bedürfnisse von Nutzern, Lesern, Zuhörern und Zuhörerinnen decken, darf kein Schlagwort bleiben, wenn wir relevant bleiben wollen oder wieder relevant werden müssen. In einer idealen Medienzukunft, die auf Nutzerbedürfnissen aufgebaut ist, stellen wir als Journalistinnen und Journalisten, als Medien, die Kanäle bereit,
die Flüsse der Gespräche sanft lenken. Wir bauen die Dämme, die demokratiezerstörende Einflüsse verhindern können. Wir errichten die Mauern, die Desinformationen fernhalten können. Wir leiten und zähmen die Algorithmen. Das ist unsere Mission als Medien. Das ist unsere Superkraft. Wir haben eine kraftvolle, wichtige Vision für die Zukunft. Wir sind die Hüter des Vertrauens. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Ermutigung, liebe Frau Selina, die Sie nach Ihren dystopischen Ausführungen, mit denen Sie uns erstmal erschreckt haben, glaube ich. Aber jetzt, es sind ja große Worte, Hüter des Vertrauens, die Mauer gegen Desinformation. Also wie wir das hier in der Runde jetzt mit Ihnen diskutieren, das sehen wir gleich. Und ich bitte jetzt Steffi Dobmeier und Meinolf Ellers zu mir auf die Bühne. Ja, das gibt es jetzt wirklich wieder. Es ist ein, ich sage Ihnen, es ist ein ganz tolles Gefühl. Man sitzt wieder auf einer Bühne und kann miteinander diskutieren. Und ich begrüße dann auch noch remote aus Mainz, Frederik Huvendick vom ZDF. Und wenn wir den vielleicht auch gleich noch hier auf dem Schirm sehen können, ist es ganz toll. Ich stelle Ihnen mal kurz meine Runde hier vor. Ich begrüße ganz herzlich Steffi Dobmeier. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin digitale Inhalte und Strategie der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg. Das ist sie seit anderthalb Jahren und sie schlägt sich damit, wie ihre Funktionsbeschreibung es schon verrät, eben mit der digitalen Transformation einer Regionalzeitung herum. Keine einfache Aufgabe, die wird ein bisschen hübsch garniert durch die wunderschöne Umgebung, in der Sie arbeiten, in der Bodenseeregion. Und das ist ein wahres Kontrastprogramm zu Berlin, wo Steffi Dobmeier zuvor Chefin vom Dienst Digital und Mitglied der Chefredaktion Digital der Funke Zentralredaktion in der Hauptstadt war. Also das Thema digitale Transformation beschäftigt Sie schon ziemlich lange, auch in Ihren vorherigen Funktionen. Ich begrüße auch sehr herzlich aus Hamburg heute eingeflogen nach langer Flugpause Meinolf Ellers und man könnte sagen, ich begrüße mit ihm Mr. Digital DPA. Meinolf Ellers hat früher als andere das disruptive Potenzial des Netzes erkannt und hat seine Organisation früh angetrieben, auf Veränderungen zu reagieren, Stichwort nur DPA Infocom, und er hat außerhalb von DPA auch viele Projekte angestoßen, also beispielsweise Next Media Accelerator, eine Institution, das Startups berät und Trainingsangebote für sie bereitstellt. Er hat Scoopcamp mitgegründet, also eine Innovationskonferenz, und er hat sich auch mit der Digital Revenue Initiative um die Zukunft der Regionalzeitungen gekümmert. Aber seit geraumer Zeit treibt ihn ziemlich um, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Nutzung von Nachrichten und das Ansehen der Informationsmedien heftig erodiert und die Informationskompetenz insgesamt sinkt, und er ist die treibende Kraft hinter diesem Projekt Hashtag Use the News, also wir werden auch darüber zu reden haben. Ja, und wo ist Frederik Huvendick? Ist der irgendwie? Der ist hier. Auf dem kleinen Schirm hinter uns, liebe Technik, können wir Frederik Huvendick auf den großen Schirm bitte hier in den Saal noch bekommen. Ja, Frederik Huvendick hat beim ZDF auch ein ziemlich dickes Brett zu bohren. Er hat nämlich nichts Geringeres als zu bewerkstelligen, dass die ZDF-Programmangebote, die neuen digitalen, ein junges Publikum so ab 25 Jahre bei der Marke ZDF bleiben und dann auch später diese Marke in ihren Köpfen
verankert bleibt. Das ist eine besondere Herausforderung, allein wenn man schon auf den Altersdurchschnitt der Fernsehzuschauer des Senders guckt, der ist nämlich weit über 60. Also er ist verantwortlich, den Generationenabriss auf dem Mainzer Lerchenberg zu verhindern und somit verantwortlich für ZDF heute Apps, ZDF heute.de, ZDF heute Social Media Angebote bei Facebook, Instagram, Twitter und die Nachrichten im ZDF Text. Er arbeitet seit 2009 für den Mainzer Sender und ist immer an dieser Schnittstelle zwischen Fernsehen und Online gewesen. Herr Ruhmdick, was nehmen Sie persönlich als aus der Keynote von Anita Selina mit? Sind Sie der neue Hüter des Vertrauens? Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Aus Mainz zugeschaltet, Grüße nach Frankfurt. Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch, wie Anita Selina das Bild gezeichnet hat, aber die Herausforderung ist, glaube ich, wirklich riesig. Ich finde richtig Ihren Hinweis am Schluss, dass wir als Journalisten wirklich eine Superkraft in Händen halten, die aber nicht überall wirklich so einsetzen, wie wir sie einsetzen könnten. Also ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen mit einer guten Orientierung an Zielgruppen und auch mit einem, sage ich mal, einer guten Nutzung oder vielleicht auch Überlistung von Algorithmen ziemlich viel richtig machen können. Und damit meine ich jetzt nicht eine Randschmeiße an jetzt jüngere Zielgruppen, um die es vorhin im ersten Teil dieser Veranstaltung ging, sondern dass ich glaube, dass man mit Produkten, die sich wirklich, die zu den Plattformen passen, die zu den Informationsbedürfnissen der jungen oder vielleicht auch teilweise medienfernen Menschen passen, wirklich immer noch sehr, sehr viel erreichen kann. Ich glaube, diese Corona-Krise ist einerseits total besorgniserregend und kann einem Angst machen, wie viel Fake News sich verbreitet haben. Infodemie hat das ja auch die WHO genannt. Einerseits. Andererseits sehen wir, dass das Vertrauen in die Medien durch die Krise auch gestiegen ist. Wir sehen alle, wie die Nutzungszahlen explodiert sind in dieser Zeit. Ich glaube, ganz viele haben gemerkt, wie wichtig in so einer umfassenden Krise es ist, dass wir freie, unabhängige Medien haben, die gut berichten. Und von daher bin ich relativ hoffnungsfroh, dass uns da auch ein Wandel gelingt. Aber wir sind sicherlich noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Also ich glaube, diese Krise war auch eine große Chance, im Übrigen auch in der Aufarbeitung. Also auch ganz viele politische Versäumnisse, die jetzt in den letzten Monaten und Wochen ans Licht kamen, wären ja nicht so öffentlich besprochen worden, wenn wir Journalisten nicht unseren Job gemacht hätten. Also von daher glaube ich, ist diese Krise auch eine sehr große Chance für uns Medien. Herr Ellers, Sie sehen das nicht ganz so positiv wie Herr Ruhmdick, nehme ich an, oder sind wir dank der Erkenntnisse und der Erschütterungen, die uns vielfach ereilt haben nach den Befunden, aus, unter anderem aus Ihrem Projekt, dann doch schon so geläutert, dass wir die Herausforderungen schon fast bewältigt haben? Also was man in diesen Medienzeiten ja lernt, ist den Wert von Messbarkeit und Daten zu schätzen. Und ich glaube, wir sind als Journalisten ja immer gut darin zu sagen, ich glaube und ich denke und ich spekuliere und mein Bauchgefühl sagt. Und wir sind inzwischen, glaube ich, in einer Welt unterwegs, in der wir tatsächlich die Dinge auf den Prüfstand stellen können. Und das haben wir unter anderem mit Use the News gemacht. Für die, die es nicht wissen, das ist ein dreiteiliges Projekt, eine große Grundlagenstudie des Leibniz-Instituts, hier immer noch bekannt als Hans-Bredow-Institut. Ein Lab, das mit diesen Daten arbeitet, um daraus redaktionelle Konsequenzen zu ziehen. Und eine Bildungssäule, die, Kerstin Schröter ist da auch beteiligt, die versucht, daraus Konsequenzen für die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in Schulen zu entwickeln. Und wenn wir da auf die schlichten Daten gucken, dann fällt zunächst mal Folgendes auf. Wir haben Folgendes getan, wir haben gesagt, und das war schon ein erster Hinweis der Leibniz-Kollegen, die gesagt haben, ihr könnt gar nicht von der Jugend sprechen. Wir haben so unterschiedliche Milieus. Wir haben so unterschiedliche Bildungshintergründe. Wir müssen schon unterscheiden zwischen 14 bis 17 und 18 bis 24, weil das eine ist die gerade rausgehende Generation. Ist das ein bisschen übersteuert hier? Okay.
Okay. Ist die gerade so aus, ist die Instagram-Generation, das sind die Millennials, die sind in den 20ern. Dahinter kommt eine Generation, das ist die Generation Z, die hat schon ein ganz anderes Nutzungsverhalten. Und so haben wir uns das in der Studie angeschaut. Wir haben also auch keine Online-Panels gemacht, wir haben keine Telefonbefragungen gemacht, sondern wir haben trotz Corona 1500 Face-to-Face-Interviews gemacht. 500 14- bis 17-Jährige, 500 18- bis 24-Jährige und als Referenzgruppe die 40- bis 50-Jährigen, die noch analog Medien sozialisiert worden sind. Und was wir feststellen ist, ja, obwohl wir schon so weit getrennt haben, stellen wir bei den 14- bis 24-Jährigen vier ganz große unterschiedliche Nutzertypen fest. Die Leibniz-Kolleginnen beschreiben das so, wir haben die journalistisch informationsorientierten, das sind die, die groß geworden sind in einem Haushalt, in dem gibt es noch eine gedruckte Zeitung, da wird abends um 8 die Tagesschau angemacht. Die können die Marken zuordnen und die sehen die auch für sich noch als Orientierungspunkte. Wir reden aber hier von 20-25% der jeweiligen Generation. Dann haben wir die allgemein informationsorientierten, die haben großes Interesse an Informationen, aber die mischen ihre Timeline-Quellen und da ist dann eine FAZ oder eine Tagesschau gleichbedeutend im schlimmsten Fall mit Russia Today. Weil Russia Today sieht aus wie Spiegel. Und da fehlt dann oft schon die Kompetenz, diese Quelle irgendwie zuzuordnen. Sie sieht journalistisch aus, es ist vielleicht von Freunden empfohlen worden. Also da wird das Ganze schon kippelig. Und dann kommen wir in die schwierigen Segmente, die nicht journalistisch informationsorientierten. Das ist diese berühmte News will find me Mentalität. Ich muss mich gar nicht aktiv um Informationen kümmern. Wenn irgendwas wichtig ist in der Welt, dann kommt es ja automatisch zu mir. Und am allergefährlichsten ist das Segment der nicht informationsorientierten, die dann tatsächlich sagen, was soll der ganze Kram? Und wir kommen tatsächlich in der Gesamtbetrachtung dazu, dass etwa 50% der 14- bis 24-Jährigen, die wir befragt haben, sagen, ich weiß eigentlich nicht mehr, was Journalismus und Nachrichten mit meinem Leben zu tun haben. Und das ist in der Tat etwas, das einen schon sehr nachdenklich macht. Und wo wir aber, das habe ich angedeutet mit dem Projekt, natürlich sofort angefangen haben zu sagen, wie müssen wir reagieren? Was können wir tun, um dagegen zu halten? Dankeschön. Frau Dobmeier, Sie arbeiten für eine Regionalzeitung. Die sind so in den letzten Jahren nicht gerade unbedingt für die großen Innovationen hervorgetreten. Also ich nehme an, der Transformationsprozess ist da besonders zäh und schwierig. Was sind für Sie die großen Herausforderungen, vielleicht auch der Überzeugungsarbeit an Gesellschafter oder das Management? Also ich glaube nicht, dass Regionalmedien gleichbedeutend sind mit wenig Innovation, möglicherweise mit Innovation in anderen Größenordnungen, das ganz sicher. Ich glaube, dass ganz viele regionale Medienhäuser in den letzten Jahren extrem viel gemacht haben und geleistet haben. Aber klar ist, oft sind diese regionalen Medienhäuser in Regionen, die doch eher klassische Mediennutzungsregionen sind. Das heißt, natürlich ist eine digitale Transformation da sicherlich nicht wahnsinnig einfach. Ich glaube, dass die Herausforderungen unterschiedlicher Art in unterschiedlichen Bereichen sind. Also ich glaube, die Gesellschafter und die Geschäftsführung ist der eine Punkt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vielleicht der andere Punkt, die Nutzerinnen und Nutzer sind wieder ein dritter Punkt. Ich glaube, dass sich das Selbstverständnis von Journalismus einfach auch verändert gerade. Also ich glaube, dass ich musste sehr grinsen, als Anita das vorhin gesagt hat, dass man einfach viel stärker diesen Servicegedanken berücksichtigen muss als Journalist, dass man also nicht mehr dieser klassische Gatekeeper, Agenda-Setter ist, den es vielleicht vor 20 Jahren noch gab, sondern dass eben auch durch die Nutzungsdaten, die wir haben, wir wissen extrem viel darüber, was Nutzer tun, was Nutzerinnen lesen wollen, wann sie es lesen, wo sie es lesen, wie sie es lesen, wie sie es nutzen. Und das führt dazu, dass wir, wenn wir wirtschaftlich in irgendeiner Form erfolgreich sein wollen, uns dem natürlich irgendwie anpassen müssen. Und eben genau das tun, was Nita in ihrer Keynote auch gesagt hat, nämlich zu sagen, wir müssen die Menschen befähigen mit unseren Inhalten, dass sie gut durch den Alltag kommen, dass sie informiert sind, dass dieser Servicegedanke, diese Orientierung einfach im Vordergrund steht. Und das, glaube ich, kratzt bei ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen so an dem ursprünglichen Selbstverständnis von, ich entscheide morgens in einer Konferenz, was ich glaube, was der Leser, die Leserin wissen möchte, sondern wir schauen auf die Zahlen, wir können sehen, okay, das hat funktioniert, das nicht. Da haben wir uns mehr davon erhofft, das hat nicht funktioniert.
das führt dazu, dass wir uns anders verhalten. Und dieses doch etwas von außen gesteuert sein, glaube ich, macht diesen Transformationsprozess gerade intern schon schwierig. Also Sie sprechen im Grunde die Schwierigkeit eines kulturellen Wandels, eines ganzen Berufsstandes an der... Also nicht erst seit gestern, ne? Also der nicht seit gestern, sondern das Internet gibt es schon länger und zu aller Erstaunen geht es auch nicht wieder weg. Herr Hovendick, Sie reagieren ja auch anders in dem Online-Bereich, den Sie verantworten, als die Kollegen auf der anderen Seite des Ganges, die noch klassisch Fernsehen machen und haben mit entsprechenden redaktionellen Strukturen darauf reagiert. Können Sie uns den Prozess vielleicht mal kurz schildern, beschreiben? Ja, gerne. Also erstmal in meinem Team haben wir eine gemischte Altersstruktur. Dadurch, dass wir natürlich die Online- und Social-Abteilung verantworte, sind wir tendenziell natürlich ein bisschen jünger als das restliche ZDF. Ganz wichtig war uns, dass wir, als wir ein bisschen unsere Redaktion auch neu gebaut haben, 2020 dann auch einen Relaunch hatten, dass wir zum Beispiel die Verantwortlichen für die Webseite und die App, die CVDs am Tag, völlig gleichstellen mit denen, die für die Social-Media-Kanäle zuständig sind. Also wir haben da sozusagen die beiden auf Augenhöhe. Und ich glaube, die Kombination aus dem, was wir aus natürlich dem Tracking wissen, was Nutzerinnen und Nutzer interessiert, was wir Social sehen und gerade was wir da auch im Community Management sehen, kriegen wir ein wirklich gutes Bild davon, was die Menschen interessiert. Dann ist aber die Frage, was wir daraus machen. Also ich bin schon immer noch der Auffassung, dass es unsere Aufgabe ist, am Ende zu entscheiden nach unseren eigenen Kriterien, was ist wirklich wichtig und was wollen wir den Menschen, weil es unser Auftrag ist, weil es in meinem Fall jetzt auch der öffentlich-rechtliche Auftrag ist, was wollen wir denen vermitteln. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Wie am Ende muss der Köder dem Fisch schmecken? Also wie schaffen wir es, dass wir die wichtigen Themen, die vielleicht auch vom Algorithmus nicht so hoch gerankt werden, wie kriegen wir das hin, dass die sozusagen bekömmlich die Leute dann auch finden? Ich glaube, dass uns das immer wieder ganz gut gelingt, wobei natürlich, Herr Ellers hat es gesagt, wir natürlich wahrscheinlich auch auf den ja relativ reichweitenstarken ZDF heute Social-Kanälen natürlich vor allem auch wahrscheinlich Menschen aus der Gruppe erreichen, jüngere Menschen aus der Gruppe, die natürlich im weitesten Sinne die Marke ZDF oder ZDF heute kennen, das ist klar. Das sind natürlich die offeneren, aber natürlich bieten soziale Medien auch Chancen, Menschen und Gruppen zumindest teilweise zu erreichen, die wir vielleicht früher, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie nicht erreichen sozusagen. Ich möchte es auch mal positiv rumdrehen. So ein klassisches Beispiel von uns, das ist jetzt wirklich ein paar Jahre alt, finde ich, funktioniert aber immer noch gut, ist, vor ein paar Jahren hatten wir so ein ganz gelungenes Ramadan-Erklärvideo, bei dem wir dann beobachten konnten, gerade auch bei den öffentlichen Teilungen, also sozusagen, was die Leute dazu geschrieben haben, dass offensichtlich sehr viele Muslime und Musliminnen das Video benutzt haben, geteilt haben, um ihren nicht-muslimischen Freundinnen und Freunden zu sagen, hey, da wisst ihr mal endlich, was ich im Ramadan mache. Und wir wissen eben, dass wir insgesamt sozusagen gerade migrantische Gruppen auch mit dem ZDF insgesamt, aber auch Social nicht so stark erreichen. Aber das war sozusagen ein Weg, wie wir, ich bin nicht so ein Fan von diesen Filterbubbles, aber wie wir an bestimmte Zielgruppen mit einem Inhalt rankommen, mit einem völlig sauberen, sachlich richtigen Inhalt und damit, und darum geht es ja ein bisschen auch in der Veranstaltung, auch so eine Plattform schaffen für so eine gesellschaftliche Verständigung. Also von daher glaube ich, dass ganz entscheidend ist, dass man versucht in so einer Redaktionskultur, und da sind wir auch noch nicht so weit, wie ich sein möchte, auch in meinem Bereich, schaffen, die irgendwie gut diese Zahlen, die wir alle haben, über unsere Nutzerinnen und Nutzer einzuschätzen weiß und die vor allem auch Wege finden über Personas und so weiter, ein gutes Bild haben von den Menschen draußen, um dann wirklich ein Produkt zu liefern, das dann diese Superkraft entfalten kann, von der Anita sprach. Sie sagen, wir sind da noch nicht ganz so weit, wie wir sein wollten. Können Sie uns das noch ein bisschen näher erklären? Naja, ich glaube, es besteht immer die Gefahr, und ich beobachte das auch immer wieder bei unseren Redaktionskonferenzen, dass wir natürlich dann doch wieder in das
in das klassische, also nicht ganz mit Schlapphut und Krawatte, wie es Anita Zedina beschrieben hat, aber in dieses klassische Modell zurückverfallen und sagen, Mensch, aber ich möchte es genau so machen, obwohl wir von vornherein wissen, damit erreichen wir nicht viele Menschen. Und ich sage dann auch immer den Kolleginnen und Kollegen, Leute, das Thema ist wichtig und relevant, aber wenn es am Ende niemand anschaut, dann ist es vergebliche Liebesmühe. Wenn, dann müssen wir uns vielleicht nochmal 3 extra Runden drehen, damit es dann die Leute auch wirklich erreicht und wirklich interessant wird und da anknüpft, wo die Leute gerade sind. Und gerade über so eine App zum Beispiel, die wir ja nicht über Algorithmen, sondern haben wir selber in der Hand, wie wir da pushen, da kommen wir ins intimste Leben sozusagen der Menschen rein. Ich meine, das Handy ist ja wirklich so ein Körperteil. Und wenn wir da die Menschen richtig ansprechen oder da abholen bei Fragen, die sie wirklich beschäftigen, ist es ja eine Riesenchance, zumindest die, die wir jetzt schon über die App erreichen, dann da auch richtig zu bedienen. Frau Dobmeier, Sie haben eben gesagt, Sie wissen unheimlich viel über Ihre Nutzer. Wissen Sie genug? Das kommt drauf an, als wer mich das fragt, ne? Also ich würde, die Nutzer würden sagen, ja, viel zu viel. Die Kollegen aus der Datenabteilung würden sagen, mehr wäre besser. Wir wissen zumindest viel genug, um unsere Arbeit sinnvoll zu gestalten, würde ich sagen. Diese Ergebnisse, die wir bekommen von den Nutzerinnen und Nutzern, sind nicht immer schön für uns, ne? Also wir sehen dann natürlich auch, was nicht funktioniert, und wir sehen, dass wir neue Abonnentinnen und Abonnenten generieren, die aber irgendwie nach der Probezeit nicht bleiben bei uns, die wir also nicht halten können. Also wir sehen ganz viele Dinge, die das Arbeiten nicht unbedingt schöner machen, aber die uns helfen, irgendwie es besser zu machen. Und da ist wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Es ist immer so ein bisschen so ein für uns recht schwieriger Grat zwischen, wir sind dateninformiert, ne, und wir nutzen die Daten, um besser zu arbeiten, um sinnvollere Themenentscheidungen zu treffen und Gestaltungsentscheidungen, aber wir lassen uns von diesen Daten nicht treiben. Das ist immer was, das ist für die Kolleginnen und Kollegen extrem wichtig, dass wir da immer wieder darauf hinweisen, zu sagen, schaut auf die Zahlen, schaut euch das an, lernt da draus, lernt auch aus Fehlern, die ihr macht, weil ihr seht, dass Dinge nicht funktionieren, aber bleibt dennoch irgendwie selbstdenkend und entscheidet selbst. Also diese Datengetriebenheit ist was, da reagieren extrem viele Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig abweisend. Ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder andere aus anderen Verlagen oder Medienhäusern Ähnliches erzählen. Also sobald man das Gefühl hat, wir sind nicht mehr Herr unserer Inhalte, sondern wir lassen uns treiben von Zahlen, die uns sagen, mach doch mal, das funktioniert, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, dass es einen Mittelweg gibt, der uns bessere Inhalte schaffen lässt am Ende. Mhm. Und das müssen und sollten wir auf jeden Fall nutzen. Herr Ellers, also die Aussage von Anita Zedina war ja eben, wir zähmen als Journalisten die Algorithmen. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Wie meinen Sie, könnte das gelingen? Also wenn wir über die Frage von künstlicher Intelligenz und Algorithmen reden, dann schauen wir auf der einen Seite auf die, die daraus wirklich übermächtige Werkzeuge gemacht haben, nämlich Facebook und Google und Co. In der Tat, das ist, glaube ich, ein Diskurs, der geführt werden muss, was dort passiert. Inzwischen unter wachsendem politischen Druck, man muss sagen, seitdem Trump weg ist, wächst auch in den USA der Druck auf die Plattformen, nicht nur unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten, sondern gerade auch unter dem Aspekt der Frage, was eigentlich diese Algorithmen in der Gesellschaft bewegen, anrichten, wie sie Meinungen prägen. Aber wir haben auch, ich sage jetzt mal, eine ganz andere und eine positive Seite der KI und der Algorithmen, und das hat Steffi Dobmeier gerade schon angesprochen. Das ist einfach, dass wir heute sehr genau nachvollziehen können, wofür die Menschen uns schätzen und wofür weniger. Und das Unbundling, was Anita beschrieben hat, hat eben auch seine großen Vorzüge. Wir sind in diesem Drive-Projekt mit 10 großen Verlagen dabei, dass wir darüber, dass wir genau messen können in Daten, welche Inhalte bei den Menschen die höchste Bindungswirkung haben. Denn darum geht es ja letztlich. Wir messen in diesem Projekt die sogenannte Media Time. Das ist die Zeit, die Menschen auf unseren Inhalten verbringen, ihre Wiederkehr, ob sie ein Stück bis zum Ende lesen. Und so haben wir ein gutes Gespür dafür, was in welchen Segmenten wie funktioniert. Und dann ist das die Basis, die jetzt entsteht für Personalisierung. Und Personalisierung ist etwas, das gerade die Jungen natürlich inzwischen in der digitalen Welt als selbstverständlich voraussetzen. Also das One-Size-Fits-All-Paket, was Anita beschrieben hat,
Stellen Sie sich mal vor, Sie sind heute ein williger 21-jähriger Student in Frankfurt, der sagt, ja, ich bin hier neu, ich leiste mir mal ein Digitalabo der Frankfurter Neuen Presse. Dann kriegt er exakt das gleiche Inhaltebündel wie seine Großmutter, die das Abo mitgenommen hat ins Altenheim mit 85 Jahren. Die Inhalte sind die gleichen. Und das ist jemand, der kennt Netflix, der kennt Spotify, der kennt Amazon, der kennt YouTube. Alles ist auf seine Präferenzen personalisiert. Und ich rede nicht von Bubbles, die, aus denen man nicht rauskommt, sondern ich sage, ich merke, du bist der Fußballfan und du bist vielleicht der Theaterfan. Dann muss ich darauf Rücksicht nehmen und ich muss Inhalte entsprechend anders ausspielen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass Medien, gerade die, die vom Geschäftsmodell her davon leben müssen, in Zukunft weiterhin Bestand haben. Dafür müssen wir jetzt Voraussetzungen schaffen. Da sind wir aber, der große Peter Drucker sagte, Culture eats strategy for breakfast. Da sind wir genau dort in den Diskussionen, mitten in den Newsrooms bei den Kolleginnen und Kollegen, die sagen, können Sie sich vorstellen, Lokalredakteur meiner Generation, ich weiß am besten, was meine Leser morgen lesen wollen. So, mit dieser Einstellung kommen wir da heute nicht mehr weiter, sondern Jeff Jarvis, der Kollege von Anita Zellina, sagt, allererste Regel für den Journalismus in dieser Zeit, zuhören können. Und unsere Datenmonitoring-Geschichten sind auch nur eine Form von Zuhören, Demut. Hören wir doch mal, was Sie wollen, was Sie haben wollen, wovon Sie mehr haben wollen und dann reagieren wir darauf. Wir sind doch nicht die, das ist ja unser Panel hier, das Sender-Empfänger-Prinzip existiert nicht mehr. Exakt. Wir sind nicht mehr die, die aussenden und da draußen sitzen sie alle brav, das Publikum und konsumieren. Nein, die haben Vorlieben, die haben Präferenzen und die sagen, wenn ihr mein Geld haben wollt, die 30, 40, 50 Euro Abo im Monat, dann bitteschön aber auch für das, was ich wirklich für wichtig und relevant halte. Jetzt will ich nicht reingrätschen, aber bitte. Ich bin ja die Stimme des Publikums und ja, das digitale Publikum fragt analog dazu, von Frau Renate Zingler kommt die Frage nach einer neuen gemeinsamen Mediathek. Da könnte man ja zum Beispiel auch einen Algorithmus haben, der das Ganze personalisiert auf den Nutzer, auf die Nutzerin zuschneidet. Also wie ist das Thema eine neue gemeinsame Mediathek? Könnte das die jungen Menschen catchen? Also Mediathek ist natürlich sicherlich, wenn es als Begriff so benutzt wird, vor allen Dingen ein Thema an die öffentlich-rechtlichen Kollegen. Aber wir hatten gerade in der letzten Woche den Medienbericht der Bundesregierung. Und ich habe in der Vergangenheit da nicht so hingehört, diesmal habe ich sehr genau hingehört, weil die Bundesregierung sagt, wenn die privaten Medien wettbewerbsfähig bleiben wollen gegenüber den großen GAFA-Plattformen aus den USA, dann müssen wir kooperative Plattformmodelle schaffen, in denen Skaleneffekte sind, in denen wir uns vieles teilen können. Dieses Drive-Projekt, was ich gerade erwähnte, ist sowas. Datenanalyse muss nicht jeder selber machen, da muss nicht jeder selber viel Geld für Algorithmen ausgeben, das können wir zusammen machen. Und ich denke auch die Frage, wie die Qualitätsmedien in Deutschland zu Austauschmechanismen kommen, die Personalisierung ermöglichen. Die Anläufe gab es, der frühere ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Wilhelm hat das mal angestoßen, dann gab es leider in Berlin einige beim BDZV, die das nicht so gut fanden. Ich glaube, diese Frage wird automatisch wieder aufs Podium kommen. Wir müssen gucken, dass wir die Qualitätsinformationsinhalte, dass wir die an einem Ort technisch so bundeln können, dass jeder das bekommt, was für ihn relevant ist. Und da machen wir zwischen einem tollen Stück des Hessischen Rundfunks und der Frankfurter Neuen Presse erstmal gar keinen Unterschied. Herr Hovenlick, möchten Sie zu der Mediatheksgeschichte was sagen? Gerne. Gestern, ist also nicht medienpolitisch meine Kragenweite und auch nicht meine Zuständigkeit, aber gestern haben ja der Intendant des ZDF und die Vertreter von der ARD ja diese Idee des Streaming-Netzwerks vorgestellt. Also es gibt keine gemeinsame Supermediathek von ARD und ZDF, sondern man bleibt jeweils in der ARD- oder ZDF-Umgebung. Aber im Hintergrund sozusagen, ähnlich wie es jetzt hier auch beschrieben wurde, arbeitet man technisch zusammen und ich kann dann zum Beispiel auch in der ZDF-Mediathek den Tatort schauen. Also ich muss es nicht verlassen, die Mediathek, um dann auch Produkte des jeweils anderen Senderverbunds schauen zu können. Und auch die Empfehlungsalgorithmen, die es dort gibt, auch Personalisierungsmöglichkeiten über einen gemeinsamen Login und so weiter, werden auch zusammengedacht und zusammengelegt. Also so ein bisschen, wie es Meinolf Ellers jetzt für Verlage und so weiter beschreibt, so ist die Idee hinter dem Streaming-Netzwerk, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt so im Laufe der nächsten 2 Jahre nach und nach ausgerollt werden soll. Also keine gemeinsame Mediathek, wie die Kollegin gefragt hatte, aber sozusagen eine
eine deutlichere Verschränkung, die es den Nutzerinnen und Nutzern möglichst einfach macht. Weil wir haben ja auch im Alltag, das möchte ich auch noch kurz ergänzen, macht man immer wieder die Erfahrung, dass natürlich gerade auch eine Differenzierung zwischen verschiedenen Medienmarken nicht immer gelingt. Nicht jeder, selbst medienaffine Menschen wissen immer, dass die Tagesthemen nicht im ZDF laufen oder umgekehrt oder so. Von daher, glaube ich, kommt das der Nutzungsrealität und den Wünschen von Nutzerinnen und Nutzern sehr, sehr nah. Frau Selina, was sagen Sie denn zu den eben diskutierten Vorschlägen? Sind das wichtige strategische Pflöcke, die man da einschlägt, oder ist das alles noch ein bisschen wenig? Ich nehme an, Sie meinen die Mediatheken. Die Mediathek und sag mal, eine digitale Infrastruktur zur Datenauswertung, ja. Was Herr Ellers eben auch angesprochen hat. Ja, ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Ich glaube, wir sind in einer Medienrealität aktuell, in der es de facto unmöglich ist, selbst für die größten Häuser sämtliche Technologie Investitionen zurückzumonetarisieren. Wir wissen alle, dass das Invest in Technik und dazu gehören auch techniknahe Rollen von Datenanalyse über digitales Marketing, CRM-Systeme, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Automatisierungssystemen, aber eben auch tatsächlich alles von Redaktionssystemen bis Login-Systemen und Paywalls, ein unfassbarer Kostenfaktor ist, gerade auch deshalb, weil natürlich viele Häuser da einiges aufzuholen haben von den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Jetzt ist der klassische Zugang der Medienwelt, und ich glaube, das weiß jeder, der in der Medienlandschaft schon einige Zeit lang arbeitet, dass wir uns ein bisschen schwer tun mit Kollaboration. Kollaboration ist jetzt sozusagen nicht ganz tief drinnen in der DNA von Medienhäusern, weil sehr lange Zeit wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass unser Hauptgegner das Medienhaus neben uns ist. Jetzt stellt sich aber heraus, das ist gar nicht unser Hauptgegner. Unser Hauptgegner, wenn wir schon so martialisch bleiben wollen, sind große digitale Plattformen. Und unser Hauptproblem ist ein sich veränderndes Nutzungsverhalten und sich verändernde Geschäftsmodelle, dem wir noch nicht genug entgegenzusetzen haben. Plötzlich macht es also viel mehr Sinn, über Kollaborationen gerade in diesen großen infrastrukturellen Problemen nachzudenken und gemeinsam da rein zu investieren. Das heißt jetzt nicht, dass man sozusagen das alles ein redaktioneller Einheitsbrei wird oder werden soll. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man seine redaktionelle Identität und gerade die Nische, die man bedient, dass man eigentlich sogar noch klarer wird, was unterscheidet uns inhaltlich vom Zugang her von den anderen Häusern. Aber ich glaube, dass es einfach eine gewisse infrastrukturelle Basis gibt, Datenanalysesysteme, Streaming-Systeme etc., wo es wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht, dass jedes Haus versucht, das Rad neu zu erfinden, das Geld rein investiert und versucht, das selber etwas aufzubauen mit diesen massiven Invests. Und ich bin sehr froh zu sehen, dass es in vielen europäischen Ländern jetzt Stück für Stück Initiativen gibt. Eine wurde gerade angesprochen mit den gemeinsamen Streaming-Plattformen. Es gibt in der Schweiz eine Login-Allianz. Es gibt in Frankreich Versuche der gemeinsamen Datenanalyse und Login-Allianzen. Es gibt in Österreich da wird an einer Werbevermarktungs-Digital-Allianz gearbeitet. Also ich glaube, wir bewegen uns endlich in eine Welt, wo Kollaboration kein Tabu-Wort mehr ist und wo Medien sich idealerweise ihre Ressourcen dann tatsächlich auf das konzentrieren können, was sie eigentlich besonders und einzigartig macht. Frau Dobmeier, direkt dazu und dann Freddy Stehn als Anwalt oder Sprecher des Online-Auditoriums. Bitte, Frau Dobmeier. Nur eine Ergänzung dazu. Ich glaube, dass sogar noch ein Schritt vorher losgeht, dass ich feststelle und was sich aus meiner Sicht wirklich verändert hat in den letzten Jahren, in denen ich in dem Bereich gearbeitet habe, ist ein Wachstum des Informationsaustauschs alleine schon zwischen Redaktionen. Das gab es, als ich angefangen habe, in der Form nicht. Also, dass man wirklich sich ausgetauscht hat, gesagt hat, wir haben das ausprobiert, es hat funktioniert, es hat nicht funktioniert. Ah, ihr wollt es auch machen. Ah, ich kann euch sagen, bei uns war das irgendwie nicht so erfolgreich. Alleine dieses Aufeinanderzugehen, sich austauschen, einfach im Gespräch bleiben, sich über Projekte austauschen, über auch so Geschichten wie, wir haben einen Artikelscore etabliert, den könnt ihr auch haben, wenn ihr wollt, die Arbeit müsst ihr euch nicht selber machen. Also ich glaube, noch bevor es darum geht zu sagen, richtig digitale Infrastruktur aufzubauen, einfach den
das Lernen von den Fehlern und von den Erfolgen der jeweils anderen Medienunternehmen. Das ist was ich extrem zu schätzen gelernt habe in den letzten Jahren, und das war aus meiner Sicht vor 10 Jahren vielleicht noch nicht so. Also da hat sich echt viel getan. Das heißt, wir versuchen schon auch uns gegenseitig zu helfen und irgendwie zu sagen, hey, wir müssen irgendwie gemeinsam an Sachen auch arbeiten. Ja, vielleicht parallel dazu kann man an der Stelle erwähnen, auch die großen internationalen Rechercheverbünde sind ja auch Formen der Kollaboration. Freddy Steen als... Ja, ich denke, die Frage nach Kollaboration hat hier ganz viele Anregungen aufgeworfen. Andreas Nöten vom Deutschen Beamtenbund fragt, warum gibt es denn oft nur diese Digitalabos, wie vorhin angesprochen? Warum tun sich denn Verlage schwer mit Micropayment-Systemen, die viele Verlagsangebote bündeln und zugänglich machen? Und er meint, die Leute wären wohl durchaus bereit, Geld zu zahlen, aber eben nicht halt auf fixer Monats- oder Jahresbasis, sondern flexibel und vor allem einfach. Warum? Herr Ellers, haben Sie da eine Antwort drauf oder Frau Dobmeier? Eine ganz schnelle Antwort. Es gab ja der eine oder andere hat es mitbekommen, die Bundesregierung wollte ja eine Verlagsförderung machen mit 220 Millionen. Das ist dann an vielen, vielen Gründen wieder mal gescheitert. Aber eines der Schlagwörter, das in diesem Zusammenhang immer kam, war das Spotify für News. Wir brauchen ein deutsches Spotify für News. Das ist nur leider, und da wird Steffi Dobmeier ein Lied von singen können, der Tod eines jeden Lokal- und Regionalzeitungsverlages. Denn wenn wir einen nationalen Kiosk machen, wie Apple News, dann würden Spiegel und FAZ Hurra schreien, weil die mit den nationalen Inhalten, die würden immer gebucht, weil die Leute kennen die Marken. Aber die Lokal- und Regionalzeitungen, die würden so ein nationales Kioskportal, die würden nur Almosen bekommen. Und dabei ist es wichtig zu wissen, dass für Schwäbisch Media heißt es ja, nicht nur Schwäbische Zeitung, das ist die zentrale Informationsmarke der Region und das wichtigste Gut, das sie hat, noch vor den tollen Inhalten, die Frau Dobmeier und ihr Team produzieren, ist die lokale Kundenbeziehung. Und wenn Sie die abgeben, dann haben Sie als Verlag aufgegeben, dann ist alles vorbei. Weil diese Kundenbeziehung ist gerade auch im digitalen Zeitalter das wichtigste Gut, das zumindest die Gattung Lokal- und Regionalzeitung vor Ort hat. Darauf baut sich Vertrauen auf, damit werde ich der Lebenspartner für die Menschen vor Ort und gebe Orientierung. Aber wenn ich die abdelegiere an irgendein zentrales Portal, das da irgendwo in Berlin oder München sitzt, dann ist das weg. Deswegen sind wir da, wir gehen einen ganz anderen Weg, wir sagen, du bist Abonnent der Frankfurter Neuen Presse digital, aber stell dir vor, wenn du gebürtig aus Heidelberg kommst und lebst hier, dann werden dir Inhalte der Rhein-Neckar-Zeitung zusätzlich ausgespielt. Du verlierst also nicht den Kontakt zu deiner Heimat, du musst nicht zusätzlich die Rhein-Neckar-Zeitung beziehen, sondern wichtige Lokalinhalte aus Heidelberg kommen zu dir über dein Abonnement der Frankfurter Neuen Presse. Das ist Personalisierung, wie wir uns das vorstellen. Und dann habe ich den Effekt, dass die Zielgruppen sagen, ich möchte Personalisierung, ich möchte bitte die Inhalte, die mich wirklich interessieren, aber bitte nicht auf Kosten dieses wichtigen lokalen Kundenbeziehung zum Lokalverlag. Möchten Sie das ergänzen, Frau Dobmeier? Ich unterschreibe das alles vollständig. Ich glaube nicht, dass darüber nicht gesprochen wird. Also ich kann nur für meinen Verlag sprechen. Das sind natürlich andere Menschen, die in der Verantwortung sind in diesen Bereichen, klar. Aber die Frage, welche Abo-Modelle wir haben, haben wir eine Registrierung, bevor wir zur Paywall kommen, ist bei uns das Digital-Abo im Print-Abo inkludiert? Wie sieht es mit dem E-Paper aus? Ist es nur ein E-Paper, das man bekommt, wenn man ein E-Paper-Abo hat, oder bekommt man gleich die gesamten 19 Lokalausgaben, die wir haben, dazu und so weiter? Das ist tatsächlich ein dauerhaftes Thema. Die Gründe dafür liegen sicherlich eher auf der Verlagsseite, warum Dinge so entschieden werden und nicht anders. Aber ich glaube, experimentiert wird wahnsinnig viel. Und nur weil vielleicht dieses Abo noch nicht angeboten wird, heißt es nicht, dass vielleicht nicht schon Schritte gegangen werden, dass man vielleicht tatsächlich ein Micropayment hat, dass man eine Tagespauschale hat, dass man einen Wochenpass hat, wie auch immer. Ich glaube, dass da viel experimentiert wird. Aber gerade, da hat Herr Ellers wirklich recht, Verlagsseite ist diese Kundenbeziehung schon etwas, was man nicht unterschätzen darf. Auch Sie hier im Saal sind herzlich eingeladen, wenn Sie etwas fragen, kommentieren möchten. Lassen Sie es mich wissen. Es gibt ein Mikrofon und schon geht's los. Sprachen. Vielleicht ein Hinweis, wir reden ja auch über das Ende des Sender-Empfänger-Prinzips, und Kollaboration ist ja nicht nur etwas zwischen den Profis, also den Medienhäusern, den Journalisten, sondern was wir gerade bei Use the News in dem Medienlab mit ja
15 Medienpartnern. Übrigens interessanterweise, auch das ist selbst eine Kollaboration, weil wir es geschafft haben, öffentlich-rechtliche und private Partner dort zusammenzubringen, weil wir sagen, die Frage, wie wir die jungen Zielgruppen in den Nachrichten halten, ist eine, die verträgt keinen Gattungsstreit. Und da ist auch egal, ob du öffentlich-rechtlich finanziert bist oder privat, wenn die uns weglaufen und keine Nachrichten mehr für ihr Leben für relevant halten, dann haben wir beide verloren. Also, das machen wir gemeinsam. Und was wir dort erproben, ist die Frage, Steffi Dottmeier weiß, wenn sie ihre Digitalabos misst und sieht, wie die Nutzer sich verhalten, die größte Angst ist, wenn das Engagement runtergeht. Also das sogenannte Engagement heißt, wie aktiv sind denn die Nutzer, wenn sie unsere Angebote nutzen? Und wenn das Engagement runtergeht, weiß ich, das nächste wird die Kündigung sein. Und dieses Engagement ist etwas, das bei den Jungen, zumindest bei einem Teil, auch ganz wichtig ist. Also wir überlegen, kommen wir vielleicht zu Modellen, wo lokale Medienhäuser zum Beispiel und Schulen mit den Schülern Projekte machen, aber nicht klassisches Zeitung in der Schule. Am Montag kommt ein Stapel gedruckte Zeitungen in die Klasse und der Lehrer sagt, habt ihr mal gesehen, was Cooles hier auf dem Tisch liegt? Ja, das können Sie heute, das ist fast markenschädigend, wenn Sie das machen. Aber wenn wir das auf den digitalen Plattformen machen, also auf den Kanälen, auf denen die Jugendlichen unterwegs sind, und wir lassen sie gemeinsam, da ist eine Redaktion dabei, da ist ein Journalist dabei, es geht um Quellen, es geht um Handwerk, das lernt man dabei, aber es produzieren die Jugendlichen. Indem sie zum Beispiel, wir werden jetzt eine Geschichte machen mit einem Startup, die machen Augmented Reality, waren gerade nominiert für den Grimme Online Award, haben unter anderem die Gedenkstätte Dachau gemacht. Und da geht jetzt eine Zeitung her und sagt, wir haben hier eine historische Stätte und diese Klasse macht mit Inhalten der Zeitung diesen historischen Ort sichtbar über Augmented Reality. Und jetzt stellen Sie sich vor, diese Mädels und Jungs, wenn die aus der Schule kommen, dann laden die ihre Kumpels und Freunde an und sagen, habt ihr gesehen, das haben wir gemacht, guck mal wie geil. Hol mal dein iPhone raus, guck mal, was wir gemacht haben. Das ist was anderes, als wenn einer der Klasse am Ende in Zeitung in der Schule einen Artikel schreiben durfte, der gedruckt wird. Also Engagement, das sogenannte Co-Creation, können wir aus der Zielgruppe Leute gewinnen, gemeinsam mit uns zu erzählen und darüber ein Verständnis zu wecken, wie wichtig Journalismus ist, wie er funktioniert, was gesicherte Quellen sind und so weiter. Da haben wir Riesenmöglichkeiten, aber wir müssen mal anfangen. Sagen Sie insgesamt mal, wie weit diese Stufe 2 Ihrer Use-the-News-Rakete gezündet ist und wo Sie gerade, in welchem Orbit sie sich befindet. Also Sie haben jetzt ein Projekt geschildert. Gibt es da noch mehr, worüber Sie berichten können? Also wir sind jetzt dabei, dass wir überhaupt die zweite Phase von Use-the-News starten. Die wird mindestens bis 2025 gehen. Und ich sagte ja, das Lab haben wir parallel schon zur Studie gestartet. Wir werden in wenigen Tagen, ich glaube Anfang Juli ist es soweit, werden wir das Use-the-News Playbook veröffentlichen. Das wird zunächst mal ein richtig schön gemachtes, von Studenten gestaltetes Buch sein. Das gibt es natürlich auch als PDF zum Download. In Kürze wird es aber auch eine coole Webdomain sein, auf der Lehrer, Frau Schröter und ihre Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wo gibt es denn was? Jugendliche, die sagen, wir greifen uns das Thema selber, warum sollen wir da auf den Lehrer warten? Da gibt es was ganz Neues, das wollen wir machen. Mhm. Und natürlich lokale oder auch nationale Medienhäuser, die sagen, was gibt es denn an sogenannten Best Practices? Das alles wollen wir dort zusammenfassen, damit wir so viel Praxiswissen, so viele Erfolgsbeispiele wie möglich dort dokumentieren, wie im Kochbuch. Und sagen, erzählt uns bitte nicht, ihr wisst nicht, wie es geht. Es ist alles da, wir zeigen euch, wie man es macht und fangt einfach an. Frau Dobmeier, nach welchem Rezept würden Sie gucken in diesem Kochbuch? Also ich glaube schon, dass eine der großen Herausforderungen wirklich ist, wie wir Medien so übersetzen, dass wir Menschen erreichen, die wir jetzt noch nicht erreichen, in dem Fall tatsächlich eher jüngere Leute. Mhm. Also ich glaube, das ist schon ein Thema, das wahrscheinlich allen Medienhäusern und Verlagen total bewusst ist. Ich glaube, für viele ist es kein mittelbares Problem, weil es einfach viele, viele andere Probleme gibt, die gerade so anstehen. Das heißt, das ist ja oft so das Problem von Verlagshäusern, dass sie die Probleme, die akut sind, behandeln und man aber eigentlich schon drei Schritte weiterdenken müsste. Aber das fühlt sich in dem Moment noch nicht so ganz schlimm an, deswegen schiebt man es noch ein bisschen nach hinten. Also ich glaube, die Überlegung, was machen wir, also wie sieht das in 20 Jahren aus, wenn unsere Nutzerschaft einfach eigentlich nicht mehr existiert, so wie sie jetzt existiert. Und ich glaube, dass das was ist, da gibt es ja schon ganz viele verschiedene Projekte in verschiedenen Medienhäusern. Es gibt Medienhäuser wie die Notz zum Beispiel, die haben eine Webseite gegründet, die heißt Neo. Das ist so ein bisschen
so wie Bento in etwa, jetzt mal ganz grob gesagt, für ein regionales Medienhaus. Wir zum Beispiel versuchen das hauptsächlich über Instagram, das ist also unser erster Schritt zu sagen, wie kriegen wir junge Leute erreicht mit unseren Inhalten, die über unsere Plattformen bisher einfach nicht erreicht werden. Was ist denn jung jetzt? Ja, das ist dann, da bin ich, ich habe vorher mit Herrn Ellers schon drüber gesprochen, es ist ganz, ganz schwierig, weil zwischen 18 und 40 oder 18 und 35, es sind gefühlt vier Zielgruppen, ne? Also die 18- bis 25-Jährigen, verhalten sich komplett anders wie die Mitte 20 bis Ende 30-Jährigen. Wir stellen fest, dass wir über Instagram erstaunlicherweise eher die 25 bis 35-Jährigen erreichen, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht, wobei die Jüngeren wahrscheinlich eher bei TikTok unterwegs sind und nicht mehr so sehr auf Instagram. Das würde das bestätigen, was Ellers vorhin auch schon gesagt hat. Aber ich glaube, die eine Lösung dafür zu finden, wie Medienmarken bezahlbare Inhalte oder junge Leute dazu bekommen, für die eigenen Inhalte doch so etwas wie ein Abo abzuschließen oder Geld zu bezahlen, das wird eine extrem oder ist eine extreme Herausforderung, mit der sich, glaube ich, viele noch zu wenig beschäftigen, weil es einfach nicht so gefühlt mittelbar ein Problem ist. Ja. Ich frage nochmal Herrn Huvendick, welche Seite oder welches Rezept würde er denn in diesem von Herrn Ellers angekündigten Kochbuch gerne finden wollen? Ich kann ganz vieles teilen, was Stefanie Dobmeier gerade gesagt hat. Will vielleicht den Punkt auch aufgreifen, den Meinolf Ellers noch gesagt hatte, in Sachen Community Building und Menschen ernst nehmen und einbinden. Ich glaube, es geht nichts über das persönliche Gespräch und in Schulen ist das natürlich prima, aber man erreicht dann doch immer relativ wenige. Also sozusagen der Multiplikationsfaktor ist nicht ganz so hoch. Wir fragen mal, das Netzformate im Fernsehen sind ja uralt und hatten früher halt auch so eine Haltung, wir gucken mal in dieses fremde Internet und Anita Zelina hat es gesagt, man kann das nicht mehr trennen, sondern es ist einfach wie, es sind einfach andere Diskursräume, aber im Grunde egal, ob sie auf der Straße stattfinden oder im Netz. Und wir haben in unserem ZDF heute live, also dem Livestream-Angebot, das wir haben, ist es von Anfang an so gewesen, dass wir immer, also wenn wir beispielsweise eine PK haben von der Ministerpräsidentin, Ministerpräsidenten zu Corona, dass die Moderatorinnen und Moderatoren immer ganz selbstverständlich und übrigens auch selber, sie brauchen keine Stimme aus dem Netz mehr, sozusagen die Fragen weiterreichen an PolitikerInnen oder ExpertInnen in der Runde. Und das funktioniert für mich sehr, sehr prima. Im Übrigen, selbst wenn da Fragen gestellt werden, die wir als Profis nie stellen würden, weil uns schon klar ist, was die Antwort ist oder dass das einfach so nicht funktionieren kann, die machen am Ende das Produkt besser und unterhaltsamer, glaube ich. Also, weil da wird was gestellt, was wir vielleicht als Journalisten mit der professionellen Schere im Kopf oder mit all unserem Wissen einfach nie uns trauen würden zu fragen. Und da kommt dann was ins Gespräch, das sonst nie da wäre. Also ich meine, das ist nur ein Weg, aber wir stellen schon fest, dass sich auch durch diese Einbindung grundsätzlich die Qualität der Diskussion unter den YouTube-Videos zum Beispiel deutlich verbessert hat. Also indem man wirklich ganz selbstverständlich und wirklich auch versucht, auf Augenhöhe als Moderator, Moderatorin mit den Nutzerinnen umzugehen in solchen Debatten. Ja, gibt es, ich nehme das auf, gibt es aus dem Online-Auditorium noch eine Frage? Gibt es. Es ist im Grunde ein Themenwechsel und fast so eine Art Vorwurf. Und kommt von Helmut G. Bauer. Wenn die Medien noch Rolle der vierten Gewalt haben, müssen sie auch unbequeme Themen aufgreifen. Wie verbindet man das mit dem Servicegedanken, den Nutzer nur zu bedienen und nicht zu fordern? Herr Ellers, Sie nicken. Fang an. Genau der Punkt, den wir auch ständig diskutieren. Ne? Also das ist genau diese Frage, sind wir nur noch getrieben von dem, was der Nutzer möchte oder haben wir eine eigene Verantwortung, eine eigene Funktion als Journalisten, auch Dinge einfach anzustoßen, Debatten voranzutreiben, Dinge aufzuklären und so weiter. Und ich glaube, es muss immer eine Mischung sein. Ne? Also
der Nutzer kann nichts von uns erwarten, von dem man nicht weiß, dass er es bekommen könnte. Ne? Und ich glaube, dass wir durch das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer schon auch sehen, was sind Themen, die von Interesse sind, auf welchem Wege kommen die bestenfalls zu den Menschen. Und darüber hinaus gibt es natürlich immer Themen, darüber sprechen wir sehr häufig, es wird immer Themen geben, die wir trotzdem machen. Das hat der Kollege vorhin auch schon gesagt, egal was der Algorithmus sagt, egal was die Daten sagen, es wird Themen geben, die wir immer machen, weil es unsere Pflicht ist, weil es unser Job ist, Themen zu platzieren. Auch wenn wir vielleicht wissen, dass es andere Themen gäbe, die jetzt mehr Reichweite generieren würden, mit denen wir mehr Aufmerksamkeit bekommen würden und so weiter. Aber da, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Herr Ellers. Ich vermute, also hinter dieser Frage steckt eigentlich nochmal ein ganz grundsätzliches Ding. Nämlich die Frage, wozu ist denn Regionalzeitung oder Lokalzeitung eigentlich da? Und diese, wenn man die einer 16-Jährigen heute stellt in der Klasse und sagt, wofür ist sie eigentlich da? So, man kann ja schlecht sagen, da sind Informationen, die werden jeden Tag auf Papier gepresst und werden dir dann in den Postkasten gesteckt. Dann sagen sie, was soll das denn? Also man muss heute tatsächlich mal sehr viel grundlegender darüber nachdenken, was ist denn eigentlich Neudeutsch unsere Value Proposition, der Wert, den wir schaffen. Und da gibt es inzwischen weltweit hochspannende Diskussionen, die reihen sich journalistisch um das Thema Constructive Journalism und die reihen sich im Geschäftsmodell um den Begriff von Membership. So, was heißt das denn eigentlich? Das heißt, wir sehen die Menschen da draußen in großer Zahl, also insbesondere die, die in der Region verankert sind, die ihre Kinder dort großziehen, die nicht in die weite Welt wollen. Man spricht im Neuromarketing von den sogenannten Harmonizern. Das sind so etwa 30% der Bevölkerung. Was wir über die wissen, ist, die wollen nicht ständig alles problematisiert haben. Die wollen nicht dauernd investigativer Konflikt und der Bürgermeister ist eine Pfeife und drei Kommentare dazu. Die wollen schon, dass der Finger in die Wunde gelegt wird, aber die haben ein Interesse an Lösung und Perspektive. Also das heißt, im Sinne von Constructive Journalism zu sagen, klar, da ist ein Korruptionsthema, aber da wird ermittelt, da gibt es die und die Nachfolgediskussion und das bedeutet, dass das und das und so kann man das künftig verhindern. Was dahinter steckt ist, Peter Glotz hat uns schon in den 80er Jahren gesagt, die erste Aufgabe des Journalismus ist, Anwalt des öffentlichen Gesprächs zu sein. Und ich würde sagen, aus dem öffentlichen Gespräch, dessen Anwalt wir sein sollen, müssen Lösungen entstehen. Mit anderen Worten wird man es einfach ausdrücken, die Menschen sollen uns wahrnehmen als die Kümmerer der Region. Kümmerer. Das heißt nicht, dass wir wissen, was die Lösung ist, aber wir moderieren sie. Und ich fand immer, ich will den Kollegen nicht zu nahe treten, aber Stuttgart 21, da hat zwei Tage vor der großen Volksabstimmung hat die Stuttgarter Zeitung gesagt, wir sind jetzt pro. Toll, damit haben sie 50% der Bevölkerung vor den Kopf gestoßen. 50% der Community. Dann sage ich doch lieber als Stuttgarter Zeitung, das ist die Frau Pro in der Redaktion und das ist der Herr Kontra und die bleiben das bis zum Schluss mit allen Argumenten. Aber das, was wir geschafft haben, ist bis zur Volksabstimmung, jeder ist gehört worden. Jedes Argument haben wir gewogen. Und mehr können wir nicht tun, jetzt habt ihr die Wahl. Aber wir haben euch schlau gemacht, wir haben euch alle Wege aufgezeigt zur Lösung. Und das müsste meiner Ansicht nach heute die Neupositionierung von regionalen Zeitungsmarken sein, zu sagen, egal über welche Generation, wir sind die Kümmerer, die sich um die Lösungen kümmern. Sagt uns eure Probleme, wir kümmern uns. Frau Selina, gilt das nur, wir kommen ziemlich zum Schluss. Wenn Sie ganz, ganz kurz sind, Herr Hubendick, dann ja. Dann lasse ich gerne Anita den Vortritt. Ich bin noch gar nicht zurück. Ist das dieser neue Ansatz, dieser andere Ansatz, also Constructive Journalism, lösungsorientiert zu beschreiben, nur der Ansatz für die Regionalzeitung, den Herr Ellers gerade beschrieben hat, Frau Selina, oder geht der darüber hinaus? Also unabhängig von dem Thema Constructive Journalism, was ja nur eine der vielen Spielarten ist, es gibt, glaube ich, dass Lokalmedien legen einfach unter die Lupe, was eigentlich alle Medien betrifft. Also sie legen in Lokalmedien sieht man noch extremer die Trends und Entwicklungen auf der wirtschaftlichen Seite, aber auch die Möglichkeiten auf der Zielgruppenseite. Das heißt, in Wirklichkeit kann man sagen, wenn wir an Regionalmedien Innovation vorantreiben, neue Geschäftsmodelle entwickeln und entsprechend uns näher an den Nutzer, die Nutzerin, den Leser, die Leserin bewegen, dann werden da auch Learnings drin sein für große überregionale Medienhäuser. Das, was ich, glaube ich, sagen kann, ist, ich verstehe ein bisschen diese Angst, die manchmal da ist, zu sagen,
ja, heißt denn jetzt diese ganze Datenanalyse und dieses ganze Nutzerzentrierte? Wir schauen uns einfach an, was am meisten angeklickt wurde, und dann machen wir einfach nur noch, wie man so schön sagen würde, Cats and Kardashians und sonst nichts mehr. Also nur noch diese Entertainment-Stücke. Und das ist eigentlich der Gegenteil, das Gegenteil von dem, was es bedeutet. Denn wenn wir uns tatsächlich ansehen, wenn wir mit Menschen sprechen, dann sind da ganz viele Themen, die Menschen bewegen. Das ist nicht, dass die, man darf da nicht annehmen, dass unsere Zielgruppen alle irgendwie dumm sind und nur seichte Klickgeschichten wollen. Im Gegenteil, Menschen fragen sich, wo soll ich mein Kind zur Schule schicken? Wie soll ich mit der Corona-Krise umgehen? Wie soll ich mit meinem, ich habe Angst um meinen Arbeitsplatz, wie soll ich mich beruflich verändern? Das sind ganz große, ganz massive Themen, die Medien und gerade Lokalmedien mit einer lokalen Linse sozusagen, einer lokalen Perspektive extrem gut aufgreifen können. Und das sind nicht nur irgendwelche seichten Clickbait-Geschichten. Also ich glaube, man muss da auch den Zielgruppen ein bisschen, vielleicht ist das etwas, was wir lernen müssen, wenn ich es zusammenfassen soll. Denn lernen unseren Lesern, Leserinnen, Zusehern, Zuseherinnen und Kunden auch das Vertrauen entgegenzubringen, dass die nicht mal per se dumm sind, sondern im Gegenteil, dass die sehr wohl Interesse haben an Informationen, an diesem Empowerment, von dem wir vorher gesprochen haben, an dieser gesellschaftlichen Teilhabe. Das war das Schlusswort, Frau Selina. Ganz herzlichen Dank für Ihren Input, Ihre Beiträge. Herrn Huvendick nach Mainz, vielen herzlichen Dank. Herrn Ellers, Frau Dobmeier, herzlichen Dank, dass Sie nach Frankfurt gekommen sind, um mit uns zu diskutieren. Und Ihnen vielen Dank für Fragen und fürs Zuhören. Wir gucken jetzt darauf, was zu tun ist, welche Weichenstellungen der politischen, der gesellschaftspolitischen, vielleicht der bildungspolitischen, aber vor allen Dingen der medienpolitischen Art jetzt zu stellen sind. Und das wird Ottfried Jarren für uns tun. Ottfried Jarren, für alle, die ihn nicht kennen, ist einer der herausragenden deutschsprachigen Kommunikationswissenschaftler, der immer das gesamtgesellschaftliche Gefüge im Auge hat und die Anforderungen an die Politik sehr deutlich zu verstehen, zu formulieren versteht. Er ist seit 1997 an der Universität Zürich, die hat ihn aus Hamburg weggelockt. Er hat an beiden Universitäten die Institute für Medienforschung geleitet und er hat mit vielen Denkanstößen die Debatte geprägt. Er ist in der Schweiz seit 2013 der Präsident der EMEC, das ist die Eidgenössische Medienkommission. Und er hat jetzt, Herr Ellers hat es eben kurz angesprochen, in dem Gutachten der Bundesregierung oder in dem Bericht der Bundesregierung zur Lage der Medien mit einem grundlegenden Gutachten einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet. Und da geht es um die kommunikative Infrastruktur. Nun also zu Ottfried Jarren und seinem Denkzettel, der den Titel hat zwischen Teilhabe und Beeinflussung. Wir grüßen Sie herzlich, Herr Jarren. Herzlichen Dank an Sie alle, liebe Frau Scheithaler. Herzlichen Dank für die Vorstellung. Ich teile jetzt erstmal mit Ihnen meine PowerPoint. Das dauert wahrscheinlich einen Moment, dann steige ich aber auch gerne ein. Ich hoffe, dass das alles funktioniert und dass Sie alles bestens sehen können. Und sonst bitte ich die Regie einfach um einen kritischen Hinweis. Ist alles in Ordnung? Vielen Dank. Alles ja, wunderbar. Meine alles Damen und Herren, Denkzettel sind ja bekanntlich keine Kopfnüsse. Und das Format Denkzettel finde ich ein kluges Format. Ich kannte das gar nicht in der Form. Und ich will mir erlauben, mir einfach noch mal ein paar Dinge aufzugreifen aus der Diskussion, die mich sehr überzeugt haben. Herr Ellers hat was sehr Wichtiges ausgesprochen, dass er dabei noch Peter Glotz erwähnt hat, hat mich natürlich persönlich sehr gefreut, weil ich Peter Glotz außerordentlich geschätzt habe. Er hat gesagt, wir müssen anfangen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den wir alle uns zu Herzen nehmen müssen. Ich gehe auch noch mal darauf ein. Wir haben Beiträge gehört von Frau Messmer, Frau Schröter und Frau Cortesi, die die Gestaltungsfrage, was muss man tun, was sollte man tun, angesprochen haben. Und Sie haben einen Begriff häufig benutzt, den ich auch teile, das heißt kollaborativ. Wir müssen etwas tun, wir müssen kollaborativ gestalten.
Wir haben die Kompetenzfragen angesprochen bekommen. Da hat Herr Fasko eine wunderbare, wichtige Frage gestellt. Kompetenz ist nicht das Problem von Kindern und Jugendlichen. Kompetenz ist in diesem Wandel, dieser Geschwindigkeit der Marktveränderung eine Frage an uns alle, mich eingeschlossen. Das heißt, die Kompetenzfrage ist viel breiter zu beantworten, als sie bislang beantwortet wurde. Und last but not least, wichtig auch mit der Diskussion, die wir zum Schluss geführt haben, es gibt eben Unterschiede. Nicht alles ist gleich, sondern wir haben immer mehr Differenzierung, immer mehr Unterschiede und nicht alles ist partizipativ. Und so ist es selbstverständlich klar, dass Journalismus als Profession nicht kollaborativ arbeitet, sondern nach professionellen Regeln und Standards das macht, während es andere Formen gibt, wo kollaborativ getauscht, ausgetauscht und dialogisch miteinander kommuniziert wird. Den Unterschied zu verwischen, wäre ein Problem. Und wir wissen alle, weshalb Journalisten wichtig sind und die Medien wichtig sind, weil sie etwas Besonderes leisten. Im Unterschied zu fast allen Organisationen, auch Plattformen, haben sie einen großen Vorteil. Sie haben Abonnenten, sie haben Kunden, aber sie haben keine Mitglieder. Das heißt, sie vertreten nicht Mitgliederinteressen wie diejenigen, die Plattformen betreiben und dort Community-Interessen verfolgen müssen. Sie agieren, der Journalismus, als Dritte. Das macht sie wertvoll. Das macht sie unabhängig und das Beispiel wurde ja gebracht, Stichwort Frankfurt. Diese Besonderheit, glaube ich, sollten wir und müssen wir beachten. Ein großer Punkt, und auf den gehe ich am Anfang ein, das wird den Denkzettel sozusagen rahmen, ist ein Problem, was ich sehe und ich beschreiben würde mit Komplizenschaft. Das meine ich nicht bösartig oder nur kritisch, wir alle als Komplizen. Hört sich nicht gut an, ist auch nicht so gemeint. Aber Sie haben die Konflikte der letzten Jahre ja alle mitbekommen. Die Frage Urheberrecht. Wie gestaltet man das Urheberrecht? Da gab es kräftige Konflikte über diejenigen, die gesagt haben, alles gehört auch uns. Oder denen, die gesagt haben, nein, es gibt Urheber. Oder denken Sie an die Upload-Filter-Diskussion. Also ist das eine Art Zensur, wenn eine Filtertechnologie eingesetzt wird? Oder schauen Sie die Debatte der letzten Tage an, da geht es um Microsoft, wo Schülerinnen und Schüler protestieren dagegen, dass man ihnen Microsoft wegnimmt. Die Armen dürfen die Standardsoftware eines US-amerikanischen Konzerns nicht benutzen. Was ich sagen will, ist Folgendes. Wir haben es mit einer massiven Veränderung zu tun, der Art und Weise, wie Dinge, die die privaten, die individuellen Möglichkeiten betreffen und unsere kollektiven Angelegenheiten. Und das hat sehr viel zu tun und alle Beispiele, die ich gemacht habe, mit Software. Software ist nämlich der Riese oder der Gigant, der im Raum steht, der plötzlich sozusagen Standardprozesse, sogar globale Standardprozesse, die mittels Software ermöglicht und Grenzen setzt. Die Konflikte über Microsoft, gar nicht mal so im Zentrum lange Zeit gewesen, bei den GAFA, also bei den großen wichtigen Plattformen, eher am Rande, wird plötzlich zum Thema. Wir setzen, weil wir bequem sind, weil wir es behaglich haben wollen, auf Kommodität, Einfachheit. Und wir wollen das Gleiche machen, was die anderen machen. Wir haben keine Lust, Open Source zu nutzen oder Alternativen zu suchen. Leider oder vielleicht kann man sagen, verständlicherweise. Wir haben es zu tun mit verschiedenen Formen von Komplizenschaften, bewusst hergestellten von denen, die uns hereinlegen, die uns beeinflussen wollen und unser Bequemlichkeit. Und an die müssen wir ran. Und das ist das, was am Anfang mit der schönen Formulierung von Herrn Ellers kam, wir müssen anfangen. Teilhaben wollen wir schon und wir wollen auch beeinflussen. Das ist auch der Zweck von Kommunikation. Nur uns stört immer die Teilnahme der anderen, deren Themen, deren Töne, deren Tonalität. Und wir wollen auch deren Beeinflussungsversuche eigentlich nicht haben. Das stört uns. Für Thema und Ton in der Kommunikation haben wir immer andere verantwortlich gemacht. Nicht uns. Wir sind es ja nicht. Die anderen, das waren früher die Journalisten, heute auch natürlich noch. Und die Medien, immer pauschal am liebsten. Heute sind es die Plattformen. Aber die Plattformen, das sind wir. Sorry. Das heißt, wir haben uns angewöhnt, die Verantwortung auf andere abzuschieben und Folgeverantwortung nicht zu übernehmen für Kommunikation. Mussten wir auch lange nicht, weil die Journalisten haben für uns die allgemeine öffentliche Kommunikation gestaltet. Alles, was dort vorkam und kommuniziert wurde, was Regeln und Normen betraf, wurde mehr oder minder geregelt von Profis, die sich selbst kontrolliert haben. Jetzt können wir aber alle mitmachen. Wir haben dadurch keine Kommunikationsverantwortung gelernt.
Wir wissen nicht ganz genau, was es heißt, wenn wir in einer bestimmten Situation, was nicht ein Stammtisch ist, was äußern und damit eine massenhafte Verbreitung vielleicht auslösen können. Und wir haben auch nie das Problem gehabt, dass wir diese öffentliche Wahrnehmung hatten und damit haben wir uns auch nie verkommuniziert. Schwieriges Wort. Ich will nur sagen, eine Folgenverantwortung für Kommunikation haben wir bislang nicht gelernt. Selbstschutz, wie schützen wir uns selbst vor Kommunikation anderer? Und Fremdschutz, wie sorgen wir dafür, dass wir Äußerungen, die wir tun, in die Verantwortung von uns nehmen? Das ist neu. Da müssen wir üben. Wir sollten nicht dazu beitragen, übermäßig ängstlich zu sein oder die Konflikte, die jetzt entstanden sind, zu überzubewerten. Es ist ein kultureller Prozess, in dem wir dabei sind, neue Regeln zu üben, neue Regeln kennenzulernen, unterschiedliche Regeln übrigens auch zu akzeptieren. Dann ein einheitliches Regelsystem wird es mit Sicherheit nicht mehr geben und es ist auch gar nicht so schlecht. Es wird auch ein internationales Regelwerk sein müssen, denn wir können es nicht allein nationalstaatlich, vielleicht partiell europäisch denken. Aber wir müssen lernen, es gibt Unterschiede und wir müssen Verantwortung übernehmen, die wir bislang nicht übernehmen konnten und mussten in dieser Art der öffentlichen Kommunikation. Und wenn wir genau hingucken, sollten wir sehr kritisch sein, denn es sind ja nicht nur Individualakteure oder Organisationen, sondern sogar hoheitliche Instanzen, die wunderbarerweise diese Plattform nutzen. Und was tun sie? Informationsgeschäfte, Kommunikationsgeschäfte und alle Formen von Beeinflussungsinteressen werden darüber realisiert. Das Versprechen von Plattformen zieht uns wie die Fliegen an. Sie versprechen uns Kommunikation, sie versprechen uns Kommunikationsmacht, sie versprechen uns Reputationschancen, sie erlauben uns Performance, sie ermöglichen uns Selbstdarstellung, Macht und Geld, sie ermöglichen sogar Influencer. Das ist ihr Erfolg, meine Damen und Herren. Das wurde schon angedeutet. Das Interesse des Menschen bei der Kommunikation ist immer auch spielerisch. Homo ludens. Uns interessiert die Kommunikation nicht nur zweckhaft zur Informationsbeschaffung, zum Wissensteilen, sondern sie haben etwas sehr Spielerisches. Und diese Plattformen haben etwas sehr verführerisch. Sie sind schlicht wirksam. Man kann Influencer werden, man kann Reputation steigern, man kann Geld damit sogar verdienen und dummerweise, man kann sie auch für Propagandazwecke nutzen. Wir alle wissen das, dass das für alle diese Zwecke genutzt werden kann. Deswegen halten wir von den Plattformen nicht so sehr viel. Wir sind sehr skeptisch. Die Glaubwürdigkeitswerte, Sie wissen, das sind tief. Die Objektivitätsbewertungen sind tief. Die der Medien zum Glück und der Journalisten sind deutlich besser. Trotzdem, wir benutzen sie. Und wir benutzen sie, weil sie uns etwas versprechen, wo wir eben als Komplizen agieren und wir uns überlegen müssen, ob wir uns weiter zu Komplizen machen wollen. Und das sollten wir eben nicht tun. Das heißt, wir brauchen ein, wenn man so will, ein neues Denken. Wir müssen die Komplizenschaft, die heimliche, wie die erzwungene, die zufällige, versuchen aufzubrechen. Und das passiert meines Erachtens nur in einem großen gesellschaftlichen Schritt. Und das haben alle Debattenleiträger auch schon gebracht, indem sie darauf hingewiesen haben, es erfordert ein anderes Denken, ein viel stärker integrales Denken, ein stärker alle mitnehmen, Zivilgesellschaft war ein Stichwort, oder die Beteiligung von allen Teilen der Gesellschaft. Plattformen sind nützliche Instrumente. Plattformen sind unverzichtbare Instrumente geworden. Sie sind persönliche Alltagsbegleiter. Wir benutzen sie für uns alleine. Die gesamte Kommunikationssituation haben sie beeinflusst. Sie werden sich erinnern. Sie konnten früher sehen, was Oma und Opa im Fernsehen schauten. Sie sahen die Zeitung aufliegen. Sie wussten in einem Haushalt, was dort gelesen und nicht gelesen wurde. Heute sitzen die Familienangehörigen getrennt voneinander. Jeder hat sein persönliches Gerät, schaut dort ein Programm, nutzt irgendwie eine Software, eine App. Ja, wissen wir eigentlich, was Vater, Mutter, Großmutter, Tochter nutzt? Wir wissen es nicht mehr. Das heißt, die gesamte Kommunikationssituation hat sich vollständig verändert. Die Art und Weise, wie wir die Mitkontrolle in der Gesellschaft hatten, was machen denn die anderen? Die haben wir nicht mehr. Die Kioske sogar, wo man es alles sehen konnte, auch wenn man nie die Bild las, hat man trotzdem bei dem FAZ oder SZ-Kauf halt die Überschrift der Bild mal gerne angeschaut. Das wissen wir nicht mehr, weil auch die Kioske verschwinden. Das heißt, diese ganze Form von Beobachtung, Selbstbeobachtung in der Kommunikation hat sich geändert. Plattformen sind da, shared, useful und sie sind eine Infrastructure in time. Auf diese Begriffe will ich eingehen, um deutlich zu machen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Plattformen sind sozusagen ein ubiquitäres Versprechen an Nützlichkeit. Man kann mit ihnen sehr viele Dinge machen. Man kann was suchen,
etwas finden und eine Transaktion bewältigen. Das kann man bei keinem Medium. Das nutzen wir alle und das tun wir auch und das werden wir nie wieder lassen. Plattformen sind Infrastrukturen. Ich gehe nochmal darauf ein, weil das eine regulatorische Herausforderung ist. Zum Zweiten, sie sind shared. Nicht, weil uns jemand etwas gibt, sondern wir können mitentscheiden, was wir mit jemandem teilen. Das macht sie wertvoll. Wir wollen den Austausch, wir lieben den Austausch. Das eine und das andere zu zeigen, das andere mit anderen zu bewerten und auszutauschen, das mögen wir, weil wir unter uns bleiben können. Es ist kein Lehrer, kein Professor, kein Oberlehrer, gar ein Pfarrer da, der uns reinredet. Nein, wir besprechen das unter uns. Das wollen wir alle, ob wir jung oder alt sind. Wir haben dieses Shared. Und das führt dazu, dass wir dazu neigen, ein bisschen das überzubewerten, was wir gemeinsam teilen, als wichtiger anzusehen, als sozial relevanter, als das, was von draußen kommt. Deswegen ist Journalismus plötzlich etwas Fremdes. Die kommen von draußen. Vertreten die jetzt die Elite, die Parteien, die Regierung, Frau Schreiter hat das genannt. Diese Irritationen sind plötzlich da. Wir sind dabei, uns sehr kommod einzurichten unter uns. Useful, muss ich nicht ausführen. Die Nützlichkeit von Plattformen, nicht nur bei uns, sondern im globalen Kontext, ist einzigartig. Wer migrieren musste aus einem Land, konnte mit Google und Google Maps seine Fluchtwege recherchieren. Wer die Kommunikationsmöglichkeiten nutzen konnte von WhatsApp und so weiter, unter schwierigen Bedingungen, weiß, was es heißt, globale Technologien einsetzen zu können. Im globalen Maßstab sind Plattformen wohlstandsfördernd. Sie senken die Kosten, sie ermöglichen Zugang, sie führen dazu, dass sogar die Transaktionskosten sinken. Also sie sind im globalen Maßstab auch eine usefulle Angelegenheit. Jetzt kommt aber der Punkt, der mir Bauchschmerzen bereitet und der mir wichtig ist, das mit der Infrastructure. Infrastrukturen waren bislang immer in der Hand des Staates. Infrastrukturen, sowas wie eine Eisenbahnlinie oder ein Kanal oder eine Autobahn, aber auch eine Gasleitung oder eine Stromleitung, wurde immer für die gesamte Gesellschaft gemacht und immer vom Nationalstaat bestimmt. Es ging immer um Gerechtigkeit. Alle sollten Zugang haben. Es geht immer um Pricing, also zu welchen Preisen kann man das nutzen. Und es ging immer darum, damit auch soziale, kulturelle oder hygienische Konzepte umzusetzen. Wir haben zugelassen, dass ein globales Netz entstanden ist, was nicht öffentlich ist, sondern privat, das Internet. Und wir haben zugelassen, dass da drauf Unternehmen segeln oder agieren, wie Bahnen, die Gleise nutzen, die das als sozusagen Infrastruktur benutzen und mehr oder minder okkupiert haben. Sie haben es okkupiert, sind marktstark geworden, sie haben Marktmacht errungen, sie haben Datenmacht errungen, sie haben IT-Macht errungen und sie sind in ihren Angeboten global tätig. Dieses ist eine vollständig neue Infrastruktur, die zum ersten Mal historisch nicht von den Nationalstaaten mehr alleine bestimmt werden kann. Man kann sich europäisch zusammenschließen. Sie wissen das, die EU macht es gerade. Man kann in anderen Regionen der Welt das machen. Aber es wird kein Nationalstaat mehr in der Lage sein, die Infrastruktur sozusagen komplett selbst zu steuern und zu regeln. Und jetzt kommt eine Besonderheit noch mit hinzu, das mit in time. Das Verführerische, deswegen die Completenschaftsargumentation, das Verführerische dieser Infrastruktur ist, sie ist nicht so wie eine Autobahn und nicht so wie eine Strommast oder Stromleitung. Sie entsteht eigentlich erst durch unseren Gebrauch. Wir durch unseren Gebrauch machen die Infrastruktur erst zu Infrastruktur. Sie ist eine Infrastruktur in time. Sie ist völlig unauffällig. Sie scheint harmlos. Wir wissen, dass wir irgendwie Daten abgeben und irgendwelche Spuren hinterlassen. Alles das löst auch Bauchgrimmen aus. Aber dieses in time als Infrastruktur gibt dir eine besondere Macht. Plattformen sind individualisierte, personalisierte Infrastrukturen auf Zeit. Und jetzt kommt's, weil das so ist, sind sie so total gut für uns, weil wir in einer individualisierten Gesellschaft leben. Wir sind aber zugleich kollektive Mitglieder von einer Nation, einem Land, einer Gemeinde und einer sozialen Gemeinschaft. Aber die Plattformen führen uns immer mehr in diese individualisierte Struktur von Gesellschaft rein. Das macht sie so attraktiv. Und verhindert ab und zu auch, dass wir uns bewusst sind, dass wir ein Teil von Kollektiv, von Gemeinschaft sind, von Gesellschaft sind und eben nicht nur von Community. Und jetzt passiert etwas da drin, was so individualisiert passiert, was das Problem ist. Es gibt keine Gesamtöffentlichkeit mehr.
Das ist das, was vorhin ja auch angesprochen worden ist, diese unabhängige Aufgabe des Journalismus, eine gesamte Öffentlichkeit herzustellen. Natürlich haben wir die gesamte Öffentlichkeit selber auch nie genutzt. Aber die gesamte Öffentlichkeit als Anspruch hat dazu geführt, dass wir delegiert haben, dass diese hergestellt wird von Profis. Nach ihren Regeln haben sie ausgewählt, nach ihren Normen haben sie es gemacht. Und damit wurde eine gesellschaftliche Mitkontrolle möglich. Journalisten und Medien haben sich untereinander kontrolliert. Die Leute, die Informationsvermittlung machen wollten, haben kontrolliert, wie die Medien damit umgehen und gegebenenfalls protestiert. Und wir als das Publikum haben gesamthaft zuschauen können, wie diese Prozesse auslaufen. Diese Form gibt es jetzt nicht mehr. Das, was wir Segregation nennen, ist vielleicht gar keine Segregation, denn wir waren immer schon in vielen Teilen Öffentlichkeiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir an der Mitkontrolle der Gesellschaft teilhaben können, die schwindet. Das scheint mir die größere Problematik zu sein, auch für die Demokratie und für die Gesellschaft, als sozusagen, dass wir in vielen Öffentlichkeiten unterwegs sind. Die gesellschaftliche Mitkontrolle schwindet. Dadurch gibt es auch die Normen- und Regelkonflikte, dass wir uns ärgern oder aufregen oder mit Recht sauer sind über bestimmte Formen von Kommunikation. Und es entstehen damit immer mehr Kulturen, Gruppen oder Öffentlichkeiten der Präsenten, einer reinen Präsenzöffentlichkeit, die, die reden, die schwätzen, die stark sind, die sich durchsetzen wollen. Und auf der anderen Seite die Schweigenden, die es auch gibt, in großer Zahl, in vielen Fällen. Aber man sieht dann nur noch die Präsenten und sich selbst. Was ich damit sagen will, ist, die Komplizenschaft kann dazu führen, dass wir den Bezug zur Gemeinschaft verlieren in ihrer alten Form, an der ich jetzt mal normativ hänge und die ich für zentral halte für gesellschaftliche Mitkontrolle und Funktionen, die man hat. Was kann man tun? Das ist nicht einfach, weil die Veränderung meines Erachtens grundsätzlich an einem Punkt ansetzt, der was mit gesellschaftlichem Wandel zu tun hat. Wir sind nicht mehr in der Massengesellschaft. Wir sind auch nicht mehr in der klassischen organisierten Gesellschaft der, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich relevanten Gruppen, wie es die ARD und ZDF noch kennen. Diese Zeiten sind perdu. Das muss man sich bewusst machen. Die Repräsentation, allein nur die repräsentativ relevanten, durch den Gesetzgeber definierten Gruppen, die man zwar verändern kann, aber recht statisch sind, sind ein Problem geworden. Das heißt, wir haben gesellschaftliche, allgemeine, übergreifende und individuelle Ziele. Und die müssen zugleich erfüllt werden und die kollidieren eben. Das wissen wir, das erleben wir in unserem eigenen Alltag, das erleben wir in vielen Kontexten. Was kann man tun? Was soll man tun? Man kommt meines Erachtens nicht umhin, und in diesem Sinne habe ich als Teil der Gutachtergruppe für die deutsche Bundesregierung auch agiert, wir müssen anerkennen, dass Plattformen Infrastrukturen sind. Sie bedürfen der Regulierung. Sie bedürfen sich deshalb, erstens, weil sie Datenmacht haben. Sie kennen die Verfahren, die in faktisch allen europäischen Ländern laufen. Weil sie Technikmacht haben, die historisch einzig ist. Weil sie Investitionsmacht haben. Und weil es ihnen gelungen ist, Medienökosysteme aufzubauen, indem sie sozusagen eine Art Gefangenendilemma für die Konsumentinnen und Konsumenten aufgebaut haben. Wir kommen da gar nicht raus. Es ist alles so wahnsinnig praktisch und nützlich, dass wir gar nicht raus wollen oder gar nicht raus können. Das heißt, wir haben Affordanzprobleme ohne Ende. Nun kann man diese Infrastrukturen aber nicht als Nationalstaat mehr regulieren. Die Zeiten sind vorbei. Das hat man auch verschlafen. Man hat auch die Bedeutung von Software und deren Regulierung verschlafen. Software im nennenswerten Umfang kommt eben nicht aus Europa, es gibt ein paar Ausnahmen, mehrheitlich aber aus den USA. Das heißt, es kann nur parallel passieren im europäischen Kontext. Und das passiert auch gerade. Und zum Glück hat die EU-Kommission sozusagen da auch Initiativen aufgegleist, die wertvoll und wichtig sind, die aber logischerweise in einem starken Konfliktfeld zur nationalstaatlichen Regulierung stellen werden. Dennoch, diese Schritte sind nötig. Ich denke mir, hier kann es zu einer guten Arbeitsteilung kommen, dass auf der einen Seite europäisch nicht nur die Marktfragen geklärt werden. Das geht nun wirklich den nationalstaatlichen Gesetzgeber nichts an. Er kann es auch nicht. Und dass man aber die kulturellen Besonderheiten sozusagen in diesem Mehrebenensystem weiterhin den Nationalstaaten überlässt. Aber auch das kann nur eine Agency sein und sicher nicht Landesmedien oder Landesrundfunkanstalten, sondern das wird man anders organisieren müssen. Da ist die Konflikthaltigkeit schon vorgesehen. Das zweite, genauso wichtige, Plattformen sind eben nicht nur kommunikativ relevant. Über Plattformen wird alles Mögliche gemacht. Plattformen sind Software. Mit jedem Software-Update kann ich die Plattform selbst verändern. Ich kann sie auch für Transaktionen benutzen. Denken Sie an das, was Facebook machen will mit seinem virtuellen Geld. Das heißt, wir brauchen ein ganz neues Politikfelddenken. Die Medienpolitik ist in ihrer jetzigen Verfassung
nicht geeignet, auch nicht kompetent, diese Problematik alleine zu bewirtschaften. Es muss eine übergreifende sozusagen Institutionalisierung passieren, relativ rasch, um die integralen Teile von Daten über Urheberrecht bis hin zu ökonomischen Fragen integral zu bewirtschaften. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Es ist aber eine wichtige Voraussetzung, denn wir brauchen ein geschlossenes organisationales Feld der Akteure, wo man mit ihnen verhandelt. Das ist zurzeit nämlich nicht der Fall, sondern wir haben es mit einer hohen Fragmentierung sozusagen zu tun. Das Dritte, und da komme ich zu den Punkten, die die Kolleginnen und Kollegen am Anfang angesprochen haben, es kommt mehr darauf an, Plattformdesign, Plattformgebrauch, einerseits durch professionelle Akteure anzuschauen. Wir müssen nicht alle Algorithmen verstehen, werden wir nie können. Und wir müssen uns bewusst sein, das wurde sehr deutlich gesagt und das teile ich auch, Algorithmen sind sinnvoll. Ohne Algorithmen geht gar nichts. Herr Ellers hat das sehr deutlich gesagt, das ist so. Aber wir brauchen gewisse professionelle Überprüfungen, wir brauchen Zertifizierung, wir brauchen Standarddiskussion einerseits. Und auf der anderen Seite müssen wir dabei die Nutzerinnen und Nutzer mehr einbeziehen. Dieser ganze Einbezug, und das ist der vierte Punkt, der fehlt. Wir haben uns angewöhnt, Stellvertreterpolitik zu machen. Parteien und Verbände vertreten irgendwie die Medienbeteiligten mit. Das war bei der Massenkommunikation vertretbar, nachvollziehbar. Das Modell aber, meine Damen und Herren, taugt in keiner Weise mehr für diese Veränderungsprozesse, die so gravierend und vielfältig sind, sondern es muss viel mehr Nutzerschutz und Nutzerbeteiligung geben. Das kann durch Co-Regulieren geschehen. Und das sind einfache Dinge. Zum Beispiel ein Beschwerdewesen zu haben, dass man wirklich weiß, welche Beschwerden bei welcher Plattform eigentlich eingegeben worden sind. Die müssen publiziert werden. Oder Ombudsstellen zu schaffen, die man angehen kann, um zu erfahren, wie mit einer Beschwerde umgegangen wird. Das gehört zu den Plattformunternehmen, übrigens wie auch in der Telekommunikationsbranche, dass wir akzeptiert haben, dass sie nicht für uns erreichbar sind und wir mit Avataren abgespeist werden. Wir haben zugelassen, dass im Bereich dieser Industrien, die uns umgeben, Telekommunikationsindustrie und Plattformindustrie, wir auf eine Weise abgespeist werden, die in keiner Weise verbrauchergerecht ist, die nicht human ist und die auch nicht verträglich ist, weil man gar nicht weiß, mit wem man da eigentlich agiert, weil man nur alles mündlich macht, weil nichts dokumentiert wird. Hier ist eine Industrie entstanden, vollkommen im Schatten und ohne, dass der Staat hier eingegriffen hat. Das geht über die allgemeinen Geschäftsbedingungen und andere Dinge mehr. Hier muss dringend nachgebessert werden. Und hier haben auch in Deutschland die zuständigen Ministerien, Verbraucherschutzministerien schwerst versagt, keine systematische Aufklärung betrieben und eigentlich dazu beigetragen, dass wir in dieser schrecklichen Misere sind, die wir heute haben. Letzter Punkt. Wir brauchen Plattformförderung und Entwicklung. Darüber wurde ja diskutiert. Ich will das nicht groß vertiefen. Plattformen sind eine hochinvestive Tätigkeit. Sie erfordern sehr viel Know-how und sie müssen unter bestimmten technischen Bedingungen sozusagen gestaltet werden können. Und sie brauchen sozusagen auch entsprechende Qualitäten. Das kann ein einzelnes Unternehmen, ein einzelner Verlag, eine einzelne Rundfunkanstalt nicht leisten. Und wir sehen ja die Schwierigkeiten, die ARD und ZDF gemeinsam haben, überhaupt einen Schritt zu machen in eine digitale Zukunft. Vielleicht schaffen sie eine Mediathek, aber sorry, vielleicht. Wenn wir das europäisch denken und allgemeiner denken, wird es nötig, dass man das, und das ist vorgeschlagen worden, wurde auch bereits zitiert, der ehemalige Intendant des Bayerischen Rundfunks, Herr Willem, und andere haben das schon vorgeschlagen, wir in unserem Gutachten auch. Hier muss schneller gehandelt werden, hier müssen auch öffentliche Mittel eingesetzt werden, um entsprechende Investitionen zu tätigen. Kommt zum Schluss. Ratschläge und Empfehlungen gibt es schon ganz viele. Denken Sie mal an die Medienkompetenzförderung. Was wir aber haben in Europa, aber auch in Deutschland, Österreich und Schweiz, die ich ganz gut überschaue, wir haben es mit massiven Implementationsproblemen zu tun. Selbst unbestrittene Programme wie die sogenannte Medienkompetenzförderung ist nie zum Fleck gekommen. Wir haben eine parzellierte Landschaft. Wir haben, obwohl die Probleme bekannt sind, überhaupt keine Initiativen. Selbst wenn ein BMBF was macht, das ist das Bundesministerium für Forschung und Bildung, so kann es nur Projektförderung machen, weil es keine Kompetenzen hat, in die Länderautonomie einzugreifen. Wir haben einen Kompetenzwildwuchs, ein Gestrüpp an Unterschiedlichkeiten und ungeklärten Zuständigkeiten. Wir haben konkurrierende Gesetzgebung. Teilweise machen das die deutschen Bundesländer, bleiben wir in Deutschland. Teilweise macht es der Bund.
doppelte Gesetzgebung überflüssigerweise. Wir haben dysfunktionale Formen der föderalen Arbeitsteilung und wir haben institutionelle Defizite, wir haben auch Verzettelung. Ich will das nicht vertiefen, weil Sie wissen, das hört man nicht gerne, aber das ist eine Tatsache. Es wird relativ viel Geld eingesetzt, das Geld wird aber nicht nach Wirkungsorientierung vergeben, es wird nicht nach Effizienz angeguckt. Das ist, glaube ich, nötig. Das Ganze geht aber nicht, und das ist die schwierige Sache drin, ohne einen Politikwechsel. Dieser Politikwechsel ist deshalb nötig, weil wir nicht mehr in der Rundfunkpolitik sind. Das hat auch der Direktor der Landesanstalt ja bereits betont. Wir sind in einer vollständig anderen Politikfeldsituation, die man zu beachten hat. Und dazu gehören zwei Dinge. Erstens, dass die Beteiligten, die ökonomischen Beteiligten, die von den Plattformbetreibern repräsentierten Beteiligten, unmittelbar einzubeziehen sind, wie die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist keine Aufgabe nur der gesellschaftlichen Gruppen, das ist keine Aufgabe nur von einzelnen Verbänden und Organisationen, sondern es bedarf einer gesamten kommunikativen Einbeziehung anderer. Warum? Weil die Gestaltung der Plattform und das, was wir gemeinsam demokratisch, gesellschaftlich erreichen wollen, nur mit den Nutzerinnen und Nutzern noch geht. Deswegen mein Eingangsstatement, wo ich Sie darauf hingewiesen habe, dass es nicht ganz einfach ist, das Verständnis für Urheberrecht, Upload-Filter oder Microsoft-Probleme zu finden. Das geht nur in einer gemeinsamen, kollaborativen Form, wo man das versucht, gemeinsam anzugehen. Deshalb ist ein Politikwechsel nötig, der viel stärker die Zivilgesellschaft einbezieht und auch andere Politikkonzepte nutzt, um einen Ruck in der Gesellschaft zu haben, um sozusagen aus dem individuellen Nutzen auch einen Kollektivnutzen zu machen, dass man gemeinsam weiß, ich habe meinen individuellen Vorteil. Das ist auch gut so, auch richtig so. Aber daraus darf kein Nachteil für andere und die Gemeinschaft werden. Das muss neu ausgehandelt werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Jarren. Das war wahrlich Food for Thoughts und ein dringender Appell an die Politik, sich endlich zu bewegen. Und ich glaube, wir schicken noch mal die Transkription dieses Appells an die interessierten, adressablen Politiker. Das würden wir dann gerne tun. Sie haben jetzt so intensiv geredet, dass eigentlich die Zeit für Fragen damit auch schon verkonsumiert ist. Ich stelle jetzt nur noch eine Frage. Wie optimistisch sind Sie denn, dass die Politik darauf reagiert? Ich bin optimistisch deshalb, Frau Schalthauer, es geht dabei um sehr viel. Wenn Sie diese Entwicklung verschlafen, verschlafen Sie, das ist ja das Thema, was diskutiert wird, da geht es ja noch ein paar andere Dinge, auch wirtschaftliche Entwicklung. Sie verschlafen die Tatsache, ob möglicherweise irgendwie bei Facebook eine Währung erscheint, die plötzlich relevant ist. Die mag man im EZB-Raum ablehnen, aber sie wird in Afrika dann kommen oder sie kommt in Asien. Wir haben es mit ganz neuen Wettbewerbsverhältnissen zu tun, die nur in Kooperation übrigens mit den Amerikanern meines Erachtens gelöst werden können. Die wirtschaftliche Macht, die IT-Macht, die Datenmacht, die dort entstanden ist, ist erheblich. Und man sieht auch an den Bemühungen der EU-Kommission, die man nur als sehr wichtig unterstützen darf, dass da Drive drin ist. Sonst werden wir getrieben und werden nicht mehr mitgestalten können. Vielen Dank. Ich nehme das jetzt als Schlusswort für Ihren Denkzettel und sage nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie online aus der Schweiz zu uns gesprochen haben und gar nicht neutral, sondern sehr engagiert. Vielen Dank, Herr Jarren. Bitte schön. Ja, jetzt kommen wir zum Schluss. Das LPR-Forum und dazu gehört ein Fazit, auch für die hybride VOP. Vor 15 Monaten hat das Fazit gezogen Ingrid Brodnik. Das war sozusagen ihr letztes Fazit oder ihr letzter Auftritt auf einer Bühne, auf einer Diskussionsveranstaltung. Und wir freuen uns ganz riesig, dass sie 15 Monate später wieder da ist aus Wien, um das Fazit dieser Veranstaltung zu ziehen. Ich brauche sie eigentlich nicht vorzustellen. Sie ist Journalistin, Buchautorin, eine sehr fleißige. Das muss ich doch noch sagen, Frau Brodnik. Sie hat die Pandemiezeit genutzt, um ein Buch zu schreiben. Einspruch, Ausrufezeichen. Und ich halte das für ein ausgesprochen lebenskluges und sehr interessantes, sehr hilfreiches Buch. Sie gibt nämlich Handreichungen, wie man Verschwörungstheorien und
Falschnachrichten entgegentreten kann, in der Familie, in Gesellschaften, wo auch immer. Also Einspruch, Ausrufezeichen ist Ihr neues Buch und ich finde es einfach ganz toll und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und auf Ihr Fazit. Herzlichen Dank, Frau Brodnik. Ich möchte zum Schluss noch so ein paar Gedanken aufgreifen, wie man Medienkompetenz auch in digitalen Zeiten stärken kann. Weil ich glaube persönlich, dass manche der Rezepte für Medienkompetenz in digitalen Zeiten nicht so viel anders sind, dass man aber dranbleiben muss. Ich fand ein ganz wichtiger Satz, den hat Anna-Katharina Messmer schon ziemlich zu Beginn unserer Veranstaltung beigesteuert, sinngemäß, ich hoffe, ich gebe sie halbwegs richtig wieder. Sie hat erzählt, sie haben im Rahmen ihrer Studie für Stiftung Neue Verantwortung gesehen, dass dieses Diskutieren über Nachrichten so ein wichtiger Faktor ist, wer medienkompetent ist. Und das entspricht ganz meiner Erfahrung, weil wissen Sie, wenn man anschaut, worauf Menschen, Jugendliche, aber auch Ältere hineinfallen, dann ist meine Erfahrung, das sind oft nicht so hochkomplexe Dinge. Das sind Dinge, wenn man darüber diskutieren würde, dann könnte man logisch oft zum richtigen Ergebnis kommen. Ich gebe ein Beispiel. Bitte um weiterklicken. Dankeschön. Sie können sich sicher an den Reaktorunfall in Fukushima im Jahr 2011 erinnern, beim Atomkraftwerk. Und das war natürlich eine helle Aufregung damals und ich glaube, ist bis heute vielen in Erinnerung. Und im Jahr 2015 hat dieses Bild die Runde gemacht. Vielleicht hat das jemand von Ihnen gesehen. Ein Bekannter von mir hat das zum Beispiel auch auf Facebook, diese Geschichte, gepostet. Hier ein englisches Beispiel. Da steht, das seien Fukushima-Atompflanzen. Und auf Englisch steht darunter, dazu muss man nicht mehr sagen, so sieht das aus, wenn Pflanzen nukleare Geburtsdefekte bekommen. Also da wird der Eindruck erweckt, man sieht hier Bilder aus Japan, die einen Nukleardefekt wegen Fukushima haben. Und es wird Angst vor der Atomkatastrophe gemacht. Und das ist 2015 um die Welt gegangen. Und das Interessante ist, zuerst die Frage, stimmt das? Und wenn man nachgeht, ob es stimmt, dann kommt immer der erste Verdacht, das Bild könnte manipuliert worden sein. Das ist dann nicht der Fall. Dieses Bild stammt tatsächlich von einer Gemeinde ungefähr 100 Kilometer von Fukushima entfernt, also aus Japan. Aber es ist echt, aber Biologen geben Entwarnung. Warum? Weil das passiert in der Natur immer wieder. Vielleicht kennen Sie das vom Wandern, manchmal schauen Pflanzen so aus. Biologen wären es erst beunruhigt, wenn das ständig in Japan auftreten würde. Aber solche verkrümmelten Pflanzen, das kann Ihnen ehrlich gesagt in Frankfurt beim Spazierengehen auch unterkommen. Also es wurde ziemlich schnell entwarnt. Achtung, da ist nichts dran. Aber dieses Bild hat eine Geschichte. Forschende aus Stanford, die haben das genutzt in einer Studie, wo sie einmal mehr Jugendliche testen wollten. Und sie haben Jugendlichen genau dieses Bild vorgelegt und gefragt, ist das echt? Und 40% der Jugendlichen hielten das für glaubwürdig, diese Mischung aus Bild und Kommentar darüber. Und sie haben eine wichtige Frage offensichtlich sich nicht gestellt. Nur weil ein anonymer User im Internet einen Satz über ein Foto schreibt, muss ich das glauben? Ist das schon genug? Und sie sind darauf hineingefallen. Und das finde ich deswegen so interessant, weil wir gerade in digitalen Zeiten, ganz ehrlich, oft über solche Hightech-Fakes reden. Sie kennen sicher alle die Debatte über Deepfakes, dass Videos immer leichter manipulierbar werden. Oder immer die Sorge, dass Fotos retuschiert sind. Ich komme aus der Praxis und ich kann Ihnen sagen, Sie brauchen oft kein Hightech, es reicht oft Lowtech. Das wirklich Schlimme ist, bei der Irreführung ist ein großer Faktor der Mensch und erst an zweiter oder dritter Stelle die Technik. Und das fand ich bei der Anna-Katharina Messmer so relevant, dass die gesehen haben, dass dieses Reden über Nachrichten, dass das so eine Rolle spielt. Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich glaube, wir brauchen nicht nur einen kritischen Blick auf die Medien und auf Plattformen, sondern auch auf uns als Gesellschaft. Bitte wieder zurückgehen, nichts verraten. Achtung, Achtung, bitte. Ja, danke. Einen kritischen Blick auf die Gesellschaft, nämlich ob wir als Gesellschaft genug über unseren Journalismus, unsere Erzählungen reden, ob es genug Orte dafür gibt. Und wenn ich mit Jugendlichen spreche, das war ja so ein zweiter
eine zweite Beobachtung dieses Tages ist diese Fragmentarisierung. Da merke ich oft Folgendes: Ich bin Mitte 30 und die Dinge, die mich beschäftigen, das sind nicht die gleichen Dinge, die Jugendliche beschäftigen. Und es sind auch oft nicht die gleichen Accounts, denen wir folgen. Wobei ich schon, weil ich versuche, denen dann hinterher zu rennen, sozusagen, verzweifelt. Aber warum sage ich das? Meine Erfahrung ist, in dieser fragmentarisierten Medienlandschaft ist wichtig, sich zu überlegen, wo ist die Medienrealität von Jugendlichen. Und wenn man bei Jugendlichen Aufklärung schaffen will, dort anzudocken. Und das sind dann vielleicht bei manchen Jugendlichen nicht immer Beispiele aus der innenpolitischen Debatte, zum Teil schon, aber zum Teil sind es auch ganz andere Accounts. Zum Beispiel ist meine Erfahrung, wenn Sie bei Jugendlichen gut ankommen wollen, gehen Sie vielleicht nicht auf die großen ZDF, ARD, Hauptnachrichtenseiten, durchaus auch, aber gehen Sie auf Satireportale und diskutieren Sie mal das. Ich habe ein schönes Beispiel mitgebracht, das ist eine meiner liebsten Geschichten des Postillons, Satire-Seite. Bitte jetzt weitergehen, so. Danke. Das ist eine Geschichte, klassischer Satire-Text. Saudi-Arabien zwingt WhatsApp, Emojis zu verschleiern und passend dazu sieht man schon die verschleierten Emojis. Und das ist, wenn ich das Jugendlichen zeige, dann lachen die, weil die merken, haha, lustig. Und dann zeige ich ihnen auch Kommentare, ich lese ein paar vor, von Menschen, die das für wahr gehalten haben und die dann allen Ernstes Dinge posten, wie, sind denn die von allen guten Geistern verlassen? Oder, das ist doch schon echt krank. Kriegen Araber eine Erregung, wenn sie unverschleierte Emojis sehen oder was? Und dann unter solchen Postings finden Sie dann immer Leute, die zum Beispiel den Wikipedia-Link zum Postillon anführen, wo man liest, Achtung, das ist eine Satire-Seite. Aber das zeige ich Jugendlichen erstens, weil sie die Seite kennen, das knüpft an ihrer Lebensrealität an und weil dann sich die Frage stellt, warum fallen Leute auf so etwas ein? Und da ist der erste Punkt, man schaut sich die Quelle nicht an, dieses Kennen der Quelle ist weggefallen, das ist das, was vorher schon beschrieben worden ist. Man geht in den Kiosk und man weiß ungefähr, was ist. Das ist leider nicht mehr so leicht. Und das Zweite ist auch, und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man Jugendlichen zeigen kann, das Zweite ist, dass Menschen auf Dinge reinfallen, wenn sie genau dem entsprechen, was sie glauben wollen. Wenn ich zum Beispiel mich so sehr mit Saudi-Arabien beschäftige oder mit der Islamisierung oder was auch immer, dass ich es für so möglich halte. Und dieser Zweifel fehlt. Und das Interessante ist, wenn wir Jugendlichen zum Beispiel die Kompetenz geben wollen, dass sie sich nicht irreführen lassen sollen, dann ist wichtig, dass man ihnen das Know-how gibt, dass sie die Momente der Irreführung, wo sie plötzlich täuschbar werden, erkennen. Und ein ganz wichtiger Moment ist, wenn ich eine Nachricht lese und mir denke, haha, das habe ich mir schon immer gedacht. Und darum zeige ich Ihnen sowas und dann frage ich die Jugendlichen oft, was sind denn die Beispiele, wo ihr gemerkt habt, wo ihr reingefallen seid? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es kommen nicht immer wahnsinnig politische Beispiele. Am häufigsten kommt das Beispiel, es gab die Geschichte, Fußballer XYZ wechselt zum Team so und so und dann bin ich drauf gekommen, das stimmt nicht. Oder Celebrity XYZ sei gestorben und im Nachhinein stellt sich heraus, das ist ein Fake. Aber das sind wiederkehrende Typen. Und das Interessante ist, warum, frage ich die Jugendlichen dann, warum habt ihr das dann geteilt und seid erst drauf gekommen? Weil das der Lieblingsfußballer ist. Weil man das schon die ganze Zeit gehofft hat, dass der endlich zu dieser Mannschaft geht. Und das ist Confirmation Bias. Und wir Erwachsenen, ganz ehrlich, wir diskutieren Confirmation Bias, also den Bestätigungsfehler, oft in unseren rein innenpolitischen Beispielen, die schon auch einige Jugendliche interessieren, aber nicht alle gleich. Und das Interessante ist, ich kann den Confirmation Bias auf sehr vielen Ebenen herzeigen und dann diesen Bogen zu Wissenschaft, zu Innenpolitik etc. knüpfen. Ich sage nur ein Beispiel, Confirmation Bias ist ein wahnsinnig mächtiges Ding, der beeinflusst nicht nur, welche Nachricht ich glaube und nicht anzweifle, sondern der beeinflusst auch, womit ich meine Zeit verbringe. Gibt es eine tolle Untersuchung von Wissenschaftlern der Ohio State University. Die haben Amerikaner, Amerikanerinnen zu unterschiedlichen Nachrichtenthemen online Artikel anklicken lassen und haben natürlich ausgewertet, was wird angeklickt und wo verbringen Leute ihre Zeit. Und es ging um Streitthemen wie Waffenrechte oder die Frage, soll es eine Universal Healthcare in den USA geben, also eine gesunde Versorgung, wie eine staatliche, ähnlich wie bei uns. Streitthemen. Und das Interessante ist, die Forschenden haben gesehen, die Artikel, die eine andere Sichtweise produzierten, die wurden nicht vermieden. Also so schlimm war es nicht. Aber es war so, dass die Artikel, die eher der eigenen Sichtweise entsprachen, dass die mit mehr Zeit
quasi begünstigt wurden, dass dieser Artikel 64% mehr Zeit von den Menschen bekam als die andere Sichtweise. Bitte jetzt noch eins weiter, das ist ein Zitat daraus. Und das zeige ich den Jugendlichen, weil ich finde, es ist immer leichter, über die fehlende Medienkompetenz anderer zu sprechen, als über die eigene fehlende Medienkompetenz oder die eigenen blinden Flecken. Und ich behaupte auch, wir sprechen deswegen so viel über Jugendliche, weil es leichter ist, über die Jugendlichen als über uns alle zu sprechen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber solche Dinge, die kann man vermitteln. Und das Interessante ist, man kann Beispiele finden, die zu jedem, egal wo man steht, passen. Und ich komme schon zum Schluss. Ich möchte noch eine Sache mit aufgreifen, die heute auch gefallen ist. Einerseits hat mir sehr gut gefallen die Diskussion der JournalistInnen, wo man gemerkt hat, wie viel Einsatz, auch wie viele Ambitionen auch in Deutschland da sind, also wie viel ohnehin ausprobiert wird. Und andererseits muss ich sagen, hat mir auch sehr gut gefallen, was die Frau Schröter gesagt hat als Lehrerin, nämlich, dass man Jugendlichen zeigen kann, dass ihnen etwas gefällt, wo sie selbst nicht wussten, dass ihnen das gefällt. Oder auch Kathi Messmer hat erzählt, dass sie dieses Quiz gemacht haben, mehr so als Nebenprodukt, und dann haben alle dieses Quiz gemacht. Und ich sage nur eine Anekdote, ich bin Österreicherin, ich habe das auch geteilt, und das ist in Österreich auch unglaublich abgegangen. Selbst in Österreich haben dann alle das deutsche Quiz gemacht, weil sie das so spannend fanden und wissen wollten, wie inkompetent oder wie kompetent sind sie. Das heißt, dieser spielerische Zugang. Und ich glaube, das ist unsere größte Chance. Und ich sage nur noch eine letzte Anekdote. Meine Erfahrung ist, dass wenn man Medienkompetenz nicht Medienkompetenz nennt, sondern mehr so, hier findest du heraus, wie du ausgetrickst wirst, dass da unglaublich viele Leute mitgehen. Und ich gebe Ihnen ein letztes absurdes Beispiel, bitte noch einmal weiter. Es ist schon 2017 gekommen, es ist wirklich absurd, aber es ist eines meiner Lieblingsbeispiele, weil es so dumm ist. Verzeihung. Hier sehen Sie Ihre deutsche Bundeskanzlerin, noch Bundeskanzlerin, und dieses Bild erweckt den Eindruck, dass Angela Merkel am Boden sitzend bettelt und gleichzeitig Bier trinkt mit der Raute Hand. Also das Bier steckt in der Raute Hand. Also jeder, der ein bisschen mitdenkt, erkennt natürlich sofort, das kann jetzt nicht wahnsinnig echt sein. Aber die Absurdität macht es mal lustig und dann steht drunter noch, nein, das ist nicht Bahnhof Zoo, auch nicht jemand aus Kreuzberg, das ist euer Staatsoberhaupt. Dieses Ding macht gerade Deutschland kaputt. Ich meine, allen Ernstes, zu diesem Bild gibt es einen Faktencheck. Wir leben in einer Zeit, wo zu solchen Bildern Faktenchecks gemacht werden, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich würde mal ausgehen, dass viele es erkennen können, aber selbst wenn man sagt, okay, das ist Blödsinn, ist oft interessant, was ist da passiert. Und ich gebe nur ein Beispiel, ich versuche das manchmal selbst auch so ein bisschen nachzurecherchieren und ich denke mir dann oft, wie komme ich drauf, dass das wirklich eine Bildmontage ist? Und ich denke mir, okay, das schaut für mich so aus, als ob mehrere Bilder zusammengefügt worden sind. Vielleicht der Körper einer Bettlerin mit dem Kopf von Angela Merkel. Aber wann hat Angela Merkel eine Kappe getragen? Das macht sie bei Pressekonferenzen eher selten. Dann mache ich Folgendes, bitte eins weitergehen. Ich google, ich mache da wirklich Basics. Ich google, so mache ich das selbst, Merkel-Kappe und zeige das den Jugendlichen. Und wenn man Merkel-Kappe eingibt, findet man sehr viele nicht hilfreiche Bilder von Kappen. Aber Sie sehen es. Man sieht hier ein Bild, wo Angela Merkel auf dem Skilift sitzt und dann, aha, das ist Urlaub, dann habe ich noch einmal verfeinert meine Suche, wirklich, wir sind hier beim Einmaleins des Internet, der Internetnutzung und gebe ein Merkel-Urlaub, bitte noch einmal weitergehen und sage, wir haben das Bild gefunden. Und man sieht, das ist der Gesichtsausdruck, das ist das Outfit, das dann auch verwendet wurde. Und warum zeige ich das her? Weil die Jugendlichen sehen, aha, das ist die Originalquelle. Und ich musste nicht mal so hyperkomplexe Dinge machen. Also sie mussten nicht mal das Bild hochladen oder bearbeiten. Ich habe einfach nur Stichworte eingegeben und mich hingehandelt. Und das dauert 3-4 Minuten. Und das finde ich so interessant. Wenn man das dann findet, vielleicht kennen Sie das, dann ist das unglaublich befriedigend, wenn man es verstanden hat. Und das, finde ich, ist etwas, das, glaube ich, eine sehr wichtige Kompetenz ist, dass man diese Auseinandersetzung, dieses Diskutieren mit Medien nicht als etwas Belastendes oder als Arbeit sieht, sondern als etwas, wo ich meine Cleverness zeigen kann. Und ich glaube, wir brauchen Lehrkräfte, wir brauchen wahrscheinlich auch Politiker, Politikerinnen oder einfach Erwachsene, die diese Begeisterung am Auseinandersetzen von Medien, mit Diskutieren über Medien zeigen. Und für mich war heute dieser Nachmittag so ein Zeichen, dass es diese Leute gibt.
auch die Frau Schröter. Aber ich würde sagen, wir haben keine Garantie, dass jedes Kind, jeder Jugendliche so einen Lehrer, so eine erwachsene Person rund um sich hat. Und wenn ich so ein Fazit aus dem Ganzen mitnehmen würde, ist, es gibt diese Menschen. Es gibt die Anna-Katharina Messmer, es gibt die Frau Schröter, es gibt all die Journalisten, die heute gesprochen haben. Aber ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche mindestens einmal im Leben auch so jemanden zuhören kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Brodnik. Sehr gern. Sie hatten damit das fast letzte Wort. Das letzte Wort, meine Damen und Herren, haben Sie digital und hier natürlich auch. Wie das aber jetzt digital geht, das sagt Ihnen nochmal Friedrich Steen. Der führt Sie nämlich gleich nicht ins Wonderland, aber zu Wonder Me. Fast. Also liebe digitalen Teilnehmenden, ich nehme Sie jetzt quasi an die Hand mit zu unserem digitalen After Hour. Die Plattform heißt Wonder Me und wenn wir gleich Zoom schließen, gelangen Sie automatisch auf die Plattform. Wenn Sie das nicht finden, dann ist aber auf der Einladungsbestätigung auch nochmal der Link zu sehen. Auf dieser Plattform machen Sie erst ein kurzes Screenshot von sich selber. Ich habe den Daumen hoch gewählt und dann können Sie sich auf dieser Plattform bewegen. Rechts und links mit gedrückter Maustaste gelangen Sie zu anderen. Mit denen können Sie dann quatschen. Sobald sich zwei Leute berühren, beginnt ein Gespräch, ähnlich wie bei Zoom. Ab 15 Leuten ist das Gespräch voll und dann müssen Sie woanders versuchen, Anschluss zu finden. Der Hin- und Herlaufen macht man, wie gesagt, mit der Maus. Und noch ein kurzer Hinweis, oben links sind zwei Pfeile, dann kann man auch die Bilder schön groß machen. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß. Und ich kann auch sagen, dass Menschen hier auf der Bühne und im digitalen Publikum mit dabei waren. Und wenn Sie zum Beispiel mit Leuten wie Ottfried Jarren, Sandra Cortesi oder auch unserem Gastgeber, Herrn Joachim Becker, gleich noch Wonder Me wollen, dann bleiben Sie dran. Und Herr Ellers ist auch dabei. Herr Ellers ist auch dabei? Ja. Ei. Ja. Ja, umso besser. Ja. Ja, das war das LPR-Forum 2021. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank hier im Saal und vielen Dank online. Vielen Dank allen, die referiert haben, die zugehört haben, die gefragt haben. Ich sage auf Wiedersehen und damit ist das Zoom-Webinar geschlossen. Sie brauchen jetzt keine Anleitung für die ganz analoge Kommunikation. Das hat man in 15 Monaten wirklich nicht verlernt. Und wie ich das heute in den Pausen gesehen habe, gibt es ein großes Kommunikationsbedürfnis. Seien Sie jetzt herzlich eingeladen. Unten in der Lounge gibt es eine Kleinigkeit zu trinken und ein bisschen was zu essen, damit der Wein nicht gleich und so weiter. Und ja, das Einzige, was ich sagen kann, halten Sie Abstand. Aber genießen Sie die Begegnung mit den anderen. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.